Wexley verzauerte beim Erscheinen die Spielerschaft. Das Spiel demonstrierte die volle Kraft des Super Nintendo und brachte das Spielheimgefühl erfolgreich nach Hause. Das Cover verspricht schon mal harte Action. Also, lasst es uns zusammen mal anschauen. Was taugt Wexley für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde vom berühmten Entwickler Konami zu seinen Hochzeiten 1993 bei uns in Europa veröffentlicht und natürlich auch entwickelt. Im Gegensatz zu quasi allen anderen Regionen erschien das Spiel in Europa nicht auf der virtuellen Konsole der Wii, sondern erst 2015 auf der Wii U. Die Story ist simpel. Aliens haben das Illison-System angegriffen und fast alles zerstört. Sie haben jedoch den Fehler begangen und haben euch nicht erledigt. Also schwingt ihr euch in euer Raumschiff und lasst sie für diesen Fehler büßen. Wexley ist ein klassischer Shoot'em-up. Das heißt, ihr steuert euer Raumschiff durch selbstgerollene Level, ballert aus vollen Rohren und müsst natürlich aufpassen, dass ihr das ganze heil übersteht. Vor jedem Level wählt ihr erstmal die Bewaffnung eures Raumschiffes aus bis zu 3 Varianten aus. Ihr sammelt also keine Power-Ups im Level ein, sondern passt so auf diese Weise eure Waffen dem Level an. Das Wechseln der einzelnen Arten erledigt ihr im Kampf einfach bequem mit den L- oder R-Tasten und das ist wirklich angenehm. Wählt ihr ein für das Level eher ungünstiges Setup aus, gestaltet sich das Level logischerweise auch etwas schwerer. Auch stirbt ihr nicht beim ersten Treffer, sondern verliert dann erstmal die gerade ausgerüstete Waffe. Es gibt natürlich auch Ausnahmen von dieser Regel, wenn ihr zum Beispiel gegen eine Wand fliegt, seid ihr sofort tot. Habt ihr alle 3 Waffen verloren, verliert ihr dann logischerweise auch euer Leben. Das Waffensystem hebt sich also etwas von der Genre-Standardkost ab, was ich aber gar nicht mal so schlecht finde, da man immer relativ flexibel mit den Waffen auf den entsprechenden Begebenheiten reagieren kann. So kämpft ihr euch durch die 6 verschiedenen Level. Die Besonderheit dabei ist der Perspektivwechsel. Normalerweise sind Shoot'em-ups ja eher seitwärts oder horizontal, hier jedoch habt ihr quasi beides in einem Spiel. Vor allem die horizontalen Level sind wunderbar gestaltet und durch den Einsatz der Super Nintendo eigenen Mode 7 Effektes kommt das Ganze sehr dreidimensional herüber. Neben den verschiedenen normalen Gegnern erwarten euch natürlich auch recht knackige Bossgegner, die nochmal richtig aufwendig gestaltet sind. Allgemein ist die Gegnervielfalt sehr variantenreich und sehr schön gestaltet. Also alles bisher wunderbar. Was mich jedoch etwas stört, ist der wirklich extrem knackige Schwierigkeitsgrad. Ich bin nicht gerade ein Profi, was solche Spiele angeht, und für mich wurde es aber auf Dauer echt frustrierend, obwohl ich auf einfach gespielt habe. Ihr habt auch nur wenige Continues und Checkpunkte während der Level gibt es schon mal gar nicht. Also das ginge auch etwas einsteigerfreundlicher, aber das ist ja schon fast bei diesem Genre ein Kernfeature. Die Steuerung ist hingegen sehr gut gelungen und so könnt ihr euch mit einiger Zeit in das Spiel reinfuchsen und nicht ganz so schlecht wie ich sein. Auf der technischen Seite ist das Spiel der Hammer. Gefühlt wurde hier alles rausgeholt, was das Super Nintendo zu bieten hatte. Es gibt Mode-7-Level, aber auch klassische Abschnitte. Das Gegnerdesign ist sehr stimmig geraten und die Animation sowieso auch. Euch erwartet ein grafisches 16-Bit-Bombast-Feuerwerk. Die Musik ist ebenso einzigartig geraten. Die einzelnen Stücke sind sehr abwechslungsreich gestaltet und passen perfekt zur jeweiligen Level-Thematik. Die Effekte stehen der Musik natürlich auch in nichts nach und untermalen die Kämpfe angenehm wuchtig. Was taugt Wexley für das Super Nintendo also heute noch? Ich kann das Spiel für jeden, der mit dem Genre auch nur entfernt was anfangen kann, wärmstens empfehlen. Euch wird hier Shoot'em-up-Kost auf hohem Niveau geboten. Ihr müsst nur eben relativ frustresistent sein, aber naja, Fans des Genres sind das ja auch gewohnt. Konami liefert hier auf jeden Fall einen super Titel ab. Das Spiel hat einen echt seltsamen Namen. Bob. Was soll das heißen? Sehr aufregend klingt das eher nicht. Als ich jedoch beim Stöbern auf der Börse in Montabaur darüber gestolpert bin, ratterte es in mein Gehirn. Irgendwo hatte ich mal gesehen, dass es gar nicht mal so schlecht ist und vielleicht sogar ein Hidden Gem ist. Also sackte ich das Modul ein und nun lass mal zusammen hereinschauen, was sich dahinter verbirgt. Was taugte Bob für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Grey Matter programmiert und von Electronic Arts 1993 weltweit veröffentlicht. In Japan erhielt es beim Namen noch den Zusatz Space Funky. Warum auch immer. Neben dem Super Nintendo erschien es auch auf dem Mega Drive. Unser Held Bob baut einen Unfall auf seinem Weg zu seinem Date. Und irgendwie ist er in ein Gebiet voller Gegner gestrandet. Euer Ziel ist klar, herausfinden, wie er da rauskommt und auf dem Weg ordentlich Backpfeifen verteilen.
Das Spiel ist ein Action-Plattformer und das Ziel ist in jedem Level klar. Gelangt bis zum Levelende und sterbt dabei möglichst nicht. Bei der ganzen Sache seid ihr natürlich nicht ganz wehrlos unterwegs. Ihr könnt springen, schlagen, schießen und Spezialgegenstände einsetzen. Beim Schießen habt ihr jedoch ein Problem. Ihr habt keinen unbegrenzten Munitionsvorrat wie zum Beispiel im Pro Protector. Wenn es hart auf hart kommt, müsst ihr euch also auf den Nahkampf verlassen. Und der ist nicht wirklich effektiv. Ihr könnt daher nicht mit dem Finger auf dem Dauerfeuerknopf herumrennen. Immerhin könnt ihr aber an den Leveln frische Munitionsarten einsammeln, die eure Knarre dann entsprechend upgraden, bis die jeweilige Munition aufgebraucht ist natürlich. Diese Arten sind jetzt jedoch nichts übermäßig aufregend Neues und beschränken sich eher auf Bekanntes. So gibt es zum Beispiel einen Mehrfachschuss oder einen Flammenwerfer. Kommen wir zu den Spezialgegenständen. Diese können zum Beispiel tragbare Trampoline sein oder ein Jetpack. Auch die haben, Überraschung, eine begrenzte Anwendungsanzahl. Diese helfen euch mal aus schwierigen Situationen und man braucht sie aber auch, um spezielle Hindernisse zu überwinden. Die Level sind dabei angenehmerweise nicht linear gestaltet und laden zum Erkunden ein. Hier und da sind jetzt schon mal Level-Ups und ähnliches zu finden. Die Länge der Abschnitte ist jedoch angenehm knackig kurz und so verzettelt ihr euch auch nicht. Viel Zeit zum Erforschen habt ihr aber eh nicht, da es immer ein Zeitlimit gibt. Aber keine Angst, die sind jetzt nicht allzu knapp bemessen. Das Spiel steuert sich bei dem Ganzen angenehm knackig und Bob macht immer das, was ihr wollt. Auch bin ich über keine allzu unfaire Stelle gestolpert. An sich leistet sich das Spiel keine groben Schnitzer, bis auf die fehlende optische Abwechslung vielleicht. Irgendwie sehen die Level dann doch alle ungefähr gleich aus, obwohl es eigentlich verschiedene Settings gibt. Ansonsten wird euch hier solide, aber nicht spektakulär neuartige Kost geboten. Technisch steht das Spiel solide da. Grafisch ist Bob liebevoll umgesetzt worden. Die Animationen sind klasse geraten und strotzen nur so vor kleinen Details. Nur sind die Level, wie angesprochen, nicht sehr abwechslungsreich gestaltet und mal ganz ehrlich, ob die Giftpfütze jetzt grün oder gelb eingefärbt ist, das macht jetzt keinen Unterschied. Der Sound steht, Überraschung, ebenso da. Alles wird gut untermalt, ist jetzt aber kein Ohrwurm-Material. Was taugt Bob für den Super Nintendo also heute noch? Ich hatte definitiv meinen Spaß mit dem Spiel. Es macht nichts falsch und das Gebotene ist sehr gut umgesetzt worden. Auch der allgemeine Charme geht voll in Ordnung. Für die Oberklasse fehlt es für mich jedoch etwas an einem besonderen Merkmal. Irgendetwas, was die anderen Spiele des Genres nicht bieten. Ansonsten könnt ihr hier auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. Das Spiel ist auf jeden Fall solide plus. Das Spiel habe ich schon länger auf meiner Muss-ich-haben-Liste. Als ich über das Spiel auf der Retro-Börse gestolpert bin, musste ich es natürlich mitnehmen. Damals gab es eine Kontroverse zu dem Spiel. Zu Recht? Ich entstaube die Super Nintendo Maus und schaue mal rein. Was taugt Cannon Fodder für den Super Nintendo heute noch? Cannon Fodder wurde ursprünglich von der englischen Firma Sensible Software für den Amiga programmiert. Dort kam es so gut an, dass auch andere Systeme mit einer Portierung versorgt werden mussten. Darunter zum Beispiel der Atari Jaguar, DOS-PCs und sogar der Game Boy Color. Die Super Nintendo Version erschien 1994 und wurde von Virgin Interactive veröffentlicht. In Deutschland wurde das Spiel wegen seiner Gewaltdarstellung indiziert und sogar im toleranteren England wurde eine Warnung ausgegeben. Das Spiel ist nur in Europa erschienen und brachte auch einen Nachfolger hervor. Mit einem Satz kann man das Gameplay mit Echtzeitstrategie trifft Shoot'em'up beschreiben. Grundsätzlich steuert ihr eine kleine Gruppe von bis zu 5 Soldaten. Aber habt keine Angst, ihr müsst nicht jede Einheit getrennt steuern. Die laufen alle schön hintereinander und ihr gebt die Richtung vor. Wenn ihr einen Gegner seht, klickt ihr einfach drauf und schon schießen eure Männer aus allen Rohren. Bei Bedarf könnt ihr eure Gruppe aber auch teilen. Damit könnt ihr dann etwas tiefer gehende Taktiken anwenden und so zum Beispiel einen Hinterhalt legen oder ganz einfach flankieren. Damit das Ganze nicht zu langweilig wird, habt ihr auch verschiedene Waffen zur Verfügung. Zum einen habt ihr natürlich das Standardmaschinengewehr, aber auch Bazookas und Granaten stehen euch teilweise zur Verfügung. Nicht gerade eine riesige Auswahl, aber dafür könnt ihr auch ab und zu mal in einen Panzer einsteigen. Ihr startet eine neue Kampagne mit einer begrenzten Anzahl von Soldaten. Stirbt einer, steht dieser euch logischerweise nicht mehr zur Verfügung. Habt ihr eine Kampagne geschafft, bekommt ihr aber frischen Nachschub und die kampferfahreneren Truppen steigen im Rang auf. Das bedeutet im Prinzip, dass ihre Genauigkeit und so weiter etwas steigen. Eine Kampagne beinhaltet 1 bis 6 Missionen. Diese führen euch natürlich durch verschiedene Umgebungen und bieten euch daher eine schöne optische Vielfalt. Die Missionsziele sind allerdings immer gleich. Erledigt alle Gegner und oder Gebäude. Das klingt jetzt zwar einfach, aber das wird vor allem in den späteren Missionen echt knifflig. Aus zerstörten Gebäuden und so weiter bekommt ihr dann teilweise sogar Nachschub für euren Trupp und den braucht ihr auch. Eure Soldaten sterben euch leider schneller
schneller weg, als euch lieb ist. Mehr Tiefe könnt ihr von dem Spiel jedoch leider nicht erwarten. Ihr könnt keine Ressourcen einsammeln oder sonstiges. Das ist etwas schade, aber so konzentriert sich das Spiel eben auf das Wesentliche. Etwas mehr taktische Tiefe hätte dem Spiel jedoch gut getan. Dafür wachsen euch jedoch eure kleinen Soldaten recht schnell ans Herz. Die haben nämlich alle ihren eigenen Namen, die auch meistens noch süß klingen. Wenn ihr zum Beispiel den guten Jups durch einige Einsätze boxiert habt und dann in eine gegnerische Maschinensalve reinrennt, naja, der gute Jups, er wird vermisst werden. Grundsätzlich kann man das Spiel mit der Super Nintendo Maus steuern. Das würde ich euch auch empfehlen, wobei die Steuerung mit dem normalen Controller auch in Ordnung geht. Euer Spielfortschritt wird zum Glück mit Hilfe von Passwörtern festgehalten. Die Grafik sieht sehr gut aus und hat so einen zeitlosen Touch. Sie ist zwar etwas krümelig, aber dennoch in Ordnung. Die Animationen sind sehr gut geraten und eure Männer wachsen euch trotz der geringen Pixelzahl sehr schnell ans Herz. Der Sound jedoch, der ist leider nicht ganz so gut. Es ist nicht schlecht und die vorhandene Musikuntermalung ist ordentlich, jedoch gibt es leider kaum Abwechslung und so hört ihr immer denselben Track und während der Mission hört ihr gar keine Musik. Da wäre sicherlich nur etwas mehr gegangen. Was taugt Kenneth Fodder für Super Nintendo also heute noch? Ich kann das Spiel empfehlen. Über die Brutalität kann man heutzutage natürlich nur lachen. Eine Art von Echtzeitstrategie auf den Super Nintendo zu spielen macht aber durchaus Laune und ist einfach mal etwas anderes. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das Dschungelbuch. Der Film ist einer dieser unsterblichen Disney-Filmklassiker und beliebt bei Jung und Alt. Mitte der 90er war die Hochzeit der Disney-Versoftung ja schon etwas rum und eine andere Firma übernahm bei der Verwurstung die Regie. Wie wurde dieser Klassiker umgesetzt? Was taugt The Jungle Book für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Virgin Interactive programmiert und 1994 weltweit veröffentlicht, wobei es Australien seltsamerweise erst 1997 abbekam. Neben dem Super Nintendo erschien es wie gewohnt im Prinzip auf allem, was nicht bei 12 auf den Bäumen war. Heißt bei quasi fast allen Spielesystemen der Zeit. Wie gewohnt ist die Hintergrundgeschichte natürlich eher, na, zweckmäßig. Ihr führt Mowgli aus dem gefährlichen Dschungel heraus in die menschliche Zivilisation. Da müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Das Spiel ist natürlich ein Plattformer. Ihr steuert Mowgli durch den Dschungel, müsst Hindernisse überwinden und euch mit Gegnern messen. Dazu könnt ihr passenderweise Bananen werfen. Die machen aber natürlich nicht viel Schaden und so ein Affe kann da quasi schon ordentlich Bananen einstecken. Schlechtes Wortspiel. Dafür könnt ihr Dinge aber auch gut spammen, da ihr von denen einen unendlichen Vorrat habt. Woher Mowgli den auch immer hernimmt. Als wirkungsvollere Waffe habt ihr dennoch andere Früchte, die ihr fast schon wie Granaten werfen könnt. Diese müsst ihr aber zuerst einsammeln und haben daher eine begrenzte Anwendungsanzahl. Soweit alles klar. Klingt jetzt erstmal nach Standardkost. Der Levelaufbau holt aber einiges heraus, weil dieser nicht ganz so linear ist und ihr die Bereiche auf jeden Fall erkunden müsst. Der Weg zum Ausgang ist nämlich nicht immer unbedingt offenkundig. Auch von der Spielweise versuchen die Entwickler etwas Abwechslung hineinzubringen. Manche Level spielen sich relativ klassisch, aber es gibt auch selbstscrollende oder welche, die sich von unten nach oben spielen. Und natürlich gibt es auch hier und da Bonuslevel. Was wäre ein Spiel dieser Art auch ohne? Was ich persönlich sehr schade finde, es gibt weder ein Passwort oder ein Speichersystem. Das wäre für ein Spiel in dieser Zeit auf jeden Fall drin gewesen. Das Spiel ist nämlich auch nicht gerade kurz und vor allem täuscht die süße Disney-Optik. Das Spiel ist auch nicht gerade einfach. Fairerweise muss ich jedoch sagen, dass man den Schwierigkeitsgrad immerhin in 3 Stufen anpassen kann. Allgemein macht das Spiel einen wunderbaren Eindruck, aber irgendwie fehlt es hier und da etwas an Feinschliff. Etwas weniger unfaire Gegnerplatzierung hier, etwas bessere Steuerung da. Und damit meine ich vor allen Dingen das Greifen von Lianen, das echt fummelig sein kann. Und das Spiel wäre auf einmal wirklich besser geworden. Die Grafik ist dahingehend wunderbar geraten. Die Animationen sind einfach nur liebevoll gestaltet und alles wirkt wie aus einem Guss. Aber auch die sonstige Gestaltung und Farbgebung fängt die Filmvorlage wunderbar ein. Der Sound rahmt diese grafische Pracht noch einmal passend ein. In diesem Bereich gibt es bei diesem Spiel nichts zu meckern. Was taugt The Jungle Book für Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist auf jeden Fall ein sehr solider Plattformer.
Das Spiel hat Charme und fängt die Vorlage gut ein. Es hätte jedoch hier und da definitiv etwas an Feinschliff gebraucht und ist daher zwar ein gutes Spiel, aber kein Oberklasse-Ding. Man kann hier aber auf jeden Fall zugreifen und mal reinspielen. Im letzten Test haben wir uns ein durchaus gelungenes Schlummspiel für den Gameboy angeschaut. Natürlich gibt es auch Spiele mit den kleinen blauen Waldbewohnern auch für die anderen Konsolen und so natürlich auch auf dem populären Super Nintendo. Ist dieses Spiel ähnlich gut gelungen wie der dritte Gameboy-Teil? Was taugt die Schlümpfe für das Super Nintendo also heute noch? Die Schlümpfe wurden vom französischen Studio Infogrames entwickelt und auch 1994 veröffentlicht. Der böse Zauberer Gargamel hat wieder zugeschlagen und vier der Schlümpfe gefangen genommen und in Käfige gesperrt. Selbstredend macht ihr euch auf den Weg, eure Kumpanen zu befreien. Problem ist jedoch, dass jeder der Gefangene von einem mächtigen Wächter bewacht wird. Nichtsdestotrotz macht ihr euch auf den Weg in das Abenteuer. Die Schlümpfe für das Super Nintendo ist wie die meisten anderen Schlumpfspiele ein Jump'n'Run, das sich eher an Mario orientiert. Ihr bewegt euch also hüpfend durch die Level und erledigt eure Gegner durch einen beherzten Sprung auf den Kopf. Ihr startet zuerst als ein namenloser Schlumpf und befreit mit diesem dann den ersten der gefangenen Schlümpfe. Diese werden jeweils von einem gut und abwechslungsreich gestalteten Endboss bewacht, die teilweise sehr knackig zu besiegen sind. Habt ihr dies erledigt, spielt ihr dann den gerade Befreiten und so weiter. Die einzelnen Schlümpfe haben jeweils auch einzigartige Fähigkeiten. Der Überraschungsschlumpf wirft zum Beispiel mit explodierenden Geschenken und der Tortenschlumpf mit, naja, Torten. Die verschiedenen Verstecke sind dabei sehr schön abwechslungsreich gestaltet. Ihr kämpft euch durch die verschiedenen Umgebungen des Schlumpfwaldes. Eure Reise führt euch durch Baumwipfel, eine Flusslandschaft, einen Sumpf und so weiter. Die Gegner sind dabei immer passend auf die Level abgestimmt. So kämpft ihr gegen Raupen, Fliegen, Frösche und ähnliches Getier. Die Schlumpfwelt wird hier von der Atmosphäre her toll eingefangen. Natürlich könnt ihr wie in jedem guten Jump'n'Run auch Sachen einsammeln. Für 100 Blätter bekommt ihr in gewohnter Manier ein Extra-Leben, Himbeeren füllen eure Gesundheit wieder auf, Sterne schalten Bonusspiele frei und Schlumpfpuppen geben euch, ihr werdet es erraten, ein Extra-Leben. Soweit, so normal. Das große Manko an dem Spiel ist jedoch der verdammt hohe Schwierigkeitsgrad. Wenn man bedenkt, dass das Spiel eher für Kinder gedacht ist, ist dieses nur umso mehr unverständlicher. Vor allem die etwas schwammige Steuerung gepaart mit teilweise sehr knapp bemessenen Sprüngen bestärkt noch den knackigen Schwierigkeitsgrad. Und dann ist da noch die unfaire Levelgestaltung. Hier ein Beispiel. Ihr schaltet das Schlittenlevel und sofort am Anfang, noch bevor ihr überhaupt versteht, was ihr noch machen sollt, steht da ein Fels. Und ihr verliert ein Herz. Ich meine, was soll das? Das ist doch kein gutes Level-Design. Ihr habt auf jeden Fall eher das Gefühl, dass euch das Spiel verarscht und nicht, dass ihr etwas falsch gemacht habt. Und so sollte es ja eigentlich sein. Die Grafik ist durchaus ordentlich geraten. Sie gehört nicht zu den besten, was das System zu bieten hat, ist jetzt aber auch nicht wirklich schlecht. Die Schlumpfwelt wird sehr abwechslungsreich dargestellt und alle Umgebungen haben ihren ganz eigenen Look. Soundtechnisch steht das Spiel auch durchaus ordentlich da. Die Effekte sind stets passend und die Musik untermalt gut die Atmosphäre der Level. Auch hier wird der Sound in keiner Top-10-Liste des Systems auftauchen, ist aber allgemein sehr gut gelungen. Was taugt die Schlümpfe für das Super Nintendo also heute noch? Ich kann das Spiel leider nur bedingt empfehlen. Im Prinzip ist es ein ordentliches Jump'n'Run. Allerdings bietet es jetzt nichts revolutionär Neues und mich schreckt einfach der hohe Schwierigkeitsgrad gepaart mit der schwammigen Steuerung ab. Über die mangelnde Innovation könnte ich ja noch hinwegsehen, wenn diese beiden Faktoren nicht da wären. Wenn man das Spiel locker flockig zocken könnte, ging es ja noch in Ordnung, aber so habe ich das Gefühl, dass das Spiel nicht genug bietet, damit es sich lohnt, sich durch diesen Schwierigkeitsgrad wirklich durchzukämpfen. Wer jedoch gerne eine Herausforderung haben möchte und nicht Schlümpfe mag, kann hier zugreifen. Alle anderen finden jedoch besser Jump'n'Runs für das System. Donkey Kong Country ist eines der bedeutendsten Spiele für das Super Nintendo und ich weiß auch genau, als ich damals die ersten Berichte und Werbeanzeigen im Club Nintendo Magazin gesehen habe. Das soll alles möglich sein? Ich musste das Spiel natürlich haben und spiele es auch stundenlang. Sind das doch schöne Erinnerungen? Oder ist das Spiel heute immer noch gut spielbar? Was taugt Donkey Kong Country für das Super Nintendo also heute noch? Das Spiel wurde vom englischen Entwickler Rare programmiert und von Nintendo selbst 1994 veröffentlicht. Es gibt diverse Remakes und virtuelle Konsolenversionen des Spieles auf vielen Nintendo-Konsolen. Von dem Spiel gibt es noch zwei Nachfolger auf dem Super Nintendo, die wir uns aber zu einem anderen Zeitpunkt genauer anschauen. Die Geschichte ist relativ simpel. Donkey Kong beauftragt seinen Freund Diddy, nachts auf seine Bananenvorräte aufzupassen. Es kommt jedoch, wie es kommen muss. Diddy wird von den Kremlings unter der Führung des Oberfiesigens King K. Hool überfallen und die Bananen werden geklaut.
Eure Aufgabe ist es nun, euch zu rächen und die gestohlene Früchte natürlich wieder zu holen. Das Spiel ist im Prinzip so wie viele andere Spiele auf dem Super Nintendo ein Plattformer. Ihr steuert also die beiden Freunde Donkey und Diddy durch die Level und müsst allerlei abwechslungsreiche Hindernisse und Gegner überwinden. Dabei kämpft ihr euch durch die verschiedensten Abschnitte, so startet ihr im wilden Dschungel, kämpft euch durch Minen, über Berghänge bis zu einem Piratenschiff. Für Abwechslung ist also auf jeden Fall gesorgt. Gekrönt ist jeder Weltenabschnitt natürlich mit einem Endboss, wie sollte es auch anders sein. Ihr bewegt euch also springend durch die Level. Gegner könnt ihr gewohnter Manier mit einem beherzten Sprung auf den Kopf töten. Es helfen euch aber auch teilweise andere Tiere, so könnt ihr zum Beispiel auf einen Nashorn reiten und eure Gegner so wegstoßen. Die Tiere müsst ihr aber erst befreien, indem ihr die in der Welt verteilten Kisten aufbricht. Mit Hilfe eurer tierischen Freunde habt ihr dann auch bessere Chance, die Level zu schaffen. Eure Affenfreunde haben dabei leider keinen Lebensbalken und sind sofort kampfunfähig, sobald ein Gegner sie berührt. Aber keine Angst, hier ist noch nicht zu Ende, da ihr einfach die Steuerung eures anderen Affen übernehmt. Den Kampfunfähigen könnt ihr dann aus einem Fass wieder befreien. So gesehen könnt ihr also zwei Treffer einstecken, bevor ihr ein Leben verliert. Natürlich gibt es auch, wie jeden anderen guten Plattformer, viele Sachen zum Einsammeln. Sammelt ihr 100 Bananen ein, gibt es in gewohnter Manier ein extra Leben. Außerdem könnt ihr auch Buchstaben einsammeln. Schafft ihr es innerhalb eines Levels KONG zu buchstabieren, bekommt ihr auch ein extra Leben. Auch sind diverse Fässer im Level verteilt, die euch bei euren Kämpfen helfen. Die könnt ihr auf eure Gegner steuern oder könnt euch mit Kanonenfässern zu vorher unerreichbaren Gegnern katapultieren. Als letztes könnt ihr noch goldene Tierstatuen einsammeln. Schafft ihr es drei von einer Sorte einzusammeln, startet ein Bonuslevel mit diesen entsprechenden Begleitern. Apropos Bonuslevel, es gibt in jedem Level auch einen versteckten Bonusraum, der mit vielen Bonusgegenständen ausgerüstet ist. Zwischen den Leveln seid ihr auf einer Übersichtskarte unterwegs. Hier könnt ihr das nächste Level ansteuern und einige eurer Familienangehörigen besuchen. Diese Stationen bieten euch verschiedene Services. So gibt euch der alte Cranky euch Tipps zu den Bonusräumen oder der Funky Kong ermöglicht euch es zwischen den Spielwelten zu reisen. Ihr könnt das Spiel auch zu zweit spielen. Hier spielt ihr entweder abwechselnd oder zusammen. Bei der letzten Variante übernimmt jeder von euch die Steuerung über einen der beiden Affen und sobald einer stirbt, steuert der andere den anderen Affen. Die Steuerung ist dabei sehr direkt und gut gestaltet. Der Schwierigkeitsgrad allgemein ist meiner Meinung nach eine gute Mischung. Es fängt recht einfach an, wird aber später im Verlauf recht knackig, ist aber jetzt nie unschaffbar. Grafisch ist das Spiel für die Verhältnisse des Super Nintendo natürlich der Hammer. Hier wurde eine neue Technik, die die Figuren etwas dreidimensionaler aussehen lässt, benutzt. Aber nicht nur die Charaktere sehen super aus, sondern auch die Levels sind farbenfroh und detailreich gestaltet. Und die Animationen erst. Auch die verschiedenen Licht- und Wetterverhältnisse, die teilweise einfach fließend im Level wechseln, sind wunderschön anzusehen. Alles wunderbar in diesem Gebiet. Grafisch steht das Spiel also sowohl damals als auch heute noch gut da. Wie sieht es aber mit dem Sound aus? Ganz ehrlich, noch besser. Die Musik ist der Hammer und gehört zu dem Besten, was das System zu bieten hat. Alle verschiedenen Welten sind passend untermalt und man kann den Soundtrack problemlos auch außerhalb des Spieles anhören. Die Soundeffekte sind dabei ebenso gut geraten wie die Musik, besser geht es fast nicht. Was taugt Donkey Kong Country für das Super Nintendo also heute noch? Es ist auf jeden Fall eines der Must-Haves für das System. Selbst wenn man keine Super Nintendo Spiele sammelt, sollte man die Wesen auf der virtuellen Konsole zuschlagen. Das Spiel bietet ein zeitloses und grandioses Gameplay, wunderbare Atmosphäre und ist sogar technisch heute noch gut spielbar. Eine klare Spielempfehlung von mir aus. Auf dieses Spiel bin ich mal wieder durch Zufall gekommen. Bisher ist es irgendwie unter meinem Radar geschwommen, aber das liegt wohl auch zumindest zum Teil an dem doch eher generischen Namen. Spiele mit Samurai im Namen gibt es wirklich einige zu dieser Zeit. Aber der Thorsten hat es in einem Stream empfohlen und da schaue ich es mir mal an. Was taugt First Samurai für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Vivid Image programmiert und von Kemco weltweit 1993 veröffentlicht. Neben dem Super Nintendo erschien es auch auf diversen anderen Plattformen, wobei hier die gängigen Heimcomputer der Zeit bedient wurden. So erschien es ein oder zwei Jahre früher auf den PC, Amiga, C64 und den Atari ST. 2011 erschien es sogar auf iOS. Der böse Dämonenkönig greift an und euer Sensei kann diesen jedoch mit seinem letzten Atemzug noch mit einem mächtigen Zauber in die Zukunft verbannen. Ihr seid der erste Samurai und so macht euch auf, um euren Meister zu rächen und dem bösen Einhalt zu gebieten. Wie nicht anders zu erwarten war, erwartet euch hier ein Action-Plattformer. Ihr streut euren Kämpfer mit nacktem Oberkörper durch die nicht-linearen Level. Dabei könnt ihr klassisch springen, an bestimmten Stellen klettern, euch
euch mit eurer Waffe zur Wehr setzen und unterschiedliche Gegenstände einsetzen. Das können zum einen Waffen wie Wurfmesser sein oder auch andere magische Gegenstände, die euch versperrte Passagen öffnen. Natürlich kämpft ihr auf eurem Weg auch gegen diverse Gegner. Als Waffe steht euch natürlich dabei Samurai-typisch euer Schwert treu zur Seite. Und das hilft euch nicht nur als Waffe, sondern auch als Lebensenergie. Ihr habt nämlich im Prinzip zwei verschiedene Lebensbalken. Zuerst wird die Energie eures Schwertes geleert und dann erst eure eigene. Nachteil ist dabei natürlich, dass ihr in der zweiten Phase nur mit euren Fäusten kämpfen könnt. Euer Schwert könnt ihr dann aber durch das Erledigen von Gegnern wieder erlangen. Das Kämpfen an sich läuft dabei relativ simpel ab. Ihr könnt in verschiedene Richtungen schlagen und das reicht dann auch. Ihr müsst also keine super Kombos oder ähnliches vollführen. Soweit also so gut. Aber wie spielt sich das Ganze? Euch erwartet hier auf jeden Fall keine lineare Spielerfahrung wie in anderen Standardplattformen. Der Fokus liegt auf das Erkunden der relativ weitläufigen Level. Am Ende muss natürlich jeweils ein Boss erledigt werden, den ihr jedoch zuerst beschwören musst. Dazu müsst ihr bestimmte Steine aktivieren und diese zu suchen ist eure Hauptaufgabe. Die Level sind dabei recht abwechslungsreich gestaltet, da ihr in der Zeit herumreist und es so verschiedene Szenarien gibt. Klingt alles bisher ganz interessant, oder? Leider fühlt sich das Spiel durch diese Sucherei in den Leveln aber manchmal etwas künstlich langgestreckt an. Auch gibt es kein Passwort oder sonstiges Speichersystem, was echt schade ist. Grafisch steht das Spiel durchaus ordentlich da. Die Animationen sind sehr gut geraten und es hat so einen ganz eigenen Stil. Ähnlich wie bei Gods merkt man dabei den Ursprung auf den Heimcomputern an. Den Stil kann man natürlich mögen, muss man natürlich aber auch nicht. Beim Sound steht das Spiel ebenso solide da. Alles passt immer perfekt zum Spielgeschehen, ist jetzt aber nichts Besonderes, was länger im Ohr bleibt. Es stört aber auch nicht. Was taugt First Samurai für Super Nintendo heute noch? Das Spiel ist guter Durchschnitt. Die Level fühlen sich leider immer etwas langgestreckt an, aber man kann durchaus seinen Spaß daran haben. Wer bei den gezeigten Aufnahmen neugierig geworden ist, kann hier auf jeden Fall zugreifen, ansonsten verpasst man jedoch auch kein Meisterwerk. Okay, bei Full Throttle denkt man, PC-Spieler gehören natürlich eher an das legendäre Adventure von LucasArts. So viel kann ich im Voraus aber schon mal verraten. Damit hat es überhaupt nichts gemeinsam. Also, was steckt dahinter? Das Cover verspricht das schon einmal Action pur. Was taugt Full Throttle All-American Racing für Super Nintendo heute noch? Das Spiel erschien bereits 1994 und wurde von Gremlin Interactive entwickelt und von GameTech veröffentlicht. Im selben Jahr erschien es auch in Japan, dort aber unter dem Namen Full Power. Euch erwartet hier ein Rennspiel, welches ihr aus der Rückenperspektive à la Mario Kart oder Autorennen steuert. Aber hier steuert ihr nicht nur eine schnöde Fahrzeugklasse, nein, ihr bestreitet Rennen mit Motorrädern und Jetskis. Für Abwechslung ist also gesorgt, wobei die letztere Disziplin natürlich nicht an Größen wie Wave Race herankommt. Aber fangen wir von vorne an. Ihr könnt entweder Rennen von einem einzelnen Fahrzeug fahren oder immer abwechselnd Motorrad und Jetski. Zwischen den Rennen könnt ihr eure jeweiligen Fahrzeuge in den üblichen Kategorien aufbessern. Dazu braucht ihr natürlich Geld, welches ihr natürlich durch eine möglichst gute Platzierung verdient und auch so einfach auf der Strecke einsammeln könnt. Neben Geld könnt ihr auch noch andere Sachen wie Turbo oder Nitro Boosts einsammeln. Anscheinend hat sich das Spiel auch so einiges von Road Trash abgeschaut. Wenn euch die Gegner einmal zu nahe kommen, könnt ihr entweder nach links oder nach rechts treten. Leider steuert sich das sehr hakelig und ist auch nicht sehr effektiv. Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, dass die Computergegner alle sehr aggressiv fahren. Kleinere Kloppereien sind also eher in der Tagesordnung. Dabei solltet ihr natürlich auch immer den Zustand eures Gefährtes im Auge behalten. Ist es kaputt, ist das Rennen logischerweise zu Ende. Aber zum Glück könnt ihr auch Schraubenschlüssel einsammeln, die den Zustand des Fahrzeugs verbessern. Warum heißt das Spiel also mit Untertitel All American Racing? Ganz einfach, weil euch die verschiedenen Strecken quer durch die USA führen und es so viele verschiedene Grafiken gibt. Es ist jedoch meistens nur eine optische Abwechslung, vor allem bei den Jetski-Rennen beeinflusst das Rennen nicht allzu sehr. Aber naja. Wasser ist eben Wasser. Bei dem Motorradrennen sieht das natürlich ganz anders aus. Je nach Klimazone kann es hier schon einmal regnen und dann ist die Straße natürlich schlüpfriger. Allgemein ist die Steuerung in Ordnung. Die Jetskis fühlen sich aber irgendwie sehr träge und richtig viel Spaß macht es mit denen nicht. Bei den Motorrädern ist das Spielgefühl auf jeden Fall besser, da das Geschwindigkeitsgefühl recht gut herüberkommt. Perfekt ist das Spiel allerdings nicht und hat viele kleine Kinderkrankheiten. Zum Beispiel gibt es zwar eine Anzeige, wie weit es noch bis zum Ziel ist, allerdings keine Streckenkarte. Solche Kleinigkeiten stören an jeder Ecke. Die Grafik geht in Ordnung, ist jetzt aber nichts Besonderes. 1995 wäre da sicherlich mehr gegangen, aber sie ist brauchbar. Hier und da wären ein paar Details mehr schön gewesen, aber das Geschwindigkeitsgefühl kommt gut rüber und darauf kommt es ja auch an. Beim Sound gibt es eine kleine Kuriosität. Ihr könnt entweder aus Musik oder Soundeffekten auswählen. Beides zusammen geht nicht.
Sehr seltsame Geschichte und von daher ist der Sound entsprechend nicht wirklich gut geraten. Was taugt Full Throttle All-American Racing für Super Nintendo heute noch? Es ist ein okay-Titel. Hier und da hat das Rennspiel kleinere Kinderkrankheiten, aber man kann schon einmal eine Runde drehen. Zur Oberklasse fehlt allerdings noch ein Stück. Wer aber mal ein Mode 7 Motorradrennen fahren will, kann hier mal einen Blick riskieren. Vor allem, weil das Modul auch nicht gerade das teuerste ist. 1992 erschien Mario Paint für das Super Nintendo und war sofort ein riesiger Erfolg. Das war eigentlich auch keine Überraschung. Das Spiel kam mit einer Computermaus, die man an seine Konsole anschließen konnte. Das machte das Super Nintendo dann ja fast zu einem Heimcomputer, die ja eigentlich viel, viel teurer waren. Und man konnte stundenlang Spaß mit diesem Spiel oder besser gesagt Programm haben. Jeder, der damals einen Computer mit Windows 3.1 oder einer ähnlichen Version besessen hat, hat wahrscheinlich genauso wie ich mit Paint rumgespielt und mit diversen Malwerkzeugen Kunstwerke erschaffen. Einfach mal mit dem Graffiti-Tool über die weiße Fläche gefahren und zack, hatte man ein tolles Kunstwerk. Und das war jetzt auch auf dem Super Nintendo möglich und das sogar noch besser, weil mit Mario und so. Erfolgreiche Produkte locken natürlich auch immer Nachahmer an. Als Kind hatte ich so ein Produkt. Ich hatte nicht die coole Maus und auch keine Möglichkeit mit Mario Musik zu machen. Ich hatte Fun-Games. Ein billiges Cover begrüßt hier einen, aber es verspricht immerhin Spaß und Spiele. Naja, schauen wir mal zusammen rein. Was bietet uns dieser billige Mario Paint Abklatsch wirklich? Kann er vielleicht sogar die Konkurrenz sein? Okay, das wäre wohl auf jeden Fall zu hoch gegriffen. Fun & Games wurde 1993 veröffentlicht, 1994 dann für den Mega Drive. Und jetzt wird es verwirrend. 1995 wurde noch ein Spiel mit demselben Namen für das 3DO veröffentlicht. Dieses hat jedoch mit dieser Version nicht viel gemeinsam und wurde auch von einem anderen Entwickler umgesetzt. Die Super Nintendo Version, um die es in diesem Video geht, wurde von Leland Interactive Media programmiert. Die Firma wird euch jetzt erstmal sicherlich nichts sagen. Also, was haben die denn sonst so gemacht? Sie wurde erst 1992 gegründet und war daher zu dem Zeitpunkt noch nicht lange auf dem Markt. Wobei, 1992 gegründet ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Die Firma hatte da nämlich schon einige Namensänderungen hinter sich. Gegründet wurde sie nämlich schon 1975 unter dem Namen Cinematronics Inc. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sie natürlich Arcade-Spiele, darunter auch das bekannte Dragon's Lair. 1987 ging die Firma jedoch pleite und wurde von Trade West aufgekauft und unter dem Namen The Leland Corporation neu gegründet. Der Name Leland ist dabei der Nachname einer der Gründer. 1993 wurde die Firma dann in Leland Interactive Media umbenannt und 1994 war dann der Spuk vorbei und die Firma ging endgültig pleite. Aber warum war das denn so? Was hat eine Firma mit einer so langen Geschichte denn Anfang der 90er Jahre herausgebracht? Die haben unter dem neuen Namen leider nicht wirklich etwas Gutes herausgebracht, unter anderem Double Dragon 5 und Kyle's Petty's No Fear Racing. Alles leider keine wirklich guten Spiele. Da ist eine gute Firma einfach langsam, aber sicher durch zu viele Hände gegangen und dann einfach versackt. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema dieses Videos. Fun & Games, der Mario Paint Abklatsch. Die erste Verwunderung kommt sofort. Die SNES-Maus ist hier nicht zwingend notwendig. Ihr könnt sie zwar benutzen, müsst ihr aber nicht. Kleine Empfehlung, solltet ihr aber definitiv. Ich habe als kleiner Stöpsel alles mit dem Controller steuern können und das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ähnlich wie Mario Paint habt ihr verschiedene Kategorien zur Auswahl. Kommen wir zu der ersten Spielefunktion, dem Malen. Aber ganz ehrlich, der macht hier nicht wirklich Spaß. Und das liegt vor allem an den fehlenden Optionen. Zum eigentlichen Freihandzeichen gibt es nur ein Maltool, einen ganz normalen Pinsel. Keine Airbrush-Funktion oder ähnliches. Immerhin könnt ihr dabei ein paar Farben auswählen und natürlich die Dicke. Dann gibt es hier natürlich noch das Radiergummi und das Farbfülltool. Ja. Das war es dann auch. Hier wurde wirklich nur das absolut Notwendigste eingebaut. Als Erweiterung gibt es immerhin Malvorlagen, die man dann farbig ausmalen kann, diverse Cliparts und Stempel. Die bringen euch aber auch nicht mal ansatzweise weiter, weil die Motive natürlich sehr generisch sind. Mit dem Nintendo-Charme wie Mario Paint wäre die Funktion vielleicht noch ganz nett gewesen, aber generische Malvorlagen ausmalen war sogar für mich als Kind ziemlich doof. Kommen wir mal zum Fun, also zu den Games. Und da gibt es genau zwei. Mehr braucht man ja auch nicht, um so ein Modul zu nennen. Sonst wäre es ja Fun-Game. Naja, Hoffnungen auf Spielekracher sind natürlich nicht gerade hoch, aber schauen wir mal rein. Den Anfang macht Mouse Maze. Das Spiel ist schnell zusammengefasst. Ihr seht es auf den ersten Blick, es ist ein schlechter Pac-Man-Klon. Das Spielprinzip ist ja unverwüstlich, aber eines haben sie richtig verhauen. Die Steuerung. Ihr wundert euch vielleicht im Hintergrund, wieso ich dermaßen verliere.
Ganz einfach, mit der Super Nintendo Maus ist es ein Ding der Unmöglichkeit, das Ganze zu steuern. Ich weiß, die Maus ist hier optional, aber bei so einem Programm ist es ja schon eher gewünscht. Wieso konnte man da die Steuerung nicht anpassen? Das andere Spiel ist Space Laser, schön mit Z bei Laser. Muss ja auch cool sein. Bei diesem Spiel zeigt sich, wie wenig das Gesamtpaket durchdacht ist. Hier ist es nämlich umgekehrt. Die Maussteuerung ist wesentlich besser als die Controllersteuerung, während man bei dem ersten Spiel also denken konnte, hey, da war halt eher der Controller im Fokus und die Maus eben optional. Widerspricht sich hier das Spiel? Das eigentliche Spiel ist dabei aber natürlich sehr simpel gehalten und ist eine Art 3D-Shooter. Mit einem Raumschiff navigiert ihr durch den Raum und schießt Gegner ab. Und auf dem Radar könnt ihr dann immer sehen, wo Fieslinge lauern. Herausforderung ist hier gleich null und der Ablauf immer derselbe. Das Ding wird schon nach einer Minute sau langweilig. Kommen wir zum Musikabschnitt. Und eines vorweg, das ist mein liebster Abschnitt. Dabei wird euch hier natürlich nur das Nötigste geboten. Ähnlich wie im großen Vorbild Mario Paint platziert ihr verschiedene Instrumente auf diverse Spuren. Die Auswahl der musikalischen Möglichkeiten ist dabei okay, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Mit ein paar Klicks kann man dort durchaus was zusammenstellen, was nicht komplett nach Mist klingt. Auch hier empfehle ich euch wärmstens die SNES-Maus, damit könnt ihr dann doch etwas besser zurechtkommen. Kommen wir zu dem letzten und vielleicht die Kategorie mit dem größten Fragezeichen dahinter. Was soll das denn sein? Hier warten euch zwei Programme, aber die sind im Prinzip gleich und total vergessbar. Das eine ist ein Anziehspielchen, bei dem ihr eine Puppe die verschiedenen Kleidungsoptionen durchwechseln könnt. Das andere ist so ein typisches Mischspielchen. Das seht ihr hier gerade selbst, worum es da eigentlich geht und das muss ich euch nicht erklären. Also, Fun and Games, eine ernstzunehmende Konkurrenz zum Mario Paint? Auf gar keinen Fall. Hier wurde eindeutig nur auf die schnelle Mark geachtet. Selbst wenn Mario Paint nicht diesen speziellen Nintendo-Share-Arm hätte, wäre dieses Problem nur wesentlich schlechter. Es fehlt hier wirklich an allen Ecken. Das Malprogramm hat so wenig Optionen, die Spiele sind seltsam ausbalanciert und total vergessbar. Einzig das Musikprogramm ist okay, aber das sagt im Vergleich nicht viel aus. Ich merke bei diesem Test mal wieder, wieso ich mich auch als Kind nicht mehr als 10 Minuten mit dem Ding beschäftigt habe. Es ist einfach nur dröge, einfallslos und total vergessbar. Dieses Spiel war damals echt gefühlt überall. Es erschien sehr früh im Lebenszyklus des Super Nintendos und sollte die Power des Mode 7 Effektes zeigen. Überall sah man Werbung zu dem Spiel, man konnte ihm eigentlich gar nicht entkommen. Trotzdem hatte ich das Spiel damals nicht und kannte auch keinen, der es hatte. Höchste Zeit also, dass ich es mir mal genauer anschaue. Wie schlägt es sich heute? Was taugt F-Zero für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Nintendo selbst entwickelt und natürlich auch veröffentlicht. Bei uns erschien es im Vergleich zu den anderen Regionen relativ spät 1992. In Japan erschien es schon 1990 und in den USA 1991. Für ein Rennspiel hat es ungewöhnlich sogar eine Art Hintergrundgeschichte. Die bleibt aber natürlich eher blass im Hintergrund. Grob zusammengefasst, es ist die Zukunft und es werden Rennen mit schwimmenden Autos ausgefochten. Ich weiß, große Überraschung, F-Zero ist ein Rennspiel. Ich weiß, damit habe ich jetzt so einige unter euch geschockt. Fangen wir also mit den Basics an. Als Spielmodi habt ihr erstmal die Auswahl aus einem Übungsmodus und dem Grand Prix Modus. Der Übungsmodus bietet genau das, was ihr von ihm erwartet. Ihr könnt in Ruhe die Strecken abfahren und euer einziger Gegner ist die Zeit oder ihr könnt auch einen optionalen Computergegner dabei führen. Aber der eigentliche Kern des Spiels ist natürlich eine der drei unterschiedlichen Ligen. Hier könnt ihr jeweils aus vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen, wobei die letzte erst freigeschaltet werden muss. Unabhängig von dieser Einstellung werden die Ligen natürlich immer schwieriger, da die Strecken immer komplexer werden. Abgesehen von den üblichen Hindernissen haben die Kurse teilweise auch unterschiedliche Untergründe oder sogar Seitenwind. Auf Mudge zum Beispiel etwas langsamer fahren, eigentlich seltsam, weil die Autos fliegen ja. Euch erwarten insgesamt 15 verschiedene Rennkurse, die sich natürlich auch optisch unterscheiden. Leider gibt es keinen Multiplayer-Modus. Sprich, ihr könnt nur alleine die Rennen absolvieren. Hier wäre ein Battle-Modus oder ähnliches echt wünschenswert gewesen. Die Fahrer sind natürlich die Stars des Spiels und können auch in späteren Spielen immer wieder vor. Jeder von ihnen hat sein ganz eigenes Design und das entsprechende Gefährt hat natürlich auch seine ganz eigenen Vor- und Nachteile. Die unterschiedlichen Fahrercharaktere machen sich teilweise auch in den Rennen bemerkbar. Gerade fair wird hier teilweise echt nicht gefahren. Euch stehen hier zwar keine Waffen wie zum Beispiel in Mario Kart zur Verfügung, aber es wird auch gerne mal gedrängelt und geschubst. Aber nur weil es keine Waffen im Spiel gibt, heißt es nicht, dass euer Gefährt unverwundbar ist. Ihr müsst immer eure Poweranzeige oben rechts im Auge behalten. Fahrt ihr in die Bande, leert diese sich.
Nach einiger Zeit fahrt ihr dann langsamer und ist der Balken komplett leer, ist euer Auto zerstört. Ihr könnt ihn jedoch glücklicherweise in jeder Runde an einer bestimmten Stelle zumindest zum Teil wieder auffüllen. Allgemein ist der Schwierigkeitsgrad nicht gerade einfach. Ihr müsst euch schon etwas reinfuchsen, um die ersten Erfolge erzielen zu können. Aber das ist im Prinzip ja auch logisch. Immerhin heizt ihr mit bis zu 500 km/h über die Strecken. Da ist es doch klar, dass ihr das Ganze nicht einfach steuern lässt teilweise. Wie schon erwähnt, nutzt das Spiel intensiv den Mode 7 Effekt, um ihr Gegenden schnell und flüssig skalieren zu können. Dadurch kommt ein prima Geschwindigkeitsgefühl herüber und es macht einfach Spaß, mit den Flitzern über die Strecken zu heizen. Die Grafik hat sich echt gut gehalten. Der Sound unterstützt das Renngeschehen perfekt. Die Musik ist zeitlos und heute immer noch gut anzuhören. Die Effekte sind genau das, was man von ihnen erwartet. Was taugt F-Zero für Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist im Vergleich zu anderen Titeln der Zeit echt gut gealtert, vor allem im Vergleich zu späteren Titeln wie Stunt Race FX. Das Spielprinzip ist einfach zeitlos und macht heute immer noch so viel Spaß wie damals. Für mich ein absoluter Pflichttitel für jede Super Nintendo Sammlung und bereitet heute immer noch viel, viel Spaß. Auf dieses Spiel bin ich durch Zufall gestoßen, und zwar weil es von den Bitmap Brothers ist. Ich mag dieses Entwicklerstudio, weil es einfach so einen ganz eigenen Stil hat. Es ist eher für Titel auf den Amiga und dem PC bekannt, und so war ich fast überrascht, dass es auch Titel für die Super Nintendo gibt. Kann das englische Entwicklerstudio auch Konsole? Was taugt Gods für die Super Nintendo heute noch? Wie bereits erwähnt, wurde das Spiel von den Bitmap Brothers programmiert und von Veneray Software bei uns 1992 veröffentlicht. In Japan erschien das Spiel nicht, aber dafür auf den Amiga, PC, Atari ST und dem Mega Drive. Es ist das antike Griechenland. Die Götter werden von 4 Guardians angegriffen und benötigen Hilfe. Wenn sie einen rettet, werden sie demjenigen Unsterblichkeit verleihen. Das klingt natürlich super und so macht euch auf die Reise. Das Spiel ist im Kern ein Plattformer aus der Seitenperspektive. Der Fokus liegt dabei allerdings nicht auf das möglichst geschickte Überqueren von knifflig angelegten Plattformen. Die Stellen gibt es zwar auch, aber hauptsächlich seid ihr damit beschäftigt, kleinere Rätsel zu lösen. So müssen zum Beispiel Hebel richtig umgelegt werden oder Gegenstände an den richtigen Stellen eingesetzt werden. Auf diese Weise spielt sich das Ganze erfrischend anders als die üblichen Plattformer. So durchstreift ihr suchend immer die labyrinthartigen Level. Am Ende erwarten euch natürlich besonders knackige Bossgegner. Um eure Gegner besiegen zu können, kommen verschiedene Waffen zum Einsatz. So stehen euch zum Beispiel Messer und Äxte zur Verfügung. Lasst euch aber nicht täuschen. Nahkampf gibt es hier nicht. Alle Waffen werden geworfen. Das Kampfsystem ist daher relativ simpel. Hämmert auf den Angriffsknopf herum und seht, wie eure Widersacher ins Gras beißen. Immerhin könnt ihr eure Waffen auch verbessern, indem ihr weitere vom selben Typ einsammelt. Apropos einsammeln, das Erkunden der Level lohnt sich auf jeden Fall immer, da ihr auch zum Beispiel Schatzkisten mit Geld finden könnt. Das könnt ihr dann in den verteilten Shops gegen bestimmte Gegenstände eintauschen. Ihr könnt dort aus Waffen, Schutzgegenständen und so weiter auswählen. Hier müsst ihr aber immer genau überlegen, was ihr am meisten braucht, da ihr eigentlich immer knapp bei Kasse seid. Die Steuerung ist ehrlich gesagt etwas seltsam und ihr braucht etwas Eingewöhnung, um damit klarzukommen. Hier ein Beispiel: Wenn ihr springt, könnt ihr danach nicht mehr die Richtung beeinflussen. Das mag jetzt vielleicht nach einer Kleinigkeit klingen, aber das ist man von anderen Spielen einfach anders gewöhnt. Und um in das Inventar zu kommen, müsst ihr nach unten und B auf einmal drücken. Das ist schon sehr seltsam, wenn ihr euch einfach duckt, um einen Angriff auszuweichen und selber angreifen wollt und dann plötzlich im Inventar seid. Da hätte es auf jeden Fall eine bessere Lösung geben können. Allgemein ist das mit etwas Übung aber alles okay. Der Schwierigkeitsgrad ist etwas Besonderes. Die Programmierer haben laut ihrer eigenen Aussage ein System eingebaut, das sich den Fähigkeiten des Spielers anpasst. Seid ihr also relativ unbedarft, sollte das Spiel etwas leichter sein. Seid ihr ein Profi, wird es schwerer. Wie gut das System funktioniert, kann ich jedoch nicht hundertprozentig sagen, aber mir kam das Schwierigkeitsgrad immer relativ knackig vor. Zusammengefasst erwartet euch hier ein Plattformer, der sich vom Stil und vom Fokus her von anderen Titeln des Genres unterscheidet. Es ist nicht perfekt umgesetzt, aber gut genug. Die Grafik sieht sehr gut aus und hat diesen ganz eigenen Bitmap-Spielcharme. Ich kann nicht genau auf den ganz speziellen Aspekt zeigen, aber das Spiel wirkt eher wie ein Amiga-Spiel als ein klassisches Super Nintendo-Spiel, die in der Regel ja eher Richtung bunter Knuddelgrafik gehen. Den Stil muss man natürlich mögen, aber ich finde ihn klasse. Der Sound passt zum ganzen Spiel. Die Soundeffekte sind solide geraten und auch die Musik untermalt das Spielgeschehen passend. Erwartet hier jedoch keine Meisterstücke.
Was taugt Gods für das Super Nintendo also heute noch? Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Spiel. Die Steuerung braucht zwar etwas Eingewöhnung, ist jetzt aber auch kein größeres Hindernis. Mir gefällt das Spiel und ich kann das Spiel jedem empfehlen, der mal einen eher puzzle-orientierten Plattformer spielen will, aber nicht auf Action verzichten will. Das Spiel hier ist eines, das hier in Europa nie erschienen ist. Der Name verspricht aber doch durchaus ordentlich Action. Das Modul wurde mir aus einem USA-Urlaub mitgebracht und ich kannte das Spiel so gar nicht. Lass es uns zusammen mal abchecken, ob wir hier etwas verpasst haben. Was taugt Gunforce für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von den Bits Studios entwickelt und von IREM 1992 in Japan und Nordamerika veröffentlicht. Wie erwähnt, gingen wir in Europa dabei leer aus. Gunforce ist dabei eine Portierung eines Spielhallenspieles mit demselben Namen, welches ein Jahr früher in Japan erschien. Später kam sogar ein Nachfolger heraus. Die Story ist, wie nicht anders zu erwarten, ziemlich nebensächlich. Ihr setzt euch per Fallschirm auf feindlichen Gebiet ab und knallt sie alle ab, aber auch wirklich alle. Das Spiel ist ein klassisches One-and-Gun-Spiel im Stile von Probotector. Ihr spielt also einen einzelnen Kämpfer und mäht euch in der Seitenperspektive durch Gegnerhorn. Eines vorweg, die Qualität des Vorbildes erreicht das Spiel leider nicht mal ansatzweise. Das liegt vor allen Dingen an dem echt langsamen Gameplay. Ich meine, ihr seht es ja schon bei den Gameplay-Aufnahmen. Es spielt sich echt so zäh, wie es aussieht und gerade in einem Spielgenre, das für seine Schnelligkeit berühmt ist. Ihr lauft regelmäßig zu schnell vorwärts und müsst dann langwierig auf den scrollenden Bildschirm warten. Wieso? Wieso in diesem Genre? Okay, an diese Tatsache könnte man sich ja gewöhnen, wenn zumindest der Rest passt. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch verschiedene Waffen-Upgrades einsammeln. Eure Standardknarre ist natürlich typischerweise nicht gerade effektiv und bietet nicht einmal einen Dauerfeuermodus. Den müsst ihr erst mittels eines Upgrades einsammeln. Es gibt aber auch andere Waffen wie einen Flammenwerfer, mit dem ihr dann logischerweise gut durch die Gegnerhorn durchheizt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Upgrades lassen dabei immer ganz normale Gegner fallen und wenn ihr ein Leben verliert, dann verliert ihr auch das Upgrade. Praktischerweise lasst ihr es aber einfach fallen und so könnt ihr es meistens relativ zügig wieder einsammeln. Was bei dem Geballer jedoch stört, ist der Umstand, dass alles Munition verbraucht. Also vergesst schon einmal den Finger auf den Dauerfeuerknopf zu lassen. Das ist da nämlich echt kontraproduktiv. Aber kommen wir zurück zu den Gegnern. Auch hier erwartet euch leider keine kreative Vielfalt, sondern wirklich nur die einfachen einhündigen Soldaten mit verschiedenen Fähigkeiten. So gibt es neben dem einfachen Fußvolk auch Gegner mit Jetpacks und so weiter. Um das relativ eintönige Leveldesign hier und da etwas aufzufrischen, gibt es auch Fahrzeugabschnitte. Hier könnt ihr dann vorhandene Transportmittel für kurze Strecken benutzen und die Gegner dann mit den vorhandenen Bordkanonen behaken. Klingt geil, steuert sich aber leider ziemlich sperrig und die Dinger erst einmal vernünftig reinzukommen, gleicht einer Geduldsprobe. Dann doch lieber schnelles, flottes Gameplay ohne Fahrzeuge. Aber das bekommt man hier ja auch nicht. Der Schwierigkeitsgrad allgemein ist genre-typisch nicht gerade der einfachste, aber ihr habt eine solide Anzahl an Leben und Continues, daher geht das Ganze in Ordnung. Leider gibt es jedoch kein Passwortsystem. Ich habe allerdings auch Longplays gesehen, die das Spiel in 15 Minuten durchgespielt haben. Ihr könnt das Ding auch zu zweit spielen, aber ich glaube, das will man keinem Freund antun. Die Grafik ist okay, aber jetzt nichts Besonderes. Großartige grafische Effekte werden euch hier leider nicht geboten und die Gestaltung der Level ist relativ eintönig. Dazu kommen leider noch sehr schnell Slowdowns aus der Hölle und daher kann das Spiel leider auch hier nicht punkten. Auch beim Sound, hier wurde sich auch nicht so wirklich Mühe gegeben. Schade eigentlich. Was taugt Gunforce für das Super Nintendo also heute noch? Also, wir haben definitiv hier nichts verpasst. Das Spiel ist leider eine eher schlecht geratene Portierung der Spielhallenversion und spielt sich einfach nicht snuffig fluffig. Es ist leider ein Spiel, das man nun wirklich nicht in seiner Sammlung haben muss. Greif lieber zu anderen Spielen des Genres. Caveman Ninja. Das klingt ja schon nach purer 90er Jahre Coolness. Das Spiel flog aber trotzdem irgendwie bei mir unter dem Radar. Der gute Stefan hat es aber mal für einen Test empfohlen und als ich jetzt bei einer Börse das Modul erstehen konnte, ist die Zeit endlich hierfür gekommen. Wird das Spiel seinen guten Ruf gerecht?
Was taugt Joan Mac, Caveman Ninja für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Data East programmiert und von Elite bei uns in Europa 1992 veröffentlicht. In den USA erschien es im selben Jahr und in Japan ein Jahr früher. Joan Mac erschien dabei nicht nur auf den Super Nintendo, sondern im Prinzip auf allen gängigen Spieleplattformen der Zeit, wobei die Versionen teilweise recht unterschiedlich sind. Eine großartige Hintergrundgeschichte spart sich das Spiel. Ihr zieht los, um Steinzeit-Babes von fiesen Dinosauriern zu retten. Also, wenn das nicht als Motivation reicht. Auf den ersten Blick wird euch beim Gameplay nichts Besonderes geboten. Ihr steuert euren Protagonisten aus der Seitenperspektive in gewohnter Plattformerart. Ihr könnt dabei springen und mit Druck nach oben etwas höher springen und als Waffe steht euch erstmal eine Keule im Nahkampf zur Verfügung. Data East steht dabei anscheinend auf Sachen in Eiern und so könnt ihr auch Upgrades in den ovalen Schalen finden. Nur müsst ihr diese logischerweise erst aufknacken. Dann bekommt ihr zum Beispiel einen Bumerang als Waffe und könnt euch den Gegnern so auch auf Distanz erwehren. Klingt jetzt alles nicht besonders. Allerdings gibt sie das Spiel durch den Levelaufbau viel Mühe, die etwas triste Basis aufzuhübschen. Neben normalen Plattformer-Leveln, die von links nach rechts laufen, gibt es auch schon mal Selbstkreuze-Level von unten nach oben und so weiter. Jedes Level wirkt irgendwie eigenständig und man merkt dort, dass viel Mühe reingeflossen ist. Am Ende erwartet euch dann auch immer ein Boss, die jedoch nicht wirklich schwer sind. Die Level sind bei den ganzen eher von der kurzen Sorte und so solltet ihr die Abschnitte in ca. 2-3 Minuten jeweils locker durchhaben. Aber ihr solltet jetzt nicht einfach nur durch die Level durchwaschen. Es gibt natürlich einige Extras zu entdecken. Man kann zum Beispiel Schlüsse finden, um damit ein extra Level auf der Übersichtskarte freizuschalten. Aber warum heißt das Spiel eigentlich Joe and Mac, wenn man eh nur einspielt? Ganz einfach, es gibt einen Multiplayer, in dem ihr dann gleichzeitig spielt. Bei Plattformern nicht gerade üblich und ein schöner Modus. Was mir nicht so 100% gefällt, ist allerdings die Steuerung. Vor allem der Sprung fühlt sich irgendwie seltsam an. Fast als wäre die Schwerkraft eine leichtere als normal. Daher fand ich es teilweise nicht ganz einfach, auf den dünnen Plattformen zu landen. Aber na, das kann auch nur an mir liegen. Leider hat das Spiel keine Passwort- oder Speicherfunktion. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass das Spiel mit rund einer Stunde Spielzeit auch nicht gerade das längste ist. Grafisch sieht das Spiel für einen so frühen Titel wunderbar aus. Die Level sind liebevoll und detailreich gestaltet. Bei der Abwechslung der Thematiken wagt man zwar keine Experimente, aber na, das muss man ja auch nicht. Der Sound war es außerdem auch zu gefallen. Er untermalt das Spiel perfekt. Was taugt Joan Mac, Caveman Ninja für das Super Nintendo also heute noch? Ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. An sich ist das Spielprinzip jetzt nichts Besonderes, aber die Ausführung und der Charme hebt das Spiel von der Masse der Plattformen positiv ab. Auch gefällt es mir, dass man das Spiel relativ locker runterspielen kann. So ist eine schöne, seichte Unterhaltung garantiert und es muss ja auch nicht immer der große, schwere Spielebrocken. Die rosa Kugel taucht in vielen Spielen auf, wobei die meisten in seiner Frühzeit eher klassische Jump'n'Runs waren. Man denke nur einmal an Kirby's Adventure auf dem NES. Dieses Spiel ist jedoch anders und geht eher in die Richtung Puzzlespiele. Was taugt Kirby's Ghost Trap heute noch? Als Kirby-Spiel wurde es natürlich von seinem Erfinder HAL entwickelt und von Nintendo selbst 1995 veröffentlicht. Das Spiel erschien 2007 für die virtuelle Konsole der Wii. In den USA wurde das Spiel unter dem Namen Kirby's Avalanche veröffentlicht. Die Bewohner des Traumlandes veranstalten ein Ghost Trap Turnier. Kirby will natürlich auch daran teilnehmen und kämpft sich so bis zum Finale. Ihr merkt schon, die Story ist eher zweckmäßig und man hätte eigentlich auch drauf verzichten können. Wie schon erwähnt, ist Kirby's Ghost Trap ein Puzzlespiel. Das Grundprinzip ist relativ simpel. Ziel ist es, immer Spielsteine mit gleicher Farbe zu verbinden. Ihr spielt immer gegen einen Gegner und wenn ihr vier oder mehr verbindet, verschwinden sie. Dabei ist es sogar egal, wie ihr die zusammenbaut. Es kann eine gerade Linie sein oder auch ein Quadrat. Wenn ihr die Steine verbunden habt, wird im gegnerischen Feld ein transparentes Steinchen zufällig platziert und so könnt ihr eure Gegner natürlich gehörig stören. Wenn ihr Kettenreaktionen oder ähnliches auslöst, könnt ihr sogar noch mehr dieser transparenten Geister erzeugen. Ihr könnt diese nur dann loswerden, wenn ihr eurerseits wieder eine Viererkette bildet und diese transparenten Geister direkt dort anschließen. Wenn ihr also taktisch vorgehen möchtet, solltet ihr auf jeden Fall Kombos vorbereiten und die dann auch umsetzen. Nur so könnt ihr dann in den späteren Leveln auch bestehen. Ähnlich wie in Tetris ist das Spiel
dann beendet, sobald der Bildschirm gefüllt wurde. Leider gibt es keine sonstigen Sondersteine mit Spezialattacken oder ähnliches, wobei man auch sagen kann, dass sich das Spiel eben auf das Wesentliche beschränkt und gerade deswegen so leicht zugänglich ist. Wie bei jedem Puzzlespiel ist das grundsätzliche Prinzip also leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern. Besonderheit sind natürlich die einzelnen Gegner, die aus Charakteren des bekannten Kirby-Universums bestehen. Ihr müsst euch insgesamt 16 Gegner kämpfen, um schließlich Meister zu werden. Natürlich könnt ihr euch auch einen menschlichen Mitspieler schnappen und dann wird das Ganze natürlich um ein Vielfaches lustiger. Es macht schließlich immer mehr Spaß, seinen Kumpel eine reinzuwürgen, anstatt den Computergegner. Was dem Spiel natürlich zugutekommt, ist das Setting im Kirby-Universum. Die ganze Atmosphäre versprüht eine wunderbar leichte Atmosphäre und es macht viel Spaß, die eine oder andere Runde zu zocken. Natürlich ist auch die Steuerung gut geraten, aber naja, was will man bei einem Puzzlespiel auch großartig falsch machen? Die Grafik ist natürlich Kirby-typisch sehr farbenfroh und süß gestaltet. Das hängt dabei an, dass diese kleinen Spielklötzchen animierte Geister sind und auch die restliche Welt ist toll gestaltet. Für ein Puzzlespiel die ideale Optik. Der Sound unterstützt die ganze Atmosphäre sehr stimmig. Die Soundeffekte glänzen hier und passen perfekt zu den kleinen Kreaturen. Das Spiel bietet sogar eine kleine Sprachausgabe, die einigermaßen deutlich ist und nicht nach Müll klingt. Die Musik ist auch sehr stimmig und passt sehr gut in die Welt hinein. Was taugt Kirby's Ghost Trap für das Super Nintendo also heute noch? Wie von HAL nicht anders zu erwarten war, wurde hier ein gutes Spiel mit einer ganz besonderen Atmosphäre abgeliefert. Fans von Puzzlespielen können hier auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. Mir fehlt jedoch leider bei dem Spiel so der besondere Kniff, wobei ich jetzt auch leider nicht genau sagen kann, was es ist. Huch, ein Simpsons-Spiel, das nicht in meiner Retro-Panna-Quäzig-Serie behandelt wird? Das heißt, das ist gar nicht so schlecht. Tatsächlich hat das Spiel einen durchaus soliden Ruf und gilt als das beste Simpsons-Spiel auf dem System. Lasst uns das also mal genauer anschauen. Was taugt Krusty's Super Fun House für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Audiogenic Limited entwickelt und von Arclime 1992 in Europa und in den USA veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr später. Neben dem Super Nintendo erschien es damals auch auf allen gängigen Nintendo- und Sega-Konsolen der Zeit. Das Spiel basiert auf dem Titel Rat Trap, welches auf dem Amiga erschienen ist. Die Story ist simpel und passt voll zum Simpsons-Universum. Krusty's Haus ist von Ratten befallen und ihr müsst sie vertreiben. Ich glaube, die Folge habe ich verpasst. Das Spiel ist ein Action-Puzzle-Plattformer. Ihr steuert den bekannten Clown dabei klassischerweise aus der Seitenperspektive und erkundet die offenen Level auf der Jagd nach dem Ungeziefer. Um diese zu beseitigen, nutzt ihr eine besondere Eigenschaft der Ratten aus. Diese gehen nämlich immer nur in einer geraden Linie, bis sie auf eine Wand stoßen, kehren dann wieder um und laufen dann wieder, bis sie auf ein anderes Hindernis stoßen. Die lila Tierchen scheinen sich also so einiges von den Lemmingen abgeschaut zu haben. Eure Aufgabe ist es nun, diese Viecher geschickt umzulenken, dass sie in eine der Fallen rennen und dort, naja, unschädlich gemacht werden. Bei den Fallen kommt dann auch etwas ein gewisser Simpsons-Charme auf, da diese durch die Charaktere der Serie gesteuert werden. Glücklicherweise verlassen euch die Ratten nicht bei Berührung, jedoch gibt es auch immer wieder richtige Gegner und, wie es sich für einen Clown gehört, werden diese dann mit Cremetorten und so weiter bekämpft. Für die Rätsel müsst ihr meistens verschiedene Gegenstände suchen und entsprechend einsetzen und so seid ihr immer wieder am Knobeln, wie ihr die kleinen Tierchen auf die richtige Bahn locken könnt. Krusty's Haus ist dabei anscheinend echt riesig und so führt euch euer Arm durch 5 verschiedene Level, die natürlich optisch alle etwas anders gestaltet sind und aus verschiedenen Unterleveln bestehen. Abgesehen von optischen wird euch jedoch leider keine große spielerische Abwechslung geboten. Im Prinzip spielen sich alle Abschnitte gleich. Dafür gibt es aber ein Passwortsystem, mit dem ihr immer wieder dort einsteigen könnt, wo ihr aufgehört habt. Die Tastenbelegung ist dabei teilweise nicht so gut geraten. Sachen nehmt ihr zum Beispiel mit dem Druck auf unten beim Steuerkreuz auf. Das ist unnötig fummelig und das verstehe ich nicht ganz. Es gibt auch genug ungenutzte Knöpfe auf dem Controller, die besser zu erreichen sind. Das Hauptproblem bei dem Spiel ist aber ganz einfach die Eintönigkeit des Gameplays. Hat man das erste Level gespielt, erwarten euch danach keine Überraschung mehr. Was auch noch extrem stört, ihr könnt euch in den Leveln unwissend in Sackgassen manövrieren. Eure einzigste Möglichkeit ist es dann aufzugeben und damit verliert ihr dann auch ein Leben. Gutes Leveldesign sieht echt anders aus. Die Grafik an sich ist ordentlich, ohne jedoch wirklich gut zu sein. Der Stil passt und die Simpsons-Charaktere sind gut zu erkennen, aber irgendwie fehlt auch dieser Simpsons-Charme. Man merkt irgendwie schon, dass das eigentlich ein anderes Spiel ist und angepasst wurde. Der Sound, naja, sagen wir es mal so.
ich habe es einfach irgendwann auf stumm geschaltet. Er ist irgendwie da, aber nervt auch nach einiger Zeit. Was taugt Krusty's Super Fun House für Super Nintendo heute noch? Es ist durchaus solide für eine kurze Runde zwischendurch. Es ist jetzt kein totaler Ausfall wie andere Simpsons-Spiele der Zeit, aber irgendwie fehlt auf Dauer die Abwechslung. Puzzle-Fans können hier mal einen Blick riskieren, wenn man das Modul günstig bekommen kann. Lost Vikings ging an mir damals leider völlig vorbei und ich erfuhr von dem Spiel erst später. Schaut euch aber mal das Cover an. Sieht das nicht spitze aus? Drei bärtige Wikinger springen euch entgegen. Das verspricht doch nur einfach Spaß. Früher, ohne dem Internet, kam es einfach auf den Zufall an, ob man von einem guten Spiel erfuhr oder nicht. Wie gut ist das Spiel gealtert? Was taugt Lost Vikings für das Super Nintendo also heute noch? Das Spiel erschien 1993 auf dem Super Nintendo und an den anderen Plattformen, darunter auch der Amiga und DOS-PCs. Es wurde von Interplay veröffentlicht und von Silicon in Synapse entwickelt. Diese kennt man mittlerweile unter dem Namen Blizzard und sollte jedem Videospielinteressierten ein Begriff sein. Die letzte Veröffentlichung war 2003 auf den Game Boy Advance. Die drei Wikinger Erik, Baliok und Olaf werden von Außerirdischen entführt. Ihnen gelingt aber natürlich die Flucht und so müssen sich die drei Freunde durch diverse Level kämpfen, um nach Hause zu gelangen. Beim Start des Spieles begrüßt euch erst einmal das gute alte Interplay-Logo. Ach, das weckt Erinnerungen an gute alte Zeiten. Irgendwie weckt dieses mittlerweile altbackene Design ein wohliges Gefühl in mir. Wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr dann ein neues Spiel starten oder mittels Passwort in einen späteren Abschnitt starten. Ein Multiplayer hat das Spiel nicht, der wäre aber durch die Spielstruktur meiner Ansicht nach möglich gewesen, ist aber verschmerzbar. Das Spielprinzip lässt sich nicht genau in eine Schublade stecken. Ihr habt etwas von einem Jump'n'Run, Denkspiel und einem Adventure. Ihr boxiert eure drei Helden durch die Level und verwendet ihre einzigartigen Fähigkeiten, um Hindernisse zu überwinden. Baliok hat ein Schwert und einen Bogen. Er eignet sich daher perfekt für die Kämpfe. Olaf hat ein Schild und Erik kann springen und brüchige Wände einfach einrennen. Diese Fähigkeiten lassen sich natürlich auch kombinieren. Und das muss auch getan werden, um voranzukommen. So kann Olaf sein Schild hochheben, um als Plattform für Erik zu dienen. Durch die drei Wikinger könnt ihr jederzeit hin und her schalten. Ihr könnt jedoch immer nur einen auf einmal steuern. Außerdem müsst ihr auf alle eure drei Recken aufpassen, denn wenn einer stirbt, könnt ihr meist das Level nicht mehr zu Ende bringen. Hier ein Beispiel eines typischen Rätsels. Olaf blockt mit seinem Schild einen Gegner ab, damit Erik einen Schalter umlegen kann. Woanders muss dann Baliok mit seinem Bogen eine Barriere öffnen, damit die drei Wikinger dann schließlich einen Bordcomputer sprengen können. Es kommt immer also auf gute Zusammenarbeit an. So knobelt ihr euch dann durch die insgesamt 40 unterschiedlichen Level. Diese sind sehr abwechslungsreich gestaltet und bieten sogar stellenweise recht knifflige Bosskämpfe. Auch optisch haben die Umgebungen einiges zu bieten. So kämpft ihr euch durch ein Raumschiff am Anfang, landet auf einem Planeten, kämpft euch durch Tempel und so weiter. Die Szenarien sind alle sehr schön und ideenreich gestaltet. Eine Speicherfunktion gibt es leider nicht, aber ihr bekommt Passwörter, mit deren Hilfe ihr dann in die späteren Level einsteigen könnt. Der Umfang des Spiels ist somit recht üppig und lädt zum stundenlangen Knobeln ein. Natürlich geht es dabei nicht nur Hindernisse zu überwinden. Es lauern auch diverse Gegner auf euch. Diese sind angenehm abwechslungsreich gestaltet und erfordern jeweils eine ganz eigene Vorgehensweise. So muss das auch sein. Wobei eher die Levelstruktur und ihre Hindernisse eure Gegner sind und nicht die, naja, Gegner an sich. Der Schwierigkeitsgrad ist aber meiner Meinung nach sehr gut geworden. Er ist nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Mit etwas Knobeln kommt ihr eigentlich immer weiter. Die Steuerung ist zudem auch sehr gut geworden. Die drei Wikinger reagieren immer direkt auf eure Eingaben und ich hatte nie das Gefühl, dass sie schuld an meinem Scheitern war. Die Grafik ist ordentlich gelungen und heute immer noch ansehnlich. Die Protagonisten sind sehr schön animiert und auch die Umgebung ist detailliert und abwechslungsreich gestaltet. Hier kann man echt nicht meckern. Würde das Spiel mit dem Look als Indie-Titel heute noch erscheinen, würde ich es bedenkenlos kaufen. Der Sound ist ähnlich wie die Grafik gut gelungen. Die Musik groovt passend im Hintergrund und die Soundeffekte sind treffsicher ausgewählt. Was taugt Lost Vikings für Super Nintendo also heute noch? Meiner Meinung nach ist das Spiel eine klare Spielempfehlung. Der Genre-Mix ist sehr gut gelungen und man merkt, dass Blizzard seine Finger hier im Spiel hatte. Die sind ja schließlich nicht umsonst für gute Qualität bekannt. Es macht sehr viel Spaß, die drei sympathischen Wikinger durch die Level zu boxieren und bietet den perfekten Mix aus Schwierigkeit und Zugänglichkeit. Für mich eine klare Kaufempfehlung.
Die berühmteste Maus der Welt hatte einen Auftritt in vielen Videospielen. Besonders Ende der 80er und Anfang der 90er gab es gefühlt Dutzende und die meisten waren eigentlich ziemlich gut. Nicht zuletzt hatte Mickey mit The Magical Quest einen klasse Einstand auf dem Super Nintendo. Wie sieht es bei diesem Spiel hier aus? Was taugt Mickey Mania für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Traveler's Tales entwickelt und war 1995 von Sony Image Soft veröffentlicht. Das Spiel erschien auch für den Mega Drive, für das Sega CD Add-on und auch 1996 für die PlayStation 1. Dort allerdings unter dem Namen Mickey's Wild Adventure. Das Gameplay des Spiels ist eigentlich schnell zusammengefasst. In diesem Plattformer begleitet ihr Mickey durch verschiedene Epochen seiner Zeichentrickabenteuer, wobei diese sich eher auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentrieren. Mickey kann dabei springen und mit eingesammelten Murmeln Gegner erledigen. Sind diese euch ausgegangen, hilft aber auch meistens ein beherzter Sprung auf den Kopf. Bei den Bewegungsarten erwartet euch also jetzt nichts großartig Besonderes, was aber auch vollkommen okay ist. Der eigentliche Star sind die Level. Diese sind optisch nämlich sehr genau an den Vorbildern angelehnt. Ihr startet so zum Beispiel im schwarz-weißen Steamboat Willie von 1928, besucht den verrückten Doktor aus 1933 und so weiter. Euch erwarten insgesamt 7 Welten plus ein Final-Level, der keine Zeichentrickvorlage hat. Vor jedem Filmwechsel wird euch sogar kurz eingeblendet, in welchen Werk ihr nun eintaucht. Die verschiedenen Filme sind dabei in mehrere kleine Abschnitte eingeteilt, zwischen denen eine kleine Ladezeit vorkommt. Das finde ich persönlich aber sehr schön, da so die Rücksetzpunkte nicht immer sehr weit entfernt sind und man ein prima Gefühl hat, etwas geschafft zu haben. So unterschiedlich wie die Level aussehen, spielen die sich auch. Manche Umgebungen, wie zum Beispiel die Kletterbohnen-Level, sind eher auf kleinere Rätseleinlagen ausgelegt. Aber keine Angst, sehr anspruchsvoll sind diese nicht und beschränken sich eher auf das Rumschieben von Kisten und so weiter. Gewohnte Kost also. Andere Level sind eher auf Geschicklichkeit ausgelegt und so muss man den herumfallenden Knochen der Skelettgegner gut ausweichen. Die Steuerung ist auch sehr gut umgesetzt und steht euch nie im Wege. Klingt alles bisher super, oder? Das Spiel hat einen für mich aber allerdings unverständlichen Haken. Es gibt weder ein Passwortsystem oder ein Speichersystem. Das Spiel ist jetzt nicht super lang, aber es ist schon nervig, immer wieder von vorne einsteigen zu müssen. Glücklicherweise gibt es aber alternativ einen Level-Auswahl-Cheat. Außerdem ist die Optik zwar super, aber leider sind ab und zu benutzbare Plattformen nicht von normaler Hintergrundgrafik zu unterscheiden. Das kommt aber zum Glück nicht allzu häufig vor. Der Schwierigkeitsgrad ist meiner Einschätzung eher im oberen Gebiet anzusiedeln. Über die Grafik muss ich glaube ich nicht viel sagen. Wie ihr schon die ganze Zeit sehen konntet, ist diese wunderschön und gehört definitiv zum Besten, was das Super Nintendo zu bieten hat. Die verschiedenen Zeichentrickvorlagen wurden perfekt eingefangen. Die Entwickler gingen sogar so weit, dass sie originale Cells der Zeichentrickfilme 1:1 in das Spiel übertragen haben. Die Musik passt dabei stets zum Optischen und das hat alles so einen bestimmten Disney-Vibe. Technisch kann man bei dem Spiel also überhaupt nicht meckern. Was taugt Mickey Mania für Super Nintendo also heute noch? Ich wundere mich, wieso nicht öfter über dieses Spiel gesprochen wird. Es ist wunderbar. Es hat zwar ein paar kleinere Schwächen, Stichwort Sichtbarkeit von Plattformen, aber gehört auf jeden Fall zu den besten Plattformer-Titeln für das System. Es entfaltet einfach einen super Spielflow. Mystic Quest hat eine interessante Hintergrundgeschichte. Es sollte der westlichen Welt die japanischen Rollenspiele schmackhaft machen, da nach der Ansicht der Japaner ihre Spiele zu hart und zu komplex für das westliche Publikum waren. Daher entschied man sich, ein westliches Einsteiger-Rollenspiel zu veröffentlichen. Ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen an das Spiel. Aber ist das heute immer noch so? Was taugt Mystic Quest für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde 1993 von Square entwickelt und veröffentlicht. In Japan hieß der Titel Final Fantasy USA Mystic Quest. Da Square jedoch dachte, dass kein Mensch Final Fantasy kennt, wurde das Spiel schlicht Mystic Quest im westlichen Raum genannt. Wenn die Welt dem Untergang geweiht ist, kommt ein Held, um sie zu retten. So lautet zumindest eine alte Prophezeiung. Das Böse besitzt magische Kristalle und ihr müsst diese an euch reißen, um die aufkommenden Naturkatastrophen und damit den Untergang der Welt zu verhindern. Jeder der Kristalle wird von einem besonderen Wächter bewacht und eure Aufgabe ist es, diese Wächter zu finden und zu besiegen. Dazu bereist ihr 4 verschiedene Gebiete: Forrester, Aquaria, Feuerburg und Windia. Ihr werdet es euch bei den Namen denken können. Jedes der Länder besitzt einen Kristall, der einem bestimmten Element zugeordnet ist.
Wenn ihr diesen befreit habt, ändert sich die Landschaft der Gebiete zum Positiven. Habt ihr alle Kristalle, müsst ihr den Dämonenkönig erledigen. Wie spielt sich das Ganze? Im Prinzip relativ simpel. Ihr werdet von der Geschichte durch verschiedene Orte geleitet. Diese betretet ihr, indem ihr auf der Weltkarte zu ihnen steuert. Ihr könnt die Welt jedoch nicht frei erkunden, sondern nur zwischen den Knotenpunkten navigieren. Dort gibt es dann verschiedene Gebiete, in denen ihr eure Aufgaben erledigen müsst. Außerdem müsst ihr hier gelegentlich Hindernisse mit euren Waffen aus dem Weg räumen oder überwinden. Die Weltkarte erweitert sich, wenn ihr bestimmte Aufgaben wie zum Beispiel das Beenden eines Tempels erledigt habt. So werdet ihr immer von Knotenpunkt zu Knotenpunkt gelotst. Leider erwarten euch keine Nebenquests oder ähnliches. In Städten könnt ihr eure Vorräte aufstocken, euch regenerieren und Leute treffen. Auf Schlachtfeldern könnt ihr eine gewisse Anzahl von Gegnergruppen bezwingen, welche euch dann Erfahrungspunkte und Gegenstände bringen. Dieses wird später leider sehr oft genutzt, um die Spielzeit künstlich zu verlängern. Dort grindet ihr den Stumpf, variantenreiches Gameplay sieht allerdings anders aus. In Tempeln findet ihr versteckte Kristalle. Dort müsst ihr euch durch Gegnerhorn kämpfen und simple Puzzles lösen. Hier findet ihr auch normalerweise dutzende Schatztruhen, welche euch mit Heilträgen und ähnlichem versorgen. Ein großes Komfortfeature fehlt hier jedoch, ihr werdet nicht automatisch zum Eingang des Tempels gebracht, sobald der Endboss besiegt ist. Hier ist also ein nerviges Backtracking angesagt. Auf eurer Reise trefft ihr auf diverse Begleiter, die euch dann auf euren Abenteuer zur Seite stehen. Ihr habt jedoch immer nur einen gleichzeitig in eurer Gruppe und könnt diese nicht frei wählen. Außerdem haben diese ein festes Level und eine vorgeschriebene Waffe. Ihr hingegen könnt frei aus diversen Waffenarten wählen und der aktuellen Situation anpassen. Allgemein ist das Kampfsystem relativ einfach gehalten. Eure Gegner könnt ihr immer sehen und manchmal dadurch auch umgehen. Trefft ihr auf die Monster, wechselt ihr zum Kampfmodus. Dort kämpft ihr dann mit eurem Begleiter rundenweise gegen die Gegner. Dabei könnt ihr euren Freund manuell steuern oder es dem Computer überlassen. Dieses könnt ihr ruhig tun, da dieser eigentlich ganz gut kämpft. Im Kampf könnt ihr angreifen, zaubern, Gegenstände benutzen, euch verteidigen oder die Flucht ergreifen. Die verschiedenen Gegnertypen haben auch verschiedene Schwächen gegen bestimmte Waffen. So ist ein Baumgegner wesentlich empfindlicher gegen eine Axt als gegen ein Schwert. Zusätzliche Zauber findet ihr in Truhen und könnt diese immer auf ein einzelnes Ziel oder auf die ganze Gruppe wirken. Wenn die Gegner nur noch die Hälfte ihrer Lebenspunkte haben, wechseln ihr Aussehen und man sieht ihnen die Verletzung an. So könnt ihr immer ungefähr sehen, wie viel Lebensenergie euer Kontrahent noch hat. Habt ihr einmal einen Kampf verloren, könnt ihr diesen ganz einfach wiederholen. Stirbt einer eurer beiden Charaktere und ihr übersteht den Kampf trotzdem, wird dieser mit wenig Lebensenergie nach dem Kampf wiederbelebt. Alles in allem ist das Kampfsystem nicht sehr abwechslungsreich und ermüdet schnell. Die meisten Kämpfe könnt ihr locker durch das Hämmern auf die Beschädigungstaste gewinnen. Allgemein ist das Spiel weniger auf das freie Erkunden der Welt ausgelegt, sondern eher auf das Verdreschen diverser Monstertypen. Großartige Anpassung eures Charakters mit Gegenständen und so weiter dürft ihr hier nicht erwarten. Die Grafik ist für ein 16-Bit-Spiel leider nicht auf einem sehr hohen Niveau. Wenn man sich angestrengt hätte, hätte man das Spiel vielleicht sogar noch auf dem NES zum Laufen gebracht. Abgesehen davon ist das Stil jedoch stimmig und geht in Ordnung. Man hätte nur wesentlich mehr rausholen können. Das Sound hingegen ist etwas besser geraten. Er untermalt gut das Geschehen, ist jetzt aber nichts Besonderes. Guter Durchschnitt würde ich hier sagen. Was taugt Mystic Quest für das Super Nintendo also heute noch? Es erfüllt meiner Meinung nach seinen eigentlichen Zweck von damals heute noch. Es ist ein japanisches Rollenspiel für Anfänger. Es überfrachtet euch nicht mit Optionen, sondern bietet euch destilliert die Essenz solcher Spiele. Es ist allerdings auch nicht sehr abwechslungsreich und bietet keine sehr gute Story. Es gibt natürlich viel bessere Rollenspiele für das System, Anfänger können hier aber auch beruhigt zugreifen. Pilot Wings für das Super Nintendo war eins meiner ersten Spiele für das System und ich war begeistert. Es war irgendwie vollkommen anders als alles andere, was ich bisher gesehen habe. Man musste nicht rumhüpfen und keine Gegner erledigen. Das Spielgefühl war geradezu entspannt und ich habe die stimmige Atmosphäre noch genau vor Augen. Hat dieses Gefühl die Jahrzehnte überstanden? Was taugt Pilot Wings für das Super Nintendo heute noch? Pilot Wings erschien 1992 für das Super Nintendo und wurde von Nintendo veröffentlicht und auch entwickelt. Es verkaufte sich damals ganz gut und so erschienen auch zwei Nachfolger. Pilot Wings 64 für das Nintendo 64 und Pilot Wings Resort für den 3DS. Das Spiel wurde für die Wii und Wii U virtuelle Konsole später veröffentlicht.
Das Spiel wurde vor dem Erscheinen der Konsole als Grundkonzept zur Demonstrierung des NES-exklusiven Mode 7-Effekt auf Messen gezeigt. Jetzt fragt ihr euch sicher, was genau dieses Mode 7 sein soll. Im Prinzip soll dieser Effekt einen 3D-Effekt simulieren, ohne dass es wirkliches 3D ist. Wenn ihr eine detailliertere Beschreibung haben wollt, habe ich unten in der Beschreibung einen Link reingestellt. Das Spiel ist im Prinzip eine Art von vereinfachter Flugsimulation. Ihr seid Anwärter in einem Flugclub und möchtet dort verschiedene Lizenzen erwerben. Dafür müsst ihr in bestimmten Flugkategorien eine gute Bewertung erreichen. Habt ihr eine Lizenz geschafft, müsst ihr eine weitere Aufgaben erledigen, um die nächste bessere Lizenz zu erwerben. Klar, dass die Aufgaben immer schwerer werden. Folgende Flugevents müsst ihr erfolgreich absolvieren. Mit dem Doppeldecker müsst ihr einen bestimmten Weg verfolgen oder durch farbige Ringe fliegen. Habt ihr das absolviert, müsst ihr auch noch landen. Dieses ist etwas knifflig, aber mit etwas Einarbeitung gut schaffbar. Beim Fallschirmsprung müsst ihr durch verschiedene Ringe fallen. Das ist gar nicht so einfach, weil ihr eure Fallrichtung nur begrenzt kontrollieren könnt. Ihr tut dieses, indem ihr euch nach vorne oder nach hinten lehnt oder seitwärts rotiert. Vergesst auch nicht rechtzeitig den Fallschirm zu ziehen, sonst wird es ungemütlich. Um möglichst viele Punkte zu bekommen, müsst ihr auf dem Fahnenkreuz möglichst nah in der Mitte landen. Teilweise könnt ihr noch mehr Bonuspunkte einheimsen, wenn ihr auf der beweglichen Plattform landet. Das ist aber natürlich besonders knifflig. Der dritte Flugrad ist der Raketenrucksack. Ich meine, besser kann es nicht werden. Damit könnt ihr nach links und nach rechts fliegen und euch nach vor und zurücklegen, um schneller bzw. langsamer zu werden. Ähnlich wie beim Fallschirmspringen müsst ihr eine gewisse Anzahl von Ringen oder Stangen anfliegen und danach landen. Das Landen funktioniert dabei ähnlich wie beim Fallschirmspringen, je näher in der Mitte, desto mehr Punkte. Die vierte Variante ist der Hängegleiter und meiner Meinung nach auch die nervigste. Mit diesem Gerät müsst ihr klug die Aufwinde nutzen, da ihr sonst abstürzt. Logisch, ihr habt ja keinen Antrieb. Die Aufwinde werden im Spiel durch die weißen Punkte dargestellt, wie auch bei den anderen Flugvarianten müsst ihr hier auch zum Schluss wieder landen und auch hier, je näher in der Mitte, desto mehr Punkte. Klingt alles bisher relativ friedlich, es gibt noch eine Variante und in dieser müsst ihr einen Kampfhubschrauber fliegen. Damit müsst ihr Leute retten und Antiluftraketen ausweichen. Außerdem könnt ihr auch noch selber schießen. Eine willkommene Abwechslung und dieser Modus brachte mir damals als Kind einen echten Wow-Effekt. So unerwartet war diese Wendung des eher friedlichen Spielprinzips. Allgemein sind die Aufgaben sehr abwechslungsreich in der Steuerung und Handhabung und werden immer schwerer. Das Spiel bietet daher eine schöne Abwechslung und immer eine neue Herausforderung. Ein schönes Spielprinzip für alle, die einfach mal etwas anderes als den üblichen Einheitsbrei spielen wollen. Die Grafik ist für die Verhältnisse des Super Nintendo natürlich der Hammer. Das Spiel wurde ja schließlich nicht umsonst als Grafikdemo konzipiert. Der Mode 7 Effekt wird ja super ausgenutzt und der allgemeine Stil ist sehr ansprechend. Der Sound steht dem in nichts nach. Die Musik ist einfach der Hammer und passt perfekt zu diesem Spiel. Nicht umsonst sind mir teilweise die einzelnen Musikstücke auch nach Jahren im Ohr geblieben. Hier kann man echt nichts meckern. Was taugt Pilotwings für das Super Nintendo also heute noch? Jeder, der sich für die Spielebibliothek des Systems interessiert, sollte dieses Spiel auch mal gespielt haben. Es ist einfach so frisch und anders und wenn man ein Spiel mit einer entspannten Atmosphäre zocken möchte, sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Lasst euch aber nicht täuschen, die Herausforderung im späteren Spielverlauf ist nicht zu unterschätzen. Für mich der perfekte Mix für einen schönen, entspannten Spieleabend. Auf dieses Spiel bin ich durch meinen Test von Parodius auf den Gameboy gekommen. Dort könnt ihr auch das Schiff aus diesem Spiel steuern und es war eines meiner Lieblingsschiffe. Also muss ich mir natürlich auch die Vorlage dazu anschauen. Wie schlägt es sich? Was taugt Poppin' Twinbee auf dem Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und von Pycom Software bei uns in Europa 1993 veröffentlicht. Es erschien nur in Japan und in Europa, Amerika ging dieses Mal leer aus. Die Hintergrundgeschichte ist schnell zusammengefasst. Twinbee und Winbee sind auf Patrouille über der Donburi-Insel. Plötzlich bekommen die beiden ein Notrufsignal. Der Wissenschaftler Dr. Mardok ist verrückt geworden und versucht die Welt an sich zu reißen. Das könnt ihr natürlich nicht zulassen und so machen sich die beiden auf, um die bösen Pläne zu durchkreuzen. Das Spiel ist natürlich ein klassisches Shoot'em'up. Hier fliegt ihr aber nicht von links nach rechts, sondern von unten nach oben. Dabei feuert ihr dann wie gewohnt aus vollen Rohren und versucht nicht getroffen zu werden. Denn sonst taucht ihr schnell euer virtuelles Leben aus. Ihr stirbt aber zum Glück nicht beim ersten Treffer und verliert erstmal nur Lebensenergie. Soweit also normale Genrekost. Bei dem Power-Up-System unterscheiden sich die Spiele dann aber doch. Und das ist hier wirklich ungewöhnlich. Ihr schießt auf Wolken und diese lassen dann Glocken fallen. Ja, ich weiß, sehr realistisch, aber schaut euch doch nur mal das Spiel an. Erwartet ihr hier etwa Realismus? Auf jeden Fall, diese Glocken müsst ihr denn beschießen, damit sie ihre Farbe ändern. Wenn ihr die dann einsammelt, bekommt ihr auch euer Power-Up. Die Farbe der Glocke bestimmt dabei genau das, was ihr bekommt.
Ihr müsst aber bei dem Beschuss aufpassen, da die Dinger den unteren Bildschirmrand entgegenfliegen und so seid ihr immer am Jonglieren. Schöne Idee, die auch ein kleines strategisches Element mit sich bringt. Sammelt ihr die Glocke sofort ein, um auf der sicheren Seite zu sein, oder jongliert ihr mit ihr, riskiert dabei aber sie zu verlieren. Außerdem könnt ihr sogar Gegner boxen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt zwei Arme, mit denen ihr fleißig Backpfeifen im Nahkampf verteilen könnt. Diesen Angriff braucht ihr vor allem, um Gegner auf dem Boden zu treffen. Außerdem habt ihr noch einen bildschirmleerenden Angriff, den ihr aber nur eine begrenzte Anzahl einsetzen könnt. Außerdem begleiten euch auch noch bis zu 4 Drohnen. Bei diesen könnt ihr vor Levelbeginn sogar auswählen, ob die euch folgen sollen, euch umkreisen oder am Bildschirmrand patrouillieren sollen. Ein schönes Element, das mir das eine oder andere Mal schon den Arsch gerettet hat. Kommen wir nun zu der Besonderheit des Spiels. Der einzigartige Stil. Der ist nämlich nicht so bierernst, sondern fröhlich bunt und genau das finde ich spitze. Die 7 sehr großen Level bieten euch ein Füllhorn von niedlichen und abwechslungsreichen Gegnern. Ich meine, es stürzen sich sogar Pandas gegen euch in den Kampf. Eigentlich wäre das ja Brudermord, wenn ich die töte, aber naja, sind halt böse Pandas. Auch der Schwierigkeitsgrad ist auf der normalen Einstellung zum Glück nicht so frustrierend wie andere Genrevertreter und ihr könnt das Spiel auch sogar zu zweit zocken. Ein super Spiel, wenn man einfach mal eine Runde gute Laune nach Feierabend haben will. Auf der technischen Seite steht das Spiel super da. Die Grafik ist sehr abwechslungsreich und bunt gestaltet. Die Scroll-Effekte sehen klasse aus und auch die Gegner sind herrlich amüsant gestaltet. Obwohl meistens sehr viel auf dem Bildschirm los ist, ist kaum Slowdown oder ähnliches bemerkbar. Man kriegt einfach gute Laune durch den fröhlichen Stil. Der Sound hält leider nicht ganz das hohe Niveau. Die Musik ist total austauschbar und enttäuscht denn doch etwas. Sie ist jetzt nicht katastrophal schlecht, aber da hätte man wesentlich mehr aus dem Szenario herausholen können. Bei den Soundeffekten sieht es ähnlich aus. Sie sind nicht schlecht, hätten jetzt aber auch etwas kraftvoller sein können. Was taugt Pop'n Twinbee für das Super Nintendo also heute noch? Ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Die Kombination aus dem fröhlichen Grafikstil und das angenehm etwas anderen Schwierigkeitsgrades ist einfach klasse. Es gibt hier und da zwar ein paar kleinere Verbesserungspunkte, aber die trüben den Spielspaß nicht allzu sehr. Hier können nicht nur Genre-Fans zugreifen. Dieses Spiel ist einer der frühen Titel des mittlerweile legendären Entwicklerstudios Blizzard. Ich hatte das Spiel schon länger auf meiner brauche ich noch in meiner Sammlung Liste. Der gute Dennis hat sich das Video zu dem Spiel gewünscht und so hatte ich einen super Grund, mir das Spiel endlich mal zu besorgen. Was taugt Rock'n'Roll Racing für Super Nintendo also heute noch? Das Spiel wurde von Silicon & Synapse entwickelt und 1994 bei uns von Interplay veröffentlicht. Es erschien auch eine Version für den Mega Drive und 2003 eine Portierung auf den Game Boy Advance. Aus der Firma Silicon & Synapse ging später die Spiele Blizzard hervor. Wie der Name des Spieles schon vermuten lässt, ist das Spiel natürlich ein Rennspiel. Besonderheit ist die Ansicht. Die ist nämlich isometrisch. Also ganz wie zum Beispiel beim berühmten RC Pro AM für den NES. Ähnlich wie bei dem NES-Spiel fahrt ihr also Rennen und könnt sogar euch auch mit Waffengewalt gegenseitig bekämpfen. Am Anfang habt ihr dann erstmal die Auswahl aus verschiedenen Fahrern und Autos, die alle natürlich ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile bringen. So müsst ihr naturgemäß immer abwägen, welcher Fahrer am besten zu eurem Fahrstil passt. Ihr versucht natürlich immer möglichst die verschiedenen Rennen zu gewinnen. Dadurch verdient ihr nämlich Geld, was ihr dann in bessere Ausrüstung investieren müsst. Und das ist auch sehr wichtig, da ihr sonst keine Chance gegen eure Kontrahenten später habt. Ihr könnt neben besseren Waffen auch einzelne Autoteile oder gleich einen ganz neuen fahrbaren Untersatz kaufen. An Waffen steht an sich meistens leider nur das Übliche zur Verfügung, also Raketen, Minen und so weiter. Hier dürft ihr also keine Vielfalt wie zum Beispiel bei Mario Kart erwarten. Das Spiel führt euch vom Planeten zu Planeten und jeder davon hat natürlich seinen eigenen Stil und dadurch wird in den Strecken auch viel Abwechslung geboten. Auf den Strecken an sich erwarten euch natürlich teilweise auch die üblichen Hindernisse wie Öllachen, Minen und so weiter. Es liegen aber auch gute Sachen auf den Rundkursen und so könnt ihr zum Beispiel Geld oder Lebensenergie einsammeln. Ihr behaltet bei den Rennen durch die Minimap am oberen linken Rand immer gut den Überblick und wisst auch so immer, wann eine gefährliche Kurve bevor euch steht. Das allgemeine Streckendesign ist zum größten Teil sehr gut gelungen und alles lässt sich mit etwas Übung sehr gut fahren. Der Schwierigkeitsgrad ist bei den höheren Graden nicht zu unterschätzen. Die Computergegner fahren teilweise sehr aggressiv und ihr könnt euch nie zurücklehnen. Wenn diese euch zu sehr nerven, dann holt aber einfach einen Kumpel dazu.
Ihr könnt das Spiel glücklicherweise nämlich auch zu zweit spielen. Die Steuerung geht in Ordnung, man muss sich allerdings etwas an sie gewöhnen, aber naja, das ist ja bei isometrischen Spielen schon ja fast leider die Normalität. Nach der Eingewöhnungsphase geht die aber sehr gut von der Hand. Die Grafik ist wunderbar gelungen. Die Strecken sind alle sehr liebevoll und farbenfroh gestaltet. Alles scrollt schnell und flüssig und auch die einzelnen Autos sehen klasse aus. Der allgemeine grafische Stil des Spiels ist einfach herrlich geraten und passt perfekt zum Thema. Die Musik ist natürlich eine der Besonderheiten des Spieles. Klar, das Musikgenre steckt da schließlich schon im Namen und hier liefert das Spiel richtig gut ab. Euch teilen hier die Super Nintendo Version diverser klassischer Rockmelodien entgegen und es macht natürlich viel von dem Charme des Spiels aus. Außerdem gibt es sogar eine gut verständliche Sprachausgabe. Der Sound könnte daher nicht besser sein. Was taugt Rock'n'Roll Racing für Super Nintendo also heute noch? Ich hatte viel Spaß an dem Spiel. Als alter Fan von RC Power Aim fühle ich mich hier natürlich wie zu Hause. Der Soundtrack ist wunderbar und gibt dem Spiel eine Spitzenatmosphäre. Ich kann das Spiel jedem wärmstens empfehlen, der auch nur ansatzweise etwas mit dem Genre anfangen kann. Prügelspiele gab es so einige auf dem Super Nintendo und die Street Fighter Serie ist wohl der bekannteste Vertreter. Das Genre war plötzlich populär und andere Spieleentwickler wollten natürlich eine Scheibe von dem Kuchen abhaben. Was wird hier geboten? Was macht es anders? Was taugt Samurai Showdown für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von dem japanischen Entwickler Monolith entwickelt und von Takara bei uns aus 1994 veröffentlicht. Als erstes erschien es jedoch ein Jahr vorher für die Neo Geo Arcade und Home Plattform. Neben dem Super Nintendo erschienen auch Versionen für alle gängigen Systeme der Zeit, darunter sogar der Game Gear, Game Boy und das 3DO. Die Arcade-Version könnt ihr heute am einfachsten im Switch Online Shop kaufen. Das Spiel war anscheinend so erfolgreich, dass es sogar 3 Anime-Adaptionen gibt. Das Szenario ist schnell zusammengefasst. Es ist das späte 18. Jahrhundert und es wird nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit Waffen gekämpft. Grundsätzlich ist das Spiel natürlich wie die meisten anderen Spiele des Genres auch aufgebaut. Ihr sucht euch einen aus 12 verschiedenen Kämpfern aus und haut euch dann wahlweise mit dem Computergegner oder einem menschlichen Gegner gegenseitig aufs Fressbrett. Charaktere haben dabei natürlich neben dem optischen Unterschied auch eigene Eigenschaften und somit Spielweisen. Da gibt es zum Beispiel den etwas schwerfälligen, aber dafür stark zuhauenden Kämpfer und den agileren, der aber etwas weniger Schaden macht. Darüber hinaus haben die Recken natürlich auch alle ihre ganz eigenen Spezialfähigkeiten und ihre individuelle Waffe. Bei den Kämpfen kloppt ihr euch also in gewöhnlichen 1 gegen 1 Matches, bis einer K.O. aus den Natschen kippt. Wie es sich für jedes gute Spiel aus dem Genre gehört, bringt es aber noch seine ganz eigene Spielmechanik mit hinein, den POW-Balken. Den könnt ihr am unteren Bildschirmrand sehen. Dieser füllt sich auf, wenn ihr Angriffe blockt oder angegriffen werdet. Dann füllt sich quasi eure Wut auf und wenn sie ein bestimmtes Maß erreicht hat, dann könnt ihr eine besonders starke Attacke ausführen und damit den Gegner noch einmal sehr stark zusetzen. Noch eine Besonderheit, wenn ihr und euer Gegner gleichzeitig mit eurer Waffe angreift, können die sich verhaken und eine Art Minispiel wird ausgeführt. Das klingt jetzt aber wilder als es ist, im Prinzip müsst ihr auf den Knopf rumhämmern. Der Verlierer verliert dann seine Waffe. Nettes Element, aber das passiert jetzt auch nicht allzu oft. Kommen wir zu einem in diesem Genre sehr wichtigen Punkt, die Steuerung. Grundsätzlich gibt es jeweils 2 Knöpfe für den Schlag mit euren Waffen und 2 für den Tritt und 2 für besonders mächtige Angriffe. Diese führt ihr dann einfach aus, indem ihr diese Knöpfe gedrückt haltet und den Schlag- oder den Trittknopf drückt. Das Wunderbare an diesem Spiel ist dabei, dass ihr eure Controller frei belegen könnt. Dadurch flutscht die Steuerung sehr gut von der Hand. Bei den Spielmodi gibt es keine größeren Überraschungen, es wird im Prinzip der Standard geboten. Ihr könnt eben Kämpfe gegen den Computer oder gegen menschliche Gegenspieler bestreiten, aber naja, mehr braucht man ja auch nicht. Die Grafik sieht dabei recht ordentlich aus. Natürlich muss im Vergleich zur Arcade-Version Abstriche vorgenommen werden, aber es läuft alles flüssig. Außerdem bleiben die Kämpfe jederzeit übersichtlich und das ist ja fast das Wichtigste. Die Soundeffekte sind genau das, was er von ihnen erwartet und im Prinzip nichts Besonderes. Nur mit der Musik, da wurde ich echt nicht so richtig warm. Die passt einfach nicht so in das Szenario und wirkt zu modern. Wir müssen.
Was taugt Samurai Showdown für das Super Nintendo also heute noch? Ich bin kein Experte, was das Genre angeht. Damals habe ich nur Street Fighter 2 Turbo gezockt. Ich bin jedoch ganz angetan von dem Spiel. Es macht richtig viel Spaß, flutscht gut von der Hand und das Kämpfen mit den Waffen fühlt sich nochmal ganz anders an. Wenn man die Auswahl hat, ist natürlich die Neo Geo Version wesentlich besser. Auf dem Super Nintendo macht das aber jedoch eine durchaus anständige Figur. Das Spiel war für mich eines der großen Highlights des Super Nintendo. Stundenlang habe ich mit meinem Kumpel vor dem Fernseher gehockt und wir haben uns gemeinsam durch das Spiel gekämpft. Was damals gut war, muss er nicht unbedingt heute immer noch spielbar sein. Was taugt Secret of Mana für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde vom Final Fantasy Schöpfer Square entwickelt und auch 1993 mit großem Tamtam bei uns veröffentlicht. Das Spiel ist ein Teil einer Rollenspielserie, was aber etwas verwirrend ist. Ein Teil der Serie ist nämlich außerhalb von Japan leider nicht erschienen. Kurz gesagt, es ist der zweite Teil einer japanischen Rollenspielserie, dessen erster Teil hier jetzt Mystic Quest erschienen ist. Der Nachfolger, Secret of Mana 2, erschien dann wieder nur in Japan. Secret of Mana erschien 2008 auch auf der virtuellen Konsole, 2010 sogar für das Apple iOS und ist auch auf dem SNES Mini vertreten. Die Hintergrundgeschichte ist, naja, okay. Aus der heutigen Sicht ist sie ehrlich gesagt ziemlich klischeehaft. Ihr seid der Auserwählte und müsst das böse Imperium bekämpfen. Dieses will nämlich die mächtige Mana-Festung reaktivieren und mit diesem Hilfsmittel nichts anderes als die Weltherrschaft an sich reißen. Dazu müssen 8 sogenannte Mana-Samen reaktiviert werden und eure Aufgabe ist es nun, zu diesen Samen zu reisen und die Siegel mit eurem Mana-Schwert zu stärken. Das ist jetzt natürlich nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Die Geschichte wird im Spiel nämlich wesentlich detaillierter erläutert und es an sich auch ein spannendes Element. Im Kern ist Secret of Mana ein Rollenspiel mit einem Action-Kampfsystem. Ihr könnt entweder relativ schnelle Schlagfolgen ausführen oder euren Schlag mit gedrückter Taste aufladen und so einen mächtigen Angriff auf die Gegner entladen. Den Schlag könnt ihr dabei je nach Waffenlevel in verschiedenen Stufen auffüllen und so wird die Superattacke dann immer mächtiger. Jede Waffe kann es dabei maximal bis zu Level 9 erreichen. Dieses erreicht ihr einfach, indem ihr eure Waffe beim Waffenschmied mit einem passenden Rezept verbessert und diese dann natürlich auch benutzt. Bei den Waffen könnt ihr außer einem großen Sortiment auswählen, wobei natürlich alle ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen haben. Die Peitsche hat eine größere Reichweite, die Axt macht aber hingegen mehr Schaden. So könnt ihr die Waffenwahl immer euren eigenen Vorlieben anpassen. Ihr könnt jedoch nicht einfach auf den Angriffsknopf hämmern, da sich euer Charakter nach einem Schlag erst wieder erholen muss. Wann das geschieht, seht ihr am unteren Bildschirmrand. Das finde ich ist ein guter Kompromiss aus dem eher klassischen Rundenkämpfen und einem Echtzeitkampfsystem à la Diablo. Eure Charaktere könnt ihr mit besseren Rüstungen ausstatten, aber das System beschränkt sich nur auf die Basics. In jeder neuen Umgebung befinden sich bessere Rüstungsteile und die tauscht ihr dann halt eben aus. Neben den Waffen könnt ihr auch noch Magie mit Hilfe von magischen Geistern nutzen. Diese schließen sich nach und nach auf eure Reise an und begleiten euch. Auf eurer Reise werdet ihr von 2 weiteren Charakteren begleitet. Einmal die Prinzessin und auf der anderen Seite die Koboldin. Hier kommt auch ein einzigartiges Element hinzu. Der Multiplayer. Ihr könnt das Spiel nämlich mit bis zu 2 Spielern zocken und die übernehmen dann die beiden. Habt ihr gerade niemanden zur Hand, übernimmt der Computer die Steuerung. Ihr könnt jedoch frei auswählen, welchen der 3 ihr steuern wollt. Hier hat das Spiel allerdings ein kleines Problem. Die Wegfindung der KI-gesteuerten Charaktere ist leider nicht gerade die beste und so hängen die schon mal gerne an diversen Ecken fest. Nervig, aber nicht kriegsentscheidend. Ihr könnt aber auch die KI nach euren Vorlieben entsprechend einstellen und so entscheiden, ob eure Begleiter eher aggressiv oder defensiv vorgehen sollen. Wie ich finde, eine prima Sache. Eure Reise führt euch zu verschiedenen Umgebungen, die alle stilsicher und einzigartig gestaltet sind. Zur einfacheren Navigation bekommt ihr später sogar einen Drachen, auf dem ihr reiten könnt. Hier könnt ihr dann in guter Mode 7 Money frei über die Welt fliegen und bestimmte Hotspots ansteuern. Allgemein sind die Umgebungen sehr abwechslungsreich und liebevoll gestaltet. So kämpft ihr zum Beispiel durch Wüsten und durch Eisgegenden. Alle Umgebungen sind dabei natürlich immer mit passenden Gegnertypen ausgestattet. Was macht ihr in den Welten denn? So einiges. Ihr besucht Dörfer und könnt dort handeln und euch unterhalten. Das eigentliche Ziel ist aber natürlich, den jeweiligen Tempel zu reisen, um dort den Mana-Samen zu versiegeln. Das macht ihr, indem ihr euch klassisch durch ein Verlies kämpft und rätselt und natürlich einen besonders mächtigen Boss besiegt, die alle ihre ganz eigene Vorgehensweise benötigen. Allgemein habe ich bis auf ein paar Kleinigkeiten beim Gameplay nichts auszusetzen. Es macht einfach Spaß, die 3 Recken auf ihrer Reise zu begleiten. Die Grafik ist stilsicher und treffend geraten. Noch heute sieht sie noch sehr ansehnlich aus. Würde heute ein Indie-Team ein Spiel mit dieser Grafik veröffentlichen, würde sich keiner beschweren. Hier ist es also gelungen, eine zeitlose Optik auf den Bildschirm zu zaubern. Die Gegenden sind abwechslungsreich und liebevoll gestaltet und die Animationen stehen dem in nichts nach. Der Sound ist somit das Beste, was das System zu bieten hat. Epische und wundervoll komponierte Musik begleiten euch bei dem Durchstreifen der verschiedenen Umgebungen und prägt sich in euer Gedächtnis ein. Ich kriege heute immer noch Gänsehaut, wenn ich die Titelmelodie höre.
Was taugt Secret of Mana für Super Nintendo also heute noch? Für mich ist es eines der besten Rollenspiele für das System und das ist gar nicht so leicht, da es ja immerhin einige gibt. Für alle, die sich auch nur grob für das Genre interessieren, sollten hier auf jeden Fall mal reinspielen und sie einfach verzaubern lassen. Das Spiel macht mit mehreren Spielern natürlich etwas mehr Spaß, ist aber auch als Solo-Erlebnis heute noch immer noch sehr gut spielbar. Für mich ein absoluter Pflichttitel für das Super Nintendo. Secret of Mana war fester Bestandteil meiner Kindheit und neben Zelda eines meiner Lieblingsspiele für das Super Nintendo. Was man damals jedoch gar nicht mitbekommen hat, es gab auch einen Nachfolger. Den Abschluss der Seiki Tensetsu Trilogie dürften aber wohl die meisten hier verpasst haben. Höchste Zeit also mal das Spiel genauer zu beleuchten. Was taugt Secret of Mana 2 für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Square entwickelt und natürlich auch 1995 selbst veröffentlicht. Secret of Mana 2 ist der abschließende Teil der Seiki Tensetsu Trilogie. Der erste Teil ist hier auf den Game Boy unter dem Namen Mystic Quest erschienen und der zweite Teil ist hier unter dem Namen Secret of Mana erschienen. Der dritte Teil ist jedoch leider nur in Japan erschienen. Eine offizielle englische oder gar deutsche Version gibt es daher leider nicht. Es gibt jedoch eine sehr gute deutsche Fanübersetzung, die ihr hier sehen könnt. Wenn ihr etwas Geld ausgeben möchtet, könnt ihr euch auch ein Repro-Modul mit dieser Version kaufen. Infos zu dieser Übersetzung habe ich euch unten in den Bemerkungen verlinkt. Die japanische Version ist im Heimatmarkt auch für die Switch erschienen. Das Mana ist in der Welt des Spiels eine starke Energiekraft. Die Welt wurde erschaffen, als die Mana-Göttin 8 göttliche Biester besiegt und in spezielle Steine eingesperrt hat. Das ist jedoch lange, lange her. Der Frieden der Welt ist aber brüchig geworden und es gibt Bestrebungen von verschiedenen Fraktionen, diese Biester wieder zu erwecken. Das müsst ihr natürlich verhindern. Wenn ihr das Spiel startet, kommt schon die erste Überraschung. Ihr könnt aus verschiedenen Charakteren und somit Spielklassen auswählen. Diese haben sogar noch ihre eigene Vorgeschichte, die man im Prinzip als eine Art Tutorial ansehen kann. Euch wird ja natürlich nicht wie im modernen Spiel erklärt, welche Knöpfe ihr drücken müsst, ist aber auf jeden Fall eine sehr schöne Art in das Spiel einzusteigen. Auch spielen sich die Klassen natürlich alle etwas anders und so ist eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Später im Spielverlauf könnt ihr eure Charakterklassen auf Level 18 und auf Level 38 sogar noch weiter verfeinern und so euren Spielstil anpassen. In der Hinsicht wurde hier sehr viel Tiefe verliehen. Es gibt aber auch einen Nachteil bei diesem Klassensystem. Ihr seid jeweils auf nur eine bestimmte Waffe festgelegt und könnt nicht so wild rumwechseln wie im Vorgänger. Ihr seid aber natürlich nicht allein unterwegs, sondern habt wie im Vorgänger noch zwei Begleiter dabei, die euch fleißig unterstützen. Einen dieser Begleiter kann sogar ein Kumpel übernehmen und ansonsten könnt ihr wie gewohnt die Kampftaktik der KI-Leute anpassen. Die Geschichte lotst euch dabei durch viele verschiedene Gegenden und so erschließt sich euch nach und nach die riesige und abwechslungsreiche Welt. Natürlich ist diese nicht ganz so friedlich und so müsst ihr euch mit diversen Gegnern auseinandersetzen. Diese sind eine schöne Mischung aus altbekannten Fieslingen und neuen Kreaturen. Das Kampfsystem wurde dabei im Vergleich zum Vorgänger weiter verbessert und spürt sich allgemein etwas flüssiger. Die Zeiten, die ihr nach einem Schlag erstmal wieder warten müsst, sind zum Glück vorbei. Damit der Kampf nicht zu eintönig wird, könnt ihr Superattacken auslösen. Je nach Klasse ist das ein besonders mächtiger Schlag oder ein Zauber. Um so einen Angriff auszuführen, müsst ihr einfach durch normale Angriffe einen Balken auffüllen und dann einen speziellen Knopf drücken. Auf diese Weise spielt sich die Auseinandersetzung sehr flüssig und abwechslungsreich. Natürlich haben es auch die diversen Zauber in das Spiel geschafft. Das Magiesystem wurde allerdings etwas verändert. Im Prinzip kommt es auf der jeweilige Klasse an, welche Zauber bei einem Level-Up erlernt werden. Glücklicherweise müsst ihr jedoch die einzelnen Sprüche nicht aufwendig aufleveln. Dieser Aspekt fällt komplett weg. Allgemein wirkt das Spiel im Vergleich etwas actionorientierter. Aber auch abseits der Kämpfe verbessert Secret of Mana 2 Details. So könnt ihr außerhalb der Kämpfe zum Beispiel Sachen einlagern. Die sind dann zwar während der Auseinandersetzung nicht verfügbar, können aber danach eure Vorräte im Rucksack wieder auffüllen. Solche kleinen, aber feinen Verbesserungen findet ihr überall, ohne dass dieses typische Secret of Mana Spielgefühl verloren geht. Ich könnte euch in diesem Video noch wesentlich mehr Details vorstellen, aber das würde leider den Rahmen dieses Formates sprengen. Deswegen versteht bitte, dass ich mich hier nur auf die Basics beschränke. Das Spiel, das ist echt wunderschön und gehört technisch definitiv zum Besten, was das System zu bieten hat. Noch heute sind die Umgebung und die Animationen stimmig und einfach zeitlos. Das Spiel ist eine echte Augenweide, aber ihr seht es ja selber. Auch beim Sounddesign muss das Spiel natürlich in die großen Fußstapfen des Vorgängers treten. Es schafft dieses aber mit Leichtigkeit. Die Musik ist immer passend und treibt euch voran. Wobei ich sagen würde, dass die Musik bei Secret of Mana 1 mir etwas mehr im Ohr geblieben ist, aber das kann auch gut an der Kindheitserinnerung liegen.
was taugt Secret of Mana 2 für den Super Nintendo also heute noch? Uns ist hier echt etwas Großes entgangen. Das Spiel toppt teilweise den schon grandiosen Vorgänger und holt technisch wirklich alles aus dem System heraus. Ich könnte in diesem kurzen Video natürlich nur auf das Wesentliche eingehen, aber das Spiel ist eine absolute Empfehlung für jeden, der sich auch nur im Entferntesten für die Super Nintendo Spiele interessiert. Ein absoluter Pflichttitel. Auf einen offiziellen Release müssen wir jedoch noch hoffen und das ist echt schade. Und ich würde sagen, die Hoffnung ist leider nicht groß. Der Titel sieht ja mal interessant aus. Was verbirgt sich hinter dem Namen? Das kann ja schon fast alles und aber auch nichts sein. Eine Schwimm- oder Schifffahrtssimulation? Also ist es mal wieder Zeit, eine Wissenslücke zu schließen. Was taugt SOS Sink or Swim für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Zeppelin Games entwickelt und von Titus Software 1994 bei uns in Europa veröffentlicht. In Amerika erschien es erst 2 Jahre später 1996 und in Japan erschien es nie. Bei der Portierungsgeschwindigkeit ist es wahrscheinlich zwischenzeitlich untergegangen. Das Spiel erschien auch auf anderen Plattformen, wobei es zuallererst auf den MS-DOS-Computern veröffentlicht wurde. Auf den Sega-Konsolen wurde es in SS Lucifer Man Overboard umbenannt. Das Spiel ist im Kern ein Puzzlespiel mit Anleihen aus der Lemming-Serie. Ihr betretet ein Schiff, das am Sinken ist und müsst dort die Besatzung retten. Die ist leider strohdoof und muss erst zum Ausgang gelotst werden. Also räumt ihr Hindernisse aus dem Weg und bereitet den Weg für die Sicherheit. Die Besatzung läuft dabei wie die kleinen grünen Wesen immer nur geradeaus, bis sie auf ein Hindernis stoßen oder schlimmer in eine Falle reinrennen und dabei sterben. Letzteres solltet ihr natürlich verhindern. Auf diese Weise kämpft ihr euch dann von Raum zu Raum, wobei das Schiff in verschiedene Bereiche unterteilt ist, die sie dann auch optisch unterscheiden. Außerdem werden die Rätsel natürlich immer kniffliger. Logisch. Insgesamt erwarten euch 100 Level und alle 20 Level wechselt ihr den Bereich im Schiff. Kommen wir also zum Kern des Spieles. Wie genau befördert ihr die panische Mannschaft also genau zum Ausgang? Im Prinzip müsst ihr nur das Level entsprechend manipulieren. Ihr drückt also zum Beispiel Knöpfe, um die Richtung eines Laufbahnes zu ändern, legt Hebel um und wenn alles nichts weiterhilft, sprengt ihr euch den Weg einfach frei. Sprengen? Ja, ganz so unvorbereitet geht ihr natürlich nicht in die Schiffsrettung und so habt ihr auch Bomben zur Verfügung. Also, genau wie in echt. Immerhin verletzen die euch nicht, wenn ihr direkt daneben steht. Also, wie in echt. Das Spiel benötigt bei der ganzen Lösungssuche viel Trial and Error und manchmal erschließt sich der korrekte Weg nicht sofort. Außerdem werdet ihr auch ziemlich oft unter Zeitdruck gesetzt. Wenn ihr nicht sofort handelt, sterben euch die zu rettenden teilweise schon nach 10 Sekunden weg. Da wäre es mir doch etwas lieber gewesen, wenn man alles etwas entspannter angehen könnte. Solche Passagen kann man einfach nicht beim ersten Versuch gleich schaffen. Die Steuerung ist dabei relativ simpel geraten. Ihr könnt springen, Bomben legen und Schalter umlegen. Alles geht nach einer kurzen Eingewöhnung gut von der Hand. Zusammengefasst erwartet euch hier ein nettes Puzzlespiel im Stile von Lemmings, das auch langfristig motivieren vermag, aber teilweise echt frustig sein kann. Die Grafik ist sehr schön gestaltet und bietet einen schönen, comichaften Stil. Die Animationen passen und das Schiff bietet euch auch optische, abwechslungsreiche Schauplätze. Für Puzzlespiele auf jeden Fall eine sehr schöne Optik. Die Musik ist unauffällig und das muss beim Puzzlespiel auch nichts Negatives bedeuten. Schließlich soll der Sound ja nicht beim Nachdenken stören. Die Soundeffekte sind guter Standard. Was taugt SOS Sink or Swim für das Super Nintendo heute noch? Wenn ihr mit dem Spielprinzip der Lemming etwas anfangen könnt, dann solltet ihr hier auf jeden Fall mal reinspielen. Es wird euch hier ein schönes Puzzlespiel geboten, das die Form etwas abändert, aber heute noch sehr gut spielbar ist. Eine klare Empfehlung von mir aus, aber ihr müsst etwas frustresistent sein. Damals war Starwing revolutionär und einfach der Hammer. Nintendo schaffte es mit einem Zusatzchip im Modul, das Super Nintendo zur neuen Höchstform anzutreiben und zauberte echtes 3D auf dem Bildschirm. Das sollte man sich heute mal vorstellen. Das wäre man so, als ob man heute einfach mit einem USB-Stick ein Grafikkarten-Update hinzaubern könnte. Ist das heute immer noch so gut wie damals? Was taugt Starwing für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit dem englischen Entwicklerstudio Argonaut Software und Nintendo entwickelt und natürlich auch veröffentlicht. Ursprünglich traten die Engländer an den japanischen Hersteller heran, da diese die Technik entwickelt hatten und Nintendo sorgte bei dem Spiel dann für das typische Nintendo-Feeling. Starwing ist außerhalb von Europa unter dem Namen Star Fox bekannt. Die Story ist simpel. Der Wissenschaftler Andros wird vom Planeten Corneria verbannt und ist damit natürlich gar nicht zufrieden. Also schwört er Rache?
und will seinen ehemaligen Heimatplaneten zerstören. General Pepper ist der kommandierende Verteidigungsstreitkräfte und schickt eine neuartige Kampfflotte den Angreifern entgegen. Ihr seid natürlich Teil dieser Eingreiftruppe. Im Kern ist das Spiel eine Art von Rail-Shooter. Ihr steuert euren Helm mit seinem Raumschiff durch die Level und erledigt allerlei Gegner. Die grobe Strecke ist dabei jedoch vorgegeben und ihr könnt nur ausweichen, etwas schneller oder langsamer fliegen und mit diversen Waffen ballern. Freies Erkunden der Level ist leider nicht möglich. Am Ende von jedem Level wartet ein Endboss auf euch, welche jedoch relativ einfach zu besiegen sind. Schießt einfach auf die blinkende Stelle, die den Schwachpunkt markieren. Am Anfang des Spiels könnt ihr aus drei verschiedenen Wegen auswählen, die euch dann teilweise andere Level bieten. Eine sehr schöne Idee, um den Wiederspielwert zu erhöhen. Glücklicherweise seid ihr nicht alleine unterwegs und werdet immer mit euren teuren Wingmen begleitet. Diese sind wie ihr Tiere und wunderbar stimmig gestaltet. Jeder von ihnen hat eine einzigartige Persönlichkeit und so wachsen diese euch auch schnell ans Herz. Dieses Element trägt sehr viel zur Atmosphäre des Spiels bei. So hundertprozentig könnt ihr euch aber nicht auf die verlassen, denn so richtig hilfreich sind eure Begleiter nicht. Die Hauptarbeit liegt also auf jeden Fall bei euch selbst. Natürlich könnt ihr auf eurem Weg auch diverse Power-Ups einsammeln, die zum Beispiel euren Laser verbessern oder euer Raumschiff reparieren. Neben euren Angriffslaser habt ihr noch eine begrenzte Anzahl an Bomben, die viele Gegner auf einem Bildschirm auf einmal töten. Apropos Gegner, diese sind leider nicht gerade spektakulär gestaltet, was aber wohl der limitierten Technik zu verdanken ist. Ihr schießt halt auf klumpige Polygonhaufen. Die Steuerung allgemein fühlt sich leicht hakelig an, geht aber im Prinzip in Ordnung. Ich glaube, man ist mittlerweile einfach nur zu sehr die Steuerung mit Analogsticks gewöhnt, die für so eine Aufgabe einfach besser geeignet sind. Was bei der Steuerung auch stört, es gibt keine Autofeuerfunktion. Der Daumen wird nach einer Zeit echt etwas müde. Was ich gut finde, ihr könnt aus drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen. Die Grafik, naja, ist nicht gut gealtert. Damals war die Technik revolutionär und hat für große Staunen gesorgt. Heute jedoch ist sie nicht mehr wirklich gut anzusehen. Die Raumschiffe bestehen nur aus wenigen groben Polygonen ohne Texturen und das ist einfach nicht mehr schön. Hinzu kommen auch diverse Einbrüche in der Bildwiederholungsrate. Alles, was sich auf dieses 3D ausgelegt ist, ist aber auch heute noch schön designt. Die Charakterporträts sind sehr liebevoll gestaltet. Der Sound hält sich im Gegensatz zur Grafik allerdings doch sehr gut. Die Effekte sind stets passend gut gelungen und die Musik bietet ein klasse episches Spielerlebnis, so muss das auch sein. Was taugt Starwing für eine Super Nintendo also heute noch? Ich bin irgendwie etwas zwiegespalten. Ich habe das Spiel damals leider nicht gehabt und verbinde daher auch keine nostalgischen Erinnerungen mit dem Spiel. Es ist ein guter, solider Shooter und versprüht auch durchaus diesen schönen Nintendo-Charme. Auf Dauer ist mir persönlich das Gameplay jedoch etwas zu eintönig. Und die Technik, in der heutigen Zeit sind diese frühen 3D-Titel einfach nicht mehr ansehnlich. Vor allem die Frames per Second Einbrüche stören mich dann doch etwas. Zusammengefasst, man kann es heute noch spielen, ist jedoch technisch nicht sehr gut gealtert. Dieses Spiel habe ich damals geliebt. Ich habe es zwar nie selbst besessen, aber dafür ein Kumpel. Der kam immer vorbei, brachte das Spiel mit und wir zockten dann bis zum Umfallen. Ich weiß auch heute genau, wie stolz ich damals war, als ich den Einzelspieler durchgezockt habe. Und zwar mit einem billigen Trick. Ich hatte einfach diese 1000-Hände-Attacke von Honda missbraucht und im Prinzip nichts anderes gemacht. Wie hält sich der Teil also? Was taugt Street Fighter 2 Turbo für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Capcom entwickelt und auch 1993 bei uns veröffentlicht. Es basiert auf den Spielhallenautomaten aus 92. Es sind insgesamt drei Versionen von Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo erschienen. Hauptunterschied der drei Teile ist dabei die Anzahl der spielbaren Kämpfer und natürlich einige kleinere Veränderungen im Gameplay. Die Street Fighter Serie sollte ja eigentlich jedem bekannt sein und liefert bis heute regelmäßig neue Titel ab und hält sein relativ hohes Niveau. Das Grundprinzip ist relativ simpel. Ihr haut euch mit einer großen Charakterauswahl in 1 gegen 1 Matches gegenseitig auf die Umme, bis einer K.O. zu Boden geht. Dabei werden die Knöpfe des Super Nintendo Controllers voll ausgenutzt. Ihr könnt leichte, mittlere und schwere Schläge und Tritte ausführen. Springen, euch drücken und natürlich blocken. Leichte Schläge machen dabei logischerweise am wenigsten Schaden, sind dafür aber sehr schnell und bei den schweren Attacken ist das Ganze natürlich umgekehrt.
Außerdem könnt ihr je nach Kämpfer auch spezielle Sondermoves ausführen und so zum Beispiel einen Feuerball aus euren Fäusten schießen. Dafür müsst ihr jeweils immer eine ganz bestimmte Tastenkombination eingeben. Diese können manchmal schwer oder auch etwas leichter sein. Wer 2 von 3 Runden gewinnt, hat den Gegner endgültig besiegt. Star des Spiels sind natürlich die 12 unterschiedlichen Charaktere, die sich fast alle komplett unterschiedlich spielen und ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile haben. Natürlich bringen die auch alle ihre eigenen Sondermoves mit sich. Unter den Figuren sind auch natürlich legendäre und bekannte Kämpfer wie der Karate-Kämpfer Wayo oder die Dschungelkreatur Blanka. In dieser Version sind auch der Boxer Balrog, Vega, der Muay Thai-Kämpfer Vega und der berühmt-berüchtigte Bison dazugekommen. Ihr könnt also einfach den Kämpfer auswählen, der eurem Spielstil am ehesten entspricht. Die einzelnen Kämpfer sind dabei relativ gut ausbalanciert, zumindest bin ich über keine groben unfairen Stellen gestolpert. Euch erwarten 2 Spielmodi. Im Normalmodus wählt ihr euch einen der Kämpfer aus und müsst nach der Reihe nach alle anderen besiegen, um schließlich Meister zu werden. Der andere Modus ist der sogenannte Turbo-Modus, bei dem ihr die Spielgeschwindigkeit in verschiedenen Stufen anpassen könnt. Außerdem haben hier die Special Moves noch neue Varianten, und so kann zum Beispiel der Hurricane Kick von Ryo und Ken auch in der Luft ausgeführt werden. Ein schöner Modus, der noch ein bisschen mehr Würze in das Spiel bringt. Gegen den Computer zu kämpfen ist natürlich die eine Sache, aber gegen menschliche Kontrahenten anzutreten ist eine ganz andere. Glücklicherweise kann man jederzeit ein zweiter Spieler einsteigen und es macht natürlich viel mehr Spaß, sich gegenseitig auf die Umme zu geben. Eine genaue Einordnung des Gameplays mit seinen ganz eigenen Feinheiten im Vergleich zu den dutzenden anderen Street Fighter Titeln kann ich leider nicht geben, da ich mit der Serie im Allgemeinen nicht so sehr vertraut bin. Die Grafik ist wunderbar detailliert und läuft jederzeit flüssig. Die Animationen sind spitze geraten, das Charakterdesign ist wunderbar und auch die einzelnen Hintergründe strotzen nur so vor liebevollen Details. Hier gibt es echt nichts zu meckern. Der Sound steht ebenso gut da. Die Musik geht sofort ins Ohr und untermalt das Spielgeschehen immer perfekt. Die Soundeffekte sind ebenso wunderbar geraten und bieten sogar sehr klare Sprachsamples. Was taugt Street Fighter 2 Turbo für das Super Nintendo also heute noch? Ich muss zugeben, dass ich nicht tief in dem Genre verwurzelt bin, aber heute habe ich immer noch meinen großen Spaß an diesem Spiel. Für mich gibt es fast kein besseres Spiel dieser Art auf dem System, zumindest keines, was ich bisher gespielt habe, und ich kann es nur wärmstens jedem empfehlen. Ich habe damals Super Mario Kart gesuchtet ohne Ende und ich war damit natürlich auch nicht alleine. Mario hatte quasi ein neues Genre erschaffen und andere Hersteller wollten natürlich etwas von diesem fetten Kuchen abhaben. So wurde auch dieses Spiel unter dem Label des relativ jungen Ubisofts veröffentlicht. Wie schlägt es sich? Geht Kartfahren auch ohne den Mario-Charme? Was taugt Street Racer für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Vivid Image entwickelt und von Ubisoft weltweit 1994 veröffentlicht. Das Spiel wurde auch auf fast alles portiert, was damals geläufig war. Unter anderem dem Amiga CD32, PC und sogar dem Game Boy. Wenn ihr das Spiel startet, werdet ihr erst einmal angenehm überrascht. Es gibt viele unterschiedliche Spielmodi. Neben dem klassischen Rennen gibt es auch die Modi Rumble, welches im Prinzip eine Art Versus-Modus ist, und Soccer. Dieser Modus ist natürlich, wenig überraschend, eine Art Super Nintendo Rocket League, sprich ihr spielt Fußball mit euren Karts. Alles ist dabei immer schön mit diversen vielfältigen Optionen einstellbar. Und das Beste? Ihr könnt alle mit bis zu 4 Spielern spielen. Der SNES Multitap ist zwar nicht weit verbreitet, aber mal schön ein Spiel zu haben, das dieses Gerät auch unterstützt. Aber kommen wir mal zu dem Hauptteil des Spieles, den Championship Modus. Dieser ist natürlich stark vom normalen Turniermodus des Vorbildes beeinflusst. Am Anfang wählt ihr euch einen der verschiedenen Fahrer aus. Die haben natürlich alle ihre speziellen Vor- und Nachteile. Der eine beschleunigt schneller und der andere hat eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Ihr kennt alle die Methodik. Das Aussehen der Fahrer ist dabei sehr kreativ und abwechslungsreich gestaltet. So könnt ihr als Frankensteins Monster um die Kurven heizen oder mit Manfred, der stark an den Roten Baron aus dem Ersten Weltkrieg angelehnt ist. Ihr solltet also für euren Geschmack definitiv auch den richtigen Fahrer finden. Auch bei den Strecken gibt es natürlich Variationen und sind thematisch an verschiedene Umgebungen angelehnt und in verschiedene Cups unterteilt. Soweit also alles normal. Wie fahren sich denn die Rennen? Im Prinzip ist das Fahrgefühl dem von Super Mario Kart nicht komplett unähnlich, sprich es ist nicht so sehr auf Realismus getrimmt.
Neben dem normalen Gas geben könnt ihr dann auch mit den L- und R-Tasten jeweils nach links und rechts hauen. Es gibt einen Knopf für den Boost und eine Art Nahkampfattacke. Um euch gegen den Attacken der Gegner zu schützen, könnt ihr Münzen auf der Strecke einsammeln. Der Fokus in diesem Spiel liegt also eindeutig auf den Nahkampf und kommt daher etwas martialischer rüber. Also martialisch mit Cartoon-Grafik natürlich. Auf diese Weise kämpft ihr euch dann durch die Rennen. Wie üblich gibt es dann auf dem Boden auch noch einige Hindernisse und Goodies zum Einsammeln. Diese sind allerdings nicht so vielfältig wie etwa die diversen farbigen Panzer des Nintendo-Ablegers. Ist ein Rennen erst einmal vorbei, bekommt ihr dann natürlich je nach erreichtem Platz eine Punktzahl. Ihr müsst allerdings nicht den ersten Platz erreicht haben, um die höchste Punktzahl zu ergattern. Das Spiel schüttet auch extra Punkte, zum Beispiel für die schnellste Runde aus. Solche vielen kleinen guten Ideen hat Street Racer an jeder Ecke. Und das ist einfach klasse, weil es etwas mehr Schwung reinbringt. Das Spiel nutzt natürlich den Mode 7 Effekt des Super Nintendos und setzt diesen wirklich klasse um. Die Grafik ist farbenfroh und die Charaktere sind gut dargestellt. Ganz kommt es meiner Meinung nach nicht an den Charme von Super Mario Kart heran. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Spiel nicht schön anzusehen wäre. Die Sounduntermalung ist jetzt nicht so die tollste. Die Musik ist eben da, aber ist nicht wirklich eingängig. Schadet aber auch nicht. Die technische Stärke des Spiels liegt auf jeden Fall auf der Optik. Was taugt Street Racer für die Super Nintendo heute noch? Ich mag das Spiel. Es ist ein echt spaßiger Kart Racer und wer genug von Mario Kart hat, kann hier auf jeden Fall bedenkenlos zuschlagen. Ich mag einfach diese vielen kleinen Ideen wie die Extra-Punkte-Vergabe nach den Rennen einfach. Hier haben sich die Entwickler mit viel Kreativität dem Thema gewidmet und auf einer guten Idee aufgebaut. Eine klare Empfehlung von mir aus. Okay, zuallererst muss ich mich outen. Ich habe noch nie ein Castlevania-Spiel längere Zeit gespielt. Damals ist die Serie irgendwie komplett an mir vorbeigegangen und später habe ich dann irgendwie den Anschluss verloren. Dabei sollen die Spiele ja echt spitze sein. Höchste Zeit, das Ganze also mal nachzuholen und gleich mal mitten in der Serie einzusteigen. Was taugt Super Castlevania 4 für das Super Nintendo also heute noch? Das Spiel wurde natürlich von Konami programmiert und auch veröffentlicht. 1991 erschien es zuerst in Japan und Amerika, ein Jahr später kam es dann auch endlich zu uns. Das Spiel ist auch auf der virtuellen Konsole der Wii, Wii U und dem 3DS erhältlich. Außerdem ist das Spiel auch Teil des SNES Classic Minispiele-Angebotes. Die grundsätzliche Story ist relativ simpel gehalten. Es ist das Jahr 1691. Ihr seid Simon Belmont und macht euch auf, keine geringen als Dracula höchstpersönlich zu erledigen. Im Prinzip ist Super Castlevania natürlich ein Action-Plattformer wie die Vorgänger. Der Held ist mit einer Peitsche ausgerüstet und kann diese nicht nur nach links oder rechts knallen lassen, sondern in 8 Richtungen. Und das werdet ihr auch brauchen. Außerdem könnt ihr eure Peitsche auch noch baumeln lassen. So macht sie kaum Schaden, kann aber Gegner für kurze Zeit leben. Außerdem könnt ihr mit der Peitsche an bestimmten Ösen einhaken und euch dann wie Tarzan über Abgründe schwingen. Eure Hauptwaffe ist also durchaus vielseitig einsetzbar. Die Peitsche lässt sich dabei sogar noch durch Upgrades verbessern. Dazu kommen noch einige einsammelbaren Zweitwaffen, die jeweils eine begrenzte Anwendungsanzahl haben. Diese bekommt ihr serientypisch, indem ihr die überall verteilten Kerzen umhaut. Zum Glück kippt ihr auch nicht nur nach einem Treffer aus den Latschen, sondern habt eine Lebensenergie. Die könnt ihr natürlich auch immer wieder durch Items auffüllen. Damit zieht ihr also dann in den Kampf gegen Dracula. Um ihn zu besiegen, müsst ihr logischerweise in sein Schloss und das ist riesig und dazu noch gefüllt mit diversen Klischee-Monstern wie Skeletten und sonstigen Kreaturen. Ab und zu kommt dann natürlich noch ein Boss, der besiegt werden muss und besonders knifflig ist. Das Level-Design ist dabei relativ offen gestaltet. Nicht umsonst heißt das Metroidvania-Genre ebenso. Eine Mischung aus Metroid und Castlevania. Die Abschnitte des Schlosses sind dabei sowohl optisch als auch spielerisch sehr abwechslungsreich gestaltet. Wer hätte gedacht, dass so ein Herrschaftsansitz so groß und so unterschiedliche Bereiche bietet? Denkt allein mal an die Heizkosten. Was keinen überraschen sollte, das Spiel ist nicht gerade leicht. Wir sind hier zwar nicht in Bereichen wie Ghouls und Ghosts unterwegs, aber es ist schon sehr herausfordernd. Das ist in diesem Fall aber nicht negativ gemeint, da das Gameplay so gut ist, dass ihr es immer und immer wieder versuchen wollt. Der Schwierigkeitsgrad kommt auf jeden Fall nicht von einer schlechten Steuerung. Die ist nämlich perfekt gelungen und Simon reagiert immer sofort auf eure Eingaben. Wenn euch das Spiel trotzdem zu leicht ist, könnt ihr einen Hard Mode freispielen, indem ihr das Spiel einfach einmal durchspielt.
sehen. Für so einen relativ frühen Titel holt Castlevania so einiges aus dem System heraus. Die Grafik ist wunderbar stimmig und benutzt hier und da sogar den Mode 7 Effekt. Stimmiger kann man eigentlich fast nichts machen, vor allen Dingen weil die Level immer sehr abwechslungsreich gestaltet sind. Und die Musik erst. Die ist der Hammer. Sie unterstützt das Gameplay perfekt und treibt euch immer und immer wieder voran. Die Untermalung gehört auf jeden Fall zu dem Besten, was das System zu bieten hat. Ähnlich sieht es mit den Soundeffekten aus. Knackig und gut. Kein Wunder, dass die Musik 2017 sogar als Schallplatte erschienen ist. Was taugt Super Castlevania 4 für das Super Nintendo so heute noch? Den meisten von euch wird das absolut nicht überraschen. Ich bin begeistert von dem Spiel und finde es fast schade, dass die Serie so lange an mir vorbeigegangen ist. Das Gameplay ist wunderbar und die Musik peitscht euch immer wieder nach vorne. Ihr werdet einfach in dieses Spiel reingesaugt und kommt dann auch nicht so schnell wieder hinaus. Ein absoluter Pflichttitel für jede Sammlung und jedem, der sich mit der Spielebibliothek des Super Nintendos beschäftigt. Drop Zone ist einer dieser Spielhits aus den Urzeiten der Videospiele. Mitte der 80er Jahre wurde es begeistert von der Spielerschaft aufgenommen. Ein Jahrzehnt später gab es dann einen quasi Nachfolger auf den Super Nintendo. Schauen wir uns diese Version doch mal an. Was taugt Super Drop Zone für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Uocom entwickelt und von Psygnosis bei uns 1995 veröffentlicht. Das Spiel ist exklusiv für uns in Europa und erschien weder in Amerika noch in Japan. Von dem Spiel gibt es auch eine Version für die PlayStation und für den Game Boy Advance. Da das Spiel auf dem Original aus den 80ern basiert, ist das Spielprinzip natürlich sehr simpel gehalten. Ihr habt eine Auswahl aus verschiedenen Waffen und müsst mit deren Hilfe Gegner erledigen. Dazu bewegt ihr euch mit eurem Raumanzug über die Welt von links nach rechts. Für eure Waffen gibt es natürlich auch Power-Ups, die euch die erledigten Gegner hinterlassen. Das Arsenal beschränkt sich dabei allerdings auf die Basics und so bekommt ihr ein Maschinengewehr, Raketenwerfer und so weiter. Neben den Waffen stehen euch auch andere Hilfsmittel zur Verfügung. Per Knopfdruck könnt ihr euch kurze Zeit unverwundbar machen. Das könnt ihr aber logischerweise nicht andauernd machen, da dieses euren Energievorrat auffrisst. Außerdem gibt es auch Bomben, die den ganzen Bildschirm erledigen. Soweit also, so normal. In jedem der Level erwarten euch dann 10 Gegnerwellen. Habt ihr alle Fiesdinge auf dem Bildschirm erledigt, kommt die nächste. Am Ende der 10 Gegnerwelle kommt eine Art Bossgegner. Habt ihr das geschafft, geht es zum nächsten Planeten und die ganze Geschichte beginnt von vorne. Erwartet jedoch keine große Abwechslung, im Prinzip unterscheiden sich die Abschnitte nur optisch. Das finde ich sehr schade, da man hier ruhig auf den simplen Spielprinzip hätte aufbauen können. Mehr Variation hätte dem Spiel auf jeden Fall gut getan. Die Steuerung ist noch eine der Besonderheiten des Spiels. Da ihr ja im Weltraum kämpft, ist die Steuerung nicht sehr direkt. Schnelle Richtungswechsel sind daher nicht möglich und so müsst ihr immer mit Gegenschub und so weiter arbeiten. Nach kurzer Eingewöhnung geht das Ganze aber gut von der Hand. Der Schwierigkeitsgrad orientiert sich bei dem Ganzen eher am Original und früher waren die Spiele bekannterweise nicht gerade einfach. Das Spiel erbt diese Gene und so ist es teilweise echt schon frustrierend hart und einfach unfair. Da kommt zum Beispiel eine Warnung. Und eine Sekunde später seid ihr tot. Solche Szenen ersticken den Spielspaß doch im Keim. Die Grafik ist für das Erscheinungsjahr nicht wirklich gut. Wäre es ein frühes Super Nintendo Spiel, könnte man ja noch ein Auge zudrücken. Aber da sind mittlerweile schon ganz andere Titel erschienen. Das Spiel reizt doch nicht mal ansatzweise die Power des Systems aus. Der Sound steht ebenso da. Die Effekte gehen ja mal noch, aber die Sprachausgabe ist richtig mies. Die hätten sich die Entwickler ruhig sparen können. Was taugt Super Drop Zone für Super Nintendo also heute noch? Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Klar, das Kern des Spielprinzips ist zeitlos, macht heute auch noch Spaß. Jedoch trägt das Spiel ja super im Namen und dafür wird einfach zu wenig abgeliefert. Die Technik ist für das Spielerscheinungsjahr echt nicht gut und auf Dauer ist das Spiel einfach öde und frustrierend schwer. Super Mario Kart ist einer dieser Nintendo-Klassiker. Für jede Konsole seit dem Super Nintendo erschien ein Ableger und es ist heute noch so populär wie damals. Schauen wir uns also doch mal den Teil an, der die ganze Serie gestartet hat. Das Spiel erschien 1993 bei uns in Europa und wurde natürlich von Nintendo selbst veröffentlicht und auch programmiert. Das Spiel ist auch auf der virtuellen Konsole der Wii und der Wii U erhältlich. Für alle, die spieltechnisch die letzten Jahrzehnte unter einem Stein gewohnt haben,
Hier nochmal das grobe Spielprinzip. Ihr bestreitet Rennen mit den verschiedensten Nintendo-Charakteren über die unterschiedlichsten Strecken und müsst dabei gegen die Strecke und eure Kontrahenten ankämpfen. Ihr könnt das Spiel alleine oder zu zweit spielen. Alleine bestreitet ihr Rennen gegen den Computergegner. Dabei gibt es drei verschiedene Schwierigkeitsstufen: 50, 100 und 150 Kubikzentimeter. Die letzte Stufe muss dabei erst freigeschaltet werden. Habt ihr das ausgewählt, gibt es dann vier verschiedene Rennserien: den Pilz, Blumen, Stern und den Special Cup. Letztere müsst ihr dabei auch erst freischalten. Jeder der Serien besteht aus 5 unterschiedlichen Strecken. Dort müsst ihr immer mindestens den 4. Platz erreichen, weil ihr sonst ein Leben verliert und ihr habt nur 3. Habt ihr alle Leben verloren, ist der Cup für euch logischerweise zu Ende. Wenn ihr aber den Cup sogar gewinnen wollt, dann solltet ihr natürlich immer versuchen, möglichst Erster zu werden. Denn je höher eure Platzierung, desto mehr Punkte bekommt ihr. Das Prinzip ist also genauso wie beim echten Rennsport, also das mit den Punkten. Alleine könnt ihr auch ein Rennen gegen die Zeit bestreiten. Ihr könnt euch eine Strecke aussuchen und dort versuchen, die möglichst beste Zeit zu fahren. Wie ich finde, eine sehr schöne Möglichkeit, die Strecken in Ruhe besser kennenzulernen. Und dann gibt es da natürlich noch den berühmten Multiplayer. Auch zu zweit könnt ihr die Rennserie bestreiten, aber das Herz des Mehrspiels ist eindeutig der Battle-Modus. Hier fahrt ihr beide in einer Arena und bekriegt euch mit diversen Kampfmitteln. Wer zuerst 3 Treffer abbekommen hat, das sieht man an der Anzahl der Ballons, hat verloren. Moment, Kampfmittel? Was für Kampfmittel? Super Mario Kart lockert das Spielprinzip damit auf, dass man sich auch gegenseitig bekämpfen kann. Ihr fahrt über die Fragezeichen auf dem Boden und bekommt einen zufälligen Gegenstand, den ihr dann einsetzen könnt. Ihr könnt so zum Beispiel Bananenschalen auslegen, wo die dann eure Gegner fahren und dann ins Schleudern kommen. Oder ihr bewerft andere mit unterschiedlichen Arten von Schildkrötenpanzern. Ein tolles Spielelement, das das Ganze etwas auflockert. Als Fahrer eures Karts könnt ihr aus 8 verschiedenen Typen auswählen, die natürlich alle aus dem Mario-Franchise stammen. Diese unterscheiden sich in ihrer Fahrweise teilweise erheblich. So beschleunigt Donkey Kong sehr langsam, hat aber die höchste Geschwindigkeit. Und bei Yoshi ist das genau andersrum. Hier kann man also den Fahrer sehr gut nach seinem persönlichen Fahrstil anpassen. Die Strecken sind alle sehr detailreich und abwechslungsreich gestaltet. Ähnlich wie die Fahrer sind diese thematisch an den verschiedenen Leveln aus der Super Mario World angelehnt. So fahrt ihr durch idyllische Landschaften, Geisterschlösser bis hin zu Bowsers Schloss. Die Steuerung ist dabei natürlich eher auf Spaß ausgelegt als auf eine möglichst genaue Simulation. Daher geht sie leicht von der Hand, bietet aber durch das Driften auch eine gewisse Tiefe. Für mich der perfekte Mix zwischen Komplexität und Zugänglichkeit. Die Grafik ist für damalige Verhältnisse sehr weit fortgeschritten. Durch die Verwendung des Mode 7 Effektes sehen die Umgebung und Strecken klasse aus und sind heute durch die liebevolle Gestaltung auch immer noch schön anzusehen. Das einzige, was hier etwas schmerzt, ist, dass nur der halbe Bildschirm ausgenutzt wird. Der Sound ist ähnlich wie die Grafik grandios gelungen. Die Soundeffekte stehen super da und die Musik geht sofort ins Ohr. So muss das sein. Was taugt Super Mario Kart für das Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist zwar schon recht alt, aber heute immer noch problemlos und gut spielbar. Das Spielprinzip ist zeitlos und macht immer noch Spaß, vor allem natürlich zu zweit. Hier kann man auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen und das Spiel gehört in jede gute Super Nintendo Sammlung. Super Mario World war einer der Launch-Titel des Super Nintendo und fegte alles weg. Nicht umsonst gilt das Spiel als einer der großen Klassiker der Zeit. Es sollte natürlich auch ein paar Jahre später ein Nachfolger erscheinen und es war echt schwer, das noch zu toppen. Also ging man einen etwas anderen Weg. Führt dieser zum Erfolg? Was taugt Super Mario World 2 für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde natürlich von Nintendo selbst programmiert und auch veröffentlicht. Es erschien bei uns erst im Januar 1996 und damit waren wir in Deutschland fast schon die Letzten, die den Titel bekamen. Super Mario World 2 ist eines der Spiele, die den Super FX-Chip verwendet. Das Spiel wurde auch 2002 auf den Game Boy Advance portiert. Super Mario World 2 nimmt bewusst einen etwas anderen Weg und spielt in der Kindheit von Mario und seinem Bruder Luigi. Diese werden zu ihrer Geburt klassischerweise von einem Storch gebracht. Dieser wird aber überfallen. Luigi wird entführt und Mario stürzt auf die Yoshi-Insel. Dort wird er von seinen Bewohnern aufgenommen und auf seiner Suche nach seinem Bruder von den freundlichen Dinosauriern unterstützt. Es dürfte echt keinen überraschen, dass dieses Spiel wie sein Vorgänger ein Jump'n'Run ist. Im Vergleich nimmt es aber nicht nur optisch einen anderen Weg. Es fängt damit an, dass er nicht Mario selbst steuert, also bis auf einige wenige Bonuslevel, sondern einen der Yoshi-Dinosaurier, die das Baby einfach Huckepack nehmen.
Die Yoshis sind dabei quasi unverwundbar, verlieren aber ihren Reiter bei der Feindberührung. Und hier kommt das einzige, aber extrem nervige Spielelement ins Spiel. Das Schreien. Das Baby wird in einer Art Seifenblase gefangen und fliegt weg. Ihr müsst ihn dann schnellstmöglich befreien, da ihr ansonsten gekidnappt wird. Um euch darauf aufmerksam zu machen, schreit das Baby und dieses Geräusch habe ich sogar nach so langer Zeit immer noch im Ohr. Ua, ua. Ihr verliert erst ein Leben, wenn ihr es nicht schafft, den kleinen Racker rechtzeitig einzufangen. Wie ich finde, eine schöne Variante des Lebensbalken bzw. des Eintreffer und du bist tot Prinzips. Eine zentrale Rolle spielen auch die Eier. Davor könnt ihr maximal 6 Stück einsammeln, die dann schön hinter euch herhüpfen. Die Dinger könnt ihr dann werfen und so eure Gegner erledigen, Schalter umwerfen und so weiter. Dabei gibt es verschiedene Eierfarben, die alle ihre ganz eigenen Eigenschaften haben. Am einfachsten könnt ihr die grünen Eier selbst produzieren, indem ihr einfach bestimmte Gegner auffresst und dann mit dem Steuerkreuz nach unten drückt. Das Spiel führt euch durch insgesamt 6 verschieden gestaltete Welten mit jeweils 8 Leveln. Der Fokus der Level liegt eher auf das Lösen von kleinen Rätseln und dem Einsammeln bestimmter Gegenstände, als auf die reine Geschicklichkeit mit möglichst schweren Plattformer-Leveln. Die Stellen gibt es zwar auch, aber der Fokus liegt gefühlt woanders. Natürlich erwarten euch auch gelegentlich Bosse. Eines haben alle Welten gemeinsam, die fantastische optische und spielerische Gestaltung. Hier wurde sich sehr, sehr viel Gedanken über das Gameplay gemacht und das Spiel strotzt nur so vor guten Ideen. Zusammengefasst erwartet euch ein Jump'n'Run der Spitzenklasse mit vielen eigenen Ideen. Ich könnte fast stundenlang von diesem Spiel und seinen eigenen Features schwärmen, aber das würde dieses Format sprengen, also entschuldigt bitte, dass ich nicht auf alle Features im Detail eingehen kann. Das Spiel macht quasi kein Element falsch. Die Grafik ist fantastisch und vielleicht sogar das Beste auf dem System. Es fasziniert mich heute immer noch, zu was für Höchstleistungen das Super Nintendo mit dem Super FX Chip fähig war. Hier wurde der Chip nicht für eine krude 3D Darstellung genutzt, sondern für die Gestaltung einer sehr liebevollen und stilsicheren Welt. Was Besseres könnt ihr auf dem System fast nicht finden. Der Sound steht ebenso fantastisch da, wobei das glaube ich keinen so richtig wundert. Die Musik ist wunderschön und untermalt das Spielgeschehen perfekt. Die Soundeffekte sind ebenso perfekt und sehr, sehr stimmig. Also, was taugt Super Mario World 2 für Super Nintendo heute noch? Das Spiel ist einfach fantastisch und geht meiner Meinung nach genau den richtigen Weg. Einfach einen leicht verbesserten zweiten Teil abzuliefern wäre wohl zu einfach und nicht genug gewesen. Dadurch, dass das Spiel einen ganz anderen Weg nimmt, wurde hier etwas ganz eigenes kreiert. Ob der Teil besser ist als der erste, vermag ich nicht wirklich zu sagen, da die Stile einfach zu unterschiedlich sind. Sie liegen aber auf jeden Fall sehr, sehr nah beieinander. Danke an den Stiefel übrigens für den Videowunsch. Falls ihr auch einen Wunsch haben solltet, dann haut ihn einfach in die Kommentare rein. Ich liebe Punch-Out auf dem NES. Der Nachfolger Super Punch-Out ging aber irgendwie an mir vorbei, was wohl an dem relativ späten Erscheinen im Lebenszyklus des Super Nintendo lag. Wie schafft die Spielserie den Sprung in das 16-Bit-Zeitalter? Was taugt Super Punch-Out für das Super Nintendo heute noch? Super Punch-Out ist der direkte Nachfolger zum NES-Titel Punch-Out und wurde Anfang 1995 in Europa für das Super Nintendo veröffentlicht. Das Entwicklerstudio Nintendo Integrated Research and Development entwickelte das Spiel und Nintendo selbst veröffentlichte es. Ähnlich wie der NES-Vorgänger basiert das Spiel auf einem Spielhallen-Original, welches auf die Heimkonsole mit einigen Anpassungen portiert wurde. Wieder steuert ihr den aufstrebenden Boxer Little Mac durch seine Boxerkarriere, um Champion der World Video Boxing Association zu werden. Im Grunde hat sich das Gameplay nicht großartig verändert. Wie im NES-Vorgänger müsst ihr gegen unterschiedliche Gegner antreten. So erkämpft ihr euch euren Weg durch die 4 verschiedenen Ligen, in denen jeweils 4 Gegner auf euch warten. Am Schluss der jeweiligen Liga wartet ein besonders harter Gegner auf euch. Alle Boxer haben dabei einzigartige Bewegungsmuster und Schwachstellen. Diese müsst ihr herausfinden und ausnutzen. Besonders gefährlich sind dabei die Sonderattacken, welche ihr immer nur auf eine bestimmte Weise kontern könnt.
Tut ihr das nicht, geht ihr schnell zu Boden. Euer Bewegungsspektrum ist dabei leider nicht ganz so variantenreich wie das eurer Kontrahenten. Ihr könnt Schlägen ausweichen, indem ihr euch nach rechts, links und nach hinten bewegt. Schlagen könnt ihr zum Gesicht oder zum Bauch. Außerdem könnt ihr stärkere Angriffsarten ausführen. Für diese Schläge ist der Powerbalken am unteren Bildschirmrand wichtig. Diesen füllt ihr auf, indem ihr euren Gegner mit Schlägen trefft. Ist dieser komplett aufgefüllt, könnt ihr Uppercuts, Haken oder schnell aufeinanderfolgende Schläge auslösen. Dabei müsst ihr jedoch auf das richtige Timing achten, da diese Schläge zeitverzögert ausgeführt werden. Die Kämpfe gehen dabei nur über eine Runde, welche 3 Minuten dauert. In dieser Runde müsst ihr entweder per Knockout-KO oder TKO, das sind 3 KOs, gewinnen. Ein Sieg nach Punkten am Rundenende gibt es nicht, solltet ihr bis dahin gelangen, habt ihr automatisch verloren. Euer Trainer hilft euch in den Kämpfen, indem er euch Tipps zuruft. Wenn euer Gegner niedergeschlagen auf dem Boden liegt, könnt ihr euren eigenen Lebensbalken durch das Drücken von Knöpfen auf dem Controller leicht wieder auffüllen. Man merkt dem Spiel an, dass es relativ spät im Lebenszyklus des Super Nintendo erschienen ist. Die Grafik ist sehr schön anzusehen und der bunte Comic-Stil passt sehr gut zum Spiel. Little Mac wird transparent vor eurem Gegner dargestellt und so habt ihr jederzeit einen freien Blick auf euren Gegner. Diese sind sehr detailliert und variantenreich dargestellt. Auch die Animationen sind sehr gut gelungen und der Boxring mit dem Publikum im Hintergrund ist sehr ansehnlich. Der Sound steht im Ganzen in nichts nach. Zwar tritt Mario nicht mehr auf, dafür meldet sich aber der unsichtbare Schiedsrichter per gut verständlicher Sprachausgabe zu Wort. Auch die Musikuntermalung passt sehr gut und verbreitet eine aufgeregte Atmosphäre. Kommen wir also zu der abschließenden Frage, taugt Super Punch-Out für das Super Nintendo heute noch was? Ich würde definitiv ja sagen und bin fast traurig, dass ich das Spiel erst so spät entdeckt habe. Das Spiel ist ein würdiger Nachfolger zu seinem NES-Ableger und verbessert alle relevanten Teilbereiche. Das Spiel ist lose momentan für um die 20 Euro zu haben und daher eine klare Kaufempfehlung für alle Freunde eines spaßigen Boxspiels. Fortnite war damals eine populäre Serie und mein Einstieg war die Gameboy-Version. Ich kam dort nie weit, aber ich habe es immer und immer wieder versucht und hatte meinen Spaß damit. Diese Version war natürlich nur eine von vielen und so wurde auch das Super Nintendo mit einem Ableger versorgt. Wie schlägt es sich mit der besseren Technik? Was taugt Super R-Type für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde natürlich wie andere Teile der Serie von Irem entwickelt und von Nintendo Bros. 1992 veröffentlicht, also sehr früh im Lebenszyklus des Systems. Es erschien auch 2008 für die virtuelle Konsole der Wii und auf dem Super Nintendo erschien 1994 ein Nachfolger unter dem Namen R-Type 3. Eine Hintergrundgeschichte ist leider quasi nicht vorhanden und lässt sich schnell zusammenfassen. Da sind fiese Aliens und die müsst ihr wegschießen. Piu, piu. Super R-Type ist natürlich ein klassisches Shoot'em'up, das von links nach rechts gespielt wird. Wenn ihr startet, habt ihr eure Standardwaffe und wenn ihr den Knopf länger gedrückt haltet, ladet ihr ihn auf und entfesselt dann einen besonders mächtigen Schuss. Natürlich gibt es auch andere Upgrades. Am bekanntesten ist natürlich der kleine Satellit, den ihr dynamisch an euren Raumschiff anflanschen könnt und der je nach Position seine ganz eigenen Vor- und Nachteile bietet. Aber auch sonstige Waffen-Upgrades können natürlich eingesammelt werden, die aber jetzt alle nichts allzu Besonderes sind und gewohnte Standardkost bieten. Wenn ihr jedoch sterbt, sind diese natürlich erstmal alle futsch. Neben dem Satelliten-Feature ist natürlich auch die allgemeine Gestaltung Kernmerkmal der R-Type-Serie. Alles sieht organisch technisch aus und verbreitet damit ein ganz eigenes Feeling. Ich finde den Look sehr stimmig und vor allem die Bossgegner am Levelende sind klasse gestaltet. Die restlichen Normalgegner sind vom Look her auch passend, aber vom Spielerischen bieten die eher gewohnte Genre-Kost und euch erwarten jetzt dort keine besonderen Twists. Da wäre doch sicherlich mehr gegangen. Der Schwierigkeitsgrad ist natürlich serientypisch sehr knackig geraten. Bei einem Treffer verliert er gleich ein Leben. Da schmerzt es umso mehr, dass es keine Speicher- oder wenigstens eine Passwortfunktion gibt. Das ist für mich ein harter Kritikpunkt, vor allen Dingen, weil das Spiel jetzt auch nicht so kurz ist. Dazu kommt noch, dass es in den 7 Leveln keine Checkpoints gibt. Sterbt ihr, müsst ihr wieder von ganz vorne anfangen. Die Schwierigkeit könnt ihr aber immerhin einstellen, aber selbst auf einfach ist es noch herausfordernd. Geübte Spieler brauchen ca. eine Stunde, während man ansonsten natürlich auch länger braucht. Immerhin steht euch jedoch nie die Steuerung im Weg, diese ist immer schön knackig und euer Schiff macht immer das, was ihr von ihm wollt. Technisch hat das Spiel leider zwei Seiten. Zum einen sieht die Grafik für einen so frühen Titel sehr gut aus. Auf der anderen Seite, naja, das könnt ihr euch ja jetzt schon denken. Slowdowns. Wenn viel auf dem Bildschirm los ist, verlangt sich alles gerne mal extrem. Damit muss man halt klarkommen, wobei das Spiel doch immer gerade so spielbar bleibt. Das Sound hingegen, der schwächelt nicht wegen mangelnder Optimierung. Der ist sehr gut untermalt, das Spielgeschehen perfekt.
In diesem Bereich gibt es also nichts zu meckern. Was taugt Super R-Type für das Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist durchaus in Ordnung, aber bei weitem nicht perfekt. Die technischen Probleme, Stichwort Slowdowns, die stören dann doch nach einer Weile. Es bleibt zwar immer alles spielbar, aber toll ist natürlich anders. Dazu kommt noch der sehr knackige Schwierigkeitsgrad, der es für Einsteiger auch nicht gerade einfach macht. Wenn euch diese beiden Punkte jedoch nicht stören, könnt ihr hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Damals gab es eine goldene Regel. Keine Konsole durfte erscheinen, ohne auch zum Start die Standard-Sportspiele dabei zu haben. So waren meist Tennis und natürlich auch Fußballspiele meistens relativ schnell käuflich zu erwerben. Beim Super Nintendo war es Super Soccer. Wie schlägt es sich? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Super Soccer für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Human Entertainment entwickelt und von Nintendo selbst 1992 veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher unter dem Namen Super Formation Soccer. Wer das Spiel heute spielen will, kann es in der Super Nintendo App der Switch antesten. Naja, was erwartet ihr bei so einem Spiel? Das soll eigentlich klar sein bei dem Cover. Es ist ein Fußballspiel, in dem ihr verschiedene Matches bestreiten könnt. Dabei stehen euch 16 verschiedene Länder zur Verfügung, die alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Wobei es hier jedoch Länder gibt, die wesentlich besser sind als andere. Das ist ja auch logisch. Deutschland ist natürlich besser als die jugoslawische Mannschaft. Die verschiedenen Stärken sind dabei Angriff, Verteidigung und auch die Laufgeschwindigkeit. Diese Faktoren merkt man dann auch im Spiel. Als Spielmodi stehen euch im Prinzip drei zur Verfügung. Einmal der Turniermodus. Hier tretet ihr logischerweise der Reihe nach gegen die anderen Teams an, die immer schwerer werden. Vor einem Spiel könnt ihr dabei immer etwas Feintuning vornehmen. Ihr könnt zum Beispiel eure Aufstellung je nach euren Spielstil anpassen, ob ihr den Torwart manuell steuern wollt oder nicht, und könnt noch die Personen austauschen. Kann man machen, geht aber auch ohne ganz gut. Die anderen Spielmodi sind Testspiele gegen einen frei wählbaren Gegner oder das Elfmeterschießen. Letzteres ist relativ überflüssig und meiner Meinung nach spaßbefreit. Eine gute Nachricht jedoch für Mehrspielerfans, man kann alle Spielmodi auch mit zwei Leuten gleichzeitig spielen. Wenn ihr dann erst einmal im Spiel seid, fällt natürlich erst einmal die seltsame Optik aus. Es wird hier nicht in einer Draufsicht gespielt, sondern in einer perspektivischen, schrägen Draufsicht. Das ist leider nicht gerade das Übersichtlichste und ich musste auf jeden Fall erst einmal mich darauf einstellen. Aber es gibt auch schlechtere Ansichten. Die Steuerung ist dabei relativ simpel. Es gibt einen starken und einen schwächeren Schuss und eine Passtaste. Bei letzten spielt ihr einen Pass auf die markierte Person. Die Markierung könnt ihr dabei mit den L- und R-Tasten durchwechseln. Im Verteidigungsmodus ändern sich die Tasten logischerweise und ihr könnt Gegner auch umholzen. Bei der Verteidigung zeigt euch das Spiel auch eine Besonderheit. Hier steuert ihr gleich die ganze Reihe der Spieler gleichzeitig. Der Schiri lässt eigentlich das meiste durchgehen. Bei mir hat sogar mal ein Gegner meinen Torwart beim Abstoß umgewämst und es wurde nichts gepfiffen. Allgemein spielt sich alles relativ fluffig, ist aber nicht allzu leicht. Man muss sich erst in die Steuerung etwas hineinfuchsen und üben, üben, üben. Den Fortschritt im Turniermodus könnt ihr dabei sogar mit Passwörtern speichern. Die Grafik sieht für einen neuen Titel durchaus ordentlich aus. Klar, hier sollte die Power des Mode 7 Effektes auch bei einem Sportspiel gezeigt werden und das ist durchaus gelungen. Die Sprites sehen alle gut aus, nur die Übersicht ist durch die Perspektive leider nicht gerade die beste. Der Sound hält sich bei dem Ganzen eher zurück, aber das ist ja normal bei Sportspielen. Was taugt Super Soccer für das Super Nintendo also heute noch? Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich jetzt kein Überfan bin, was Sportspiele angeht. Deswegen erwartet hier jetzt keinen genauen Vergleich und Einordnung von mir. Ich hatte jedoch durchaus meinen Spaß mit dem Spiel. Wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, geht alles in Ordnung und man wird von Spiel zu Spiel merklich besser. Für einen Launch-Titel ist hier auf jeden Fall ein solides Fußballspiel veröffentlicht worden und wenn man mag, kann man hier heute auch immer noch gerne reinspielen. Gerne auch bei der Switch. Wie beim NES erschien bei der Veröffentlichung des Super Nintendo auch ein Tennisspiel. Wie wir in der letzten Folge herausgefunden haben, war Tennis auf dem NES zwar gut, aber im Umfang nicht gerade der Bringer. Macht die Super Nintendo Version hier etwas besser? Was taugt Super Tennis für das Super Nintendo heute noch? Super Tennis erschien 1992 zum Launch des Super Nintendos. Es wurde von Tokyo Shoseki programmiert und von Nintendo selber veröffentlicht. Es sollte die neue Power des 16-Bit-Zeitalters demonstrieren und wurde von der Presse damals wohlwollend aufgenommen.
Wie der Name schon sagt, spielt er in diesem Spiel Tennis. Dieses könnt ihr wie im quasi Vorgänger zu zweit oder alleine gegen den Computer tun. Zu zweit könnt ihr gegeneinander, zusammen gegen den Computer oder jeder zusammen mit dem Computer gegeneinander spielen. Wenn ihr das Spiel startet, habt ihr die Auswahl aus drei verschiedenen Modi. Ihr könnt zwischen Single, Double und Circuit auswählen. Im Single spielt ihr ein einfaches Spiel gegen den Computer oder einen Mitspieler. Dort könnt ihr zwischen verschiedenen Spielern auswählen, wie viele Sätze ihr spielen wollt und auf welchen Untergrund. Jeder Untergrund hat dabei seine ganz eigenen Balleigenschaften. Im Double-Modus erwartet euch im Prinzip die gleiche Struktur, nur dass ihr hier im Doppel mit einem Freund oder dem Computer spielt. Der Kern des Spiels ist der Circuit-Modus. Diese Spielvariante könnt ihr leider nur alleine spielen und ist im Kern ein Turniermodus. Hier rückt ihr nach einem gewonnenen Match immer weiter. Natürlich werden euch immer schwere Gegner präsentiert und euer Ziel ist es, die Nummer 1 zu werden. Dabei wählt ihr euch einen der vorgefertigten Charaktere. Diese haben alle Vor- und Nachteile, eine gewisse Portion an Strategie ist hier also erforderlich. Leider speichert das Spiel euren Fortschritt im Circuit-Modus nur per Passwort und nicht mit Batteriespeicherfunktion. Wie steuert sich das Ganze? Die Spieler agieren angenehm flott und reagieren sofort auf eure Tasteneingaben. Ihr flitzt schnell über den Platz und könnt so jeden Ball erreichen. Mit den Tasten des Gamepads könnt ihr diverse Schläge ausführen. Die Palette geht dabei von Volleys zu Spins und Loops. Hier vermisst ihr also keine Schlagvariante. Allgemein ist die Steuerung sehr gut gelungen. Die Grafik ist sehr stimmig und gut gelungen. Der berühmte Mode-7-Effekt wird eingesetzt, um in den Tenniscourt rein und raus zu zoomen. Das Publikum ist hübsch animiert und durch die Balljungen steht ihr nicht mehr ganz so alleine auf dem Platz. Auch der Sound ist stimmig gelungen. Es gibt zwar keine Hintergrundmusik, aber alle Schlaggeräusche sind gut abgestimmt und sogar eine Sprachausgabe begleitet eure Matches, auch wenn diese nicht sehr klar ist. Was taugt Super Tennis für das Super Nintendo also heute noch? Es ist ein erstklassiges Sportspiel, das die Schwächen des NES-Vorgängers gekonnt ausbügelt. Der Turniermodus bietet euch langfristige Motivation und es macht viel Spaß, die Rangliste hoch zu klettern. Der einzigste Makel hier ist die fehlende Speicherfunktion. Passwörter eingeben ist einfach zu fummelig und nicht mehr zeitgemäß. Ansonsten ist das Spiel durchaus solide und wer Tennis auf den Super Nintendo spielen möchte, kann hier beruhigt zugreifen. Schon allein, weil ihr das Spiel für um die 6 Euro Lose momentan bekommen könnt. Turrican kann ich bisher nur vom C64. Ich hatte es damals bei einem Kumpel gesehen und das Gameplay packte mich sofort, was da aus dem System herausgeholt wurde. Erst jetzt in modernen Zeiten erfuhr ich, dass es auch dutzende andere Portierungen gab. Höchste Zeit also mal in die Variante für ein Nintendo 16-Bit-System reinzuschauen. Was taugt Super Turrican für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde vom deutschen Entwicklerstudio Factor 5 programmiert und bei uns in Europa 1993 von Hudson Soft veröffentlicht. Käufer vom Analog Super NT dürfte das Spiel bekannt vorkommen. Dieses wird nämlich mit einem Director's Cut von Super Turrican ausgeliefert. Dort wurden nicht verwendete Elemente wieder eingebaut. Damals war schlichtweg nicht genug Platz auf dem Modul und so musste einiges gekürzt werden. Die Story ist, wie für die Zeit üblich, natürlich eher ein Platzhalter. Ihr seid Bren McGuire und ihr müsst den Planeten von der Maschine befreien. Also, naja, piu piu, böse Aliens abknallen und die Welt retten. Das Spiel ist ein One-and-Gun-Spiel im Stile von Probotector und Co. Ihr lauft also mit eurer Knarre durch die Level und schießt auf alles, was sich bewegt. Dabei startet ihr wie gewohnt natürlich mit einer relativ schwachen Knarre. Die könnt ihr aber natürlich mit diversen einsammelbaren Upgrades verbessern. Die Varianten sind dabei jedoch nichts großartig Besonderes. Es gibt zum Beispiel einen Mehrfachschuss oder, mein Favorit, einen Schuss, der an Wänden abprallt. So könnt ihr auch schon mal Gegner um die Ecke erledigen. Sehr praktisch. Wenn es mal zu brenzlig wird, könnt ihr euch wie in Metroid zu einer Kugel verwandeln und die Gegner mit einem Raketenteppich erledigen. Außerdem gibt es natürlich noch den Oh-Shit-Button, in dem ihr eine Bombe zünden könnt, die ihr auf den ganzen Bildschirm dicken Schaden anrichtet. Soweit also so gut. Der Star des Gameplays ist auf jeden Fall das Level-Design. In Turrican geht es nämlich nicht dröge von links nach rechts. Die Abschnitte nehmen auch gerne mal Abzweigungen und lockern so das Gameplay denn doch enorm auf. Meistens gibt es mehrere Wege, die zum Ziel führen. Ihr verliert aber zum Glück nie die Übersicht, da hier und da immer ein kleiner Hinweispfeil auftaucht und euch die Richtung zum Levelausgang weist. Das einzige, was es hier vielleicht zu meckern gibt, ist, dass manche Plattformeinlagen nicht ideal ausgestaltet sind und man sich teilweise pixelgenau vor einen Sprung positionieren muss. Das geschieht jedoch recht selten. Außerdem steigt ihr bei euren Ableben immer genau dort ein, wo ihr aufgehört habt. Insgesamt erwarten euch 12 Level, die auf 4 verschiedene Welten verteilt sind. Grafisch sieht man dem Spiel vom Stil her meiner Meinung nach an, dass die Serie ursprünglich von den Heimcomputern kommt. Das heißt, es ist natürlich nicht schlecht,
Schlechtes, da es sich angenehm von anderen Spielen des Genres abhebt. Die Umgebung und Animationen sind sehr gut geraten. Hier gibt es echt nichts zu meckern. Die Musik stammt vom bekannten Videospielkomponisten Chris Hülsbeck und so sollte es nicht überraschen, dass sie über jeden Zweifel erhaben ist. Die Untermalung passt immer perfekt und klingt angenehm anders als zum sonstigen 16-Bit einerlei. Die Soundeffekte sind zwar nicht ganz so gut, aber immer noch sehr gut. Was taugt Super Turrican für das Super Nintendo heute noch? Ich kann das Spiel jedem nur wärmstens empfehlen. Das Spiel bietet euch eine zeitlose Unterhaltung und ist durch das schöne Leveldesign immer anders. Ihr könnt ja theoretisch immer andere Wege zum Ziel nehmen und so wird ein erneutes Durchspielen nicht so schnell langweilig. Das Spiel hat nicht umsonst einen guten Ruf und ich kann es nur jedem Fan des Genres ans Herz legen. Ich habe ja schon einmal ein Spiel zu dem berühmten tasmanischen Teufel Tess auf den Game Gear getestet und das Spiel war nicht wirklich gut. Es gab natürlich auch Spiele auf anderen Plattformen und die hier für den Super Nintendo macht eigentlich alles anders. Das klingt ja jetzt schon einmal nicht verkehrt, oder? Was taugt Tasmania für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Visual Concepts entwickelt und von Sunsoft 1993 veröffentlicht. Das Spiel erschien auf allen gängigen Sega- und Nintendo-Konsolen der Zeit, wobei sich die Super Nintendo-Version komplett anders spielt und speziell für das System entwickelt wurde. Die Story ist simpel und fast nicht vorhanden. Tess läuft nach Hause und muss daher verschiedene Straßen durchqueren. Ja, das ist die Story, hätte man sich jetzt auch sparen können. Wie schon erwähnt, ist das Gameplay komplett anders. Die anderen Versionen sind im Prinzip alle mehr oder weniger klassische Plattformer. In der Super Nintendo Version wurde aber der Mode 7 Effekt ausgenutzt und das Spiel ist daher eine Art Rennspiel. Wobei der Begriff Rennspiel nur sehr vage zutrifft. Ihr fahrt natürlich nicht Rennen gegen andere Spieler und Autos oder ähnliches gibt es auch gar nicht. Die Gemeinsamkeit ist aber, dass ihr Strecken herunterlauft, Dinge ausweicht und Sachen einsammelt. Und das hat ja schon etwas im Kern mit Mario Kart oder ähnlichem zu tun. Ihr müsst euch in 5 Akten beweisen, die jeweils in 3 Level unterteilt sind. Dazu gibt es noch jeweils ein Bonus-Level. Die einzelnen Abschnitte spielen sich allerdings sehr ähnlich, aber so habt ihr immer eine etwas optische Abwechslung. Aber was tut ihr in den Leveln außer Rennen? Im Prinzip ist euer Ziel, die kleinen gelben Kiwis zu essen. Habt ihr eine bestimmte Menge zu euch genommen, habt ihr das Level beendet. So einfach wie das klingt, ist das natürlich nicht. Unendlich viel Zeit habt ihr natürlich nicht und ihr müsst das Level innerhalb eines Zeitlimits beenden. Auf den Straßen befinden sich nicht nur die guten Kiwis, sondern auch diverse Hindernisse. Unter anderem müsst ihr auf Autos und Lastwagen achten. Solltet ihr mit anderen Elementen kollidieren, verliert ihr etwas Lebensenergie. Habt ihr keine mehr, verliert ihr natürlich. Ihr könnt jedoch eure Energie mit dem Verspeisen der blauen Vögel wieder auffüllen. Die sind nur etwas schwieriger zu fangen, weil die immer fliegen. Die Steuerung ist sehr gut gelungen. Gas geben müsst ihr zum Glück nicht, per Knopfdruck sammelt ihr die Kiwis oder die Vögel ein und ihr könnt auch springen. Mehr braucht ihr nicht, jedoch müsst ihr immer aufpassen, wo ihr gerade hinläuft, da ihr ansonsten ziemlich schnell an einen Kaktus landet oder ähnlichem. Die Grafik ist durchaus ansehnlich geraten. Hier wurde dank dem Mode 7 Effekt einiges aus der Konsole rausgeholt. Alles scrollt flüssig und ist gut und klar zu erkennen. Auch die Level-Hintergründe sind immer sehr schön stimmig gestaltet. Der Sound ist ebenso wie die Grafik stimmig und passend geraten. Die bekannte Looney Tunes Musik ist natürlich vorhanden und auch die restlichen Stücke sind sehr atmosphärisch und passend gelungen. Als ich das Spiel zum ersten Mal geschaltet habe, war ich echt überrascht, wie gut alles klingt. Was taugt Tasmania für den Super Nintendo also heute noch? Im Prinzip finde ich die Spielidee gar nicht mal so schlecht und die wurde auch schließlich auch technisch recht gut umgesetzt. Aber irgendwie fehlt auch etwas an dem Spiel. Auf Dauer ist das Ganze dann doch etwas eintönig. Der ganz große Wurf ist hier also nicht gelungen, aber immerhin ist das Spiel wesentlich besser als die Game Gear Variante. Wobei, das ist jetzt auch nicht wirklich schwer. Tetris sollte ja eigentlich jedem bekannt sein. Es ist hier umsonst eines der populärsten Videospiele aller Zeiten. Natürlich gibt es auch Dutzende Nachfolger und Spin-Offs, die alle versucht haben, auf dieser Erfolgswelle mitzureiten. So erschien auch Tetris Attack auf dem Super Nintendo. Was macht es anders? Wie schlägt es sich? Was taugt Tetris Attack auf dem Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Intelligent Systems programmiert und von Nintendo selbst 1996 veröffentlicht. Das Spiel erschien auch zeitgleich für den Game Boy, wo es natürlich etwas
abgespeckter erschien. In Japan erschien das Spiel unter dem Namen Panel de Pon und verzichtete auf die Nintendo-Charaktere. Ich war positiv überrascht, als ich das Modul eingesteckt habe und mir keine eher nüchterne Tetris-Optik entgegenstrahlte, sondern die altbekannten Nintendo-Charaktere. Das bringt natürlich noch einmal einen guten Schwung, gute Laune und Charme mit rein. Aber fangen wir von vorne an. Grundsätzlich ist das Spiel natürlich ein Puzzlespiel, das mit Tetris allerdings nicht zu viel gemeinsam hat. Wie im Namenspartner spielt sich das natürlich auf einem begrenzten Spielfeld und ihr müsst Steine kombinieren. Danach hören aber auch die Gemeinsamkeiten schon auf. Ihr habt 4 unterschiedliche Typen von Kästchen. Kombiniert ihr 3 oder mehr davon, verschwinden sie. Natürlich könnt ihr auch noch mehr Punkte einheimsen, wenn ihr mehr aneinander reiht. Das tut ihr, indem ihr mit dem Cursor die entsprechenden Felder markiert und dann tauscht. Damit es nicht zu schnell langweilig wird, erhöht sich später natürlich auch der Schwierigkeitsgrad und die Geschwindigkeit und so müsst ihr immer schneller kombinieren. Die Regeln sind also einfach gestrickt, aber Tetris Attack verfolgt natürlich nach dem goldenen Spielprinzip einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern. Euch erwarten diverse Spielmodi. Im unendlichen Modus spielt ihr, unendlich lange, bis der Bildschirm voll ist. Im Puzzle-Modus erwarten euch vorgefertigte Felder, die ihr dann entsprechend lösen müsst. Der Kern ist aber der Story-Modus. Hier müsst ihr insgesamt 30 Level absolvieren und zum Schluss sogar Bowser den Gar ausmachen. Die Level werden natürlich immer schwerer und sorgt ihr immer eine gute Herausforderung vor euch. Der Schwierigkeitsgrad bleibt dabei immer relativ schwer und so seid ihr immer motiviert weiterzumachen. Ich war echt fasziniert, wie schnell ich in dieses Spiel reingesaugt wurde. Im Singleplayer wird euch hier also einiges geboten. Es gibt aber auch einen Multiplayer-Modus. Hier schnappt ihr euch einfach einen Freund und mit diesem duelliert ihr euch dann. Hier könnt ihr auch durch Kombos euren Gegner weiter zusetzen, also ähnlich wie in Kirby's Ghost Trap. Wenn kein Kumpel zur Hand ist, könnt ihr diesen dann natürlich auch mit einem Computer-Gegner ersetzen. Die Grafik ist wie von einem Nintendo-Spiel nicht anders zu erwarten, war kunterbunt geraten und verbreitet sofort eine gute Laune-Stimmung. Die Charaktere sehen alle klasse aus und ihre Animationen passen. Der Sound steht dem in nichts nach. Jedes Level begleitet euch ein schönes Musikstück. Jedes davon ist passend und begleitet euch prima durch die Knobelaufgaben. Auch die Soundeffekte sind entsprechend. Was taugt Tetris Attack für Super Nintendo also heute noch? Ihr wollt ein gutes Puzzlespiel auf dem Super Nintendo? Dann greift hier auf jeden Fall zu. Das Spielprinzip ist wie bei jedem guten Puzzlespiel simpel, aber extrem süchtig machend. Nintendo hat es mal wieder prima geschafft, mit seinen eigenen Charmen ein Spiel zu würzen und damit etwas Grandioses zu erschaffen. Für jeden Puzzle-Fan auf jeden Fall ein Muss. Bei diesem Titel sprach mich vor allem das Cover und natürlich auch der Name an. The Brainies. Das klingt schon so nach einem verrückten Puzzlespiel mit abgedrehtem Prinzip. Also, lass uns mal reinschauen, was das Spiel so zu bieten hat. Was taugt The Brainies für das Super Nintendo also heute noch? Das Spiel wurde von Taito Software entwickelt und auch 1994 bei uns veröffentlicht. In den USA erschien es ganze 2 Jahre später und Japan sah das Spiel gar nicht. Das Spiel ist auch unter dem Namen Tiny Squeaks für den Amiga und Atari ST erschienen. Wie man sich bei dem Namen Brainies schon denken kann, ist es wirklich ein Puzzlespiel. Euch erwartet hier jedoch keine Tetris-Variante oder ähnliches. Das Spiel bringt ein ganz eigenes Konzept mit sich. Wie bei jedem guten Puzzlespiel bietet es ein sehr simples Spielprinzip, welches später immer kniffliger wird. Aber fangen wir mal von vorne an. In jedem Level habt ihr die knuddeligen Brainies, die in 4 verschiedenen Farben kommen. Euer Ziel ist es, die kleinen Knäuel ins Ziel zu lotsen. Das heißt, ihr müsst die Brainies auf die Felder ihrer jeweiligen Farbe lotsen. Habt ihr das mit allen geschafft, ist das Level zu Ende und es geht weiter. Soweit also so einfach. Die Brainies sind nämlich nicht, wie ihr Name vermuten lässt, sehr klug und wandern nur in geraden Linien, bis sie auf eine Wand oder ein sonstiges Hindernis treffen. So müsst ihr dann natürlich immer knobeln, was der richtige Weg ist, andere Brainies als Hindernisse einsetzen und so weiter. Wie angesprochen fängt das ganze Spiel natürlich recht simpel an, aber die 100 Level werden natürlich immer schwerer. Später warten euch zum Beispiel Bomben oder Teleporter als Hindernisse. Die Level verändern sich aber nicht nur vom Gameplay her, sondern auch vom Aussehen. So wird euch auf jeden Fall nicht so schnell langweilig. Ihr könnt jedoch nicht einfach alles in Ruhe planen, da ihr immer ein Zeitlimit im Nacken habt, welches euch teilweise echt unter Druck setzt. Wie in jedem guten Spiel müsst ihr das Spiel aber zum Glück nicht an einem Stück durchzocken. Ihr bekommt alle 5 Level ein Passwort und so könnt ihr immer wieder dort einsteigen, wo ihr aufgehört habt. Für so ein Spiel eine Pflichtfunktion, das leider nicht jedes in diesem Genre hat. Die Steuerung ist dabei immer sehr schön direkt und die Brainies reagieren immer sofort nach euren Angaben. Aber naja.
ganz ehrlich, was will man hier schon großartig falsch machen? Zusammengefasst erwartet euch hier ein simples und süchtig machendes Puzzlespiel, das euch hineinziehen und nicht so schnell wieder loslassen wird. Die Grafik ist okay, aber jetzt nichts Besonderes. Wie für ein Puzzlespiel üblich, hat man sich hier eher auf die Basics beschränkt. Immerhin kommt hier der Mode 7 Effekt auch zum Zuge. Der Sound steht genauso da. Die Musik ist zwar passend, geht einen aber nach eigentlich schon kurzer Zeit so ziemlich auf den Senkel. Hier wäre etwas mehr Variation nicht schlecht gewesen. Was taugt The Brainies für Super Nintendo also heute noch? Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Spiel. Ich habe nicht viel erwartet, aber dann zog es mich doch in seinen Bann. Wer mal einen etwas anderen Puzzler auf den Super Nintendo zocken will, kann hier auf jeden Fall einen Blick riskieren. Der gute Thorsten hat mich angesprochen und sich ein Video zu dem Spiel hier gewünscht. Es ist irgendwie immer bei mir unter dem Radar geschwommen. Vermutlich, weil ich dachte, es wäre eine dieser typischen Lizenzgurken. Dem ist aber anscheinend nicht so. An dieser Stelle möchte ich auch gerne auf das Video vom Retro Joe zu dem Spiel verweisen. Ich habe es unten verlinkt und würde mich freuen, wenn ihr bei ihm vorbeischaut. Schaut es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Was taugt The Death and Return of Superman für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel war eines der frühen Werke des berühmten Entwicklerstudios Blizzard Entertainment und wurde von Sunsoft bei uns 1994 veröffentlicht. Neben dem Super Nintendo erschien auch eine Variante für den Mega Drive ein Jahr später. Die Hintergrundgeschichte ist mal ausnahmsweise relativ tiefgehend und auf jeden Fall nicht einfach nur ein Platzhalter. Ich kürze sie aus Zeitgründen jedoch stark zusammen. Doomsday tötet Superman. Ein paar Jahre danach erscheinen jedoch verschiedene neue Supermans und alle sind irgendwie anders, aber auch irgendwie Superman. Wer ist jetzt der echte? Das Spiel ist ein klassisches Beat'em-up. Mit dem Steuerkreuz bewegt ihr Superman wie gewohnt in die vier Richtungen. Als Aktionstasten habt ihr den Schlag, einen Fernangriff, eine Sprung- bzw. Fliegtaste und einen Oh-Shit-Button. Letzterer löst einen besonders starken Angriff aus, der alle Gegner auf dem Bildschirm sofort erledigt. Den könnt ihr aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl benutzen. Wie oft seht ihr an den roten Punkten unter der Lebensenergieanzeige? Soweit also so gut. Klingt ja erst einmal sehr nach Standard. Natürlich bringt das Spiel auch seinen eigenen Kniff hinein, das was natürlich völlig zu eintönig wäre. Wie ihr der Story ja entnehmen könnt, tauchen mehrere Varianten von Superman auf. Und die steuert ihr auch. Insgesamt 5 verschiedene Routes durch die verschiedenen Umgebungen und jeder spielt sich nicht komplett anders, aber immerhin so viel, dass es durchaus sich etwas anders anfühlt. Vor allem die Fernkampfattacke ist immer unterschiedlich. Und ob der jeweilige Superman einfach nur schlägt oder auch tritt, ist schon etwas anders, aber nicht großartig. Aber kommen wir mal zu dem Wichtigsten. Wie fühlen sich denn die Kämpfer an? Ich würde sagen, gut, aber nicht wunderbar. Die Fernkampfattacke finde ich persönlich einfach viel zu schwach und ich habe mich daher meistens auf die klassische Angriffsform konzentriert. Hier könnt ihr aber auch mit den entsprechenden Tasteneingaben Würfe und so weiter vollführen. Leider stimmen gefühlt auch die Hitboxen manchmal nicht wirklich genau. Vor allem, wenn Gegner am Bildschirmrand sind und sich die Sprites etwas überlagern, wird es schon einmal hakelig. Im Großen und Ganzen bin ich aber mit der Kernmechanik zufrieden. Ab und zu wird euch sogar ein quasi Shoot'em-up-Abschnitt geboten, da das Gameplay denn noch etwas auflockert. Jedoch hätte ich mir auf jeden Fall mehr Gegnervielfalt gewünscht. Die wiederholen sich einfach nur ständig. Leider sind die Level teilweise echt unnötig lang gezogen und es gibt einfach keine Speicher- oder wie so eine Passwortfunktion. Immerhin ist das Spiel relativ großzügig mit seinen Continues. Die Grafik kann sich durchaus sehen lassen, es läuft immer alles flüssig, jedoch hätte ich mir bei den Leveln vielleicht mehr optische Vielfalt gewünscht. Einzelne Levelabschnitte wiederholen sich einfach des Öfteren und irgendwann wirkt das Ganze etwas eintönig. Immerhin stimmen aber die Animationen. Die Musik ist im Prinzip genau das, was er von ihr erwartet. Sie untermalt das Spielgeschehen passend, ist jetzt für sich alleine genommen, aber jetzt kein Hammer. Ebenso sieht es mit den Effekten aus, durchaus okay, aber nichts Besonderes. Was taugt The Death and Return of Superman also heute noch? Es ist ein solider Titel des Genres und ich habe es mir als Lizenzversoftung echt schlimmer vorgestellt. Das Spiel bietet gute Action, für die Oberklasse fehlt es jedoch etwas an Feinschliff. Titel wie Turtles in Time fühlen sich einfach besser an. Wenn ihr ein gutes Superman-Spiel auf dem Super Nintendo spielen wollt, kommt ihr jedoch nicht um diesen Titel herum. Der Hulk.
ich glaube, kein anderer Superheld steht so sehr für pure Kraft und Unbeherrschtheit als dieser wütende grüne Mann. Er ist sehr populär und eigentlich sollte es doch kein Problem sein, ein gutes Spiel mit ihm zu machen, oder? Ich meine, schönes Rumgekloppe und Zerstörung ist ja nicht so schwer. Und die Lizenz, die das erlaubt, gibt das ja alles her. Wie sieht denn diese Umsetzung auf dem Super Nintendo aus? Was taugt The Incredible Hulk für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Probe Entertainment Limited entwickelt und von US Gold 1994 bei uns und in Nordamerika veröffentlicht. Japan ging dabei leer aus. Neben dem Super Nintendo wurde auch das Mega Drive, Master System und sogar der Game Gear mit einer Version versorgt. Die Hintergrundgeschichte, naja, was erwartet ihr? Aliens kommen zur Erde, um alles zu übernehmen. Dem Hulk, dem gefällt das natürlich so gar nicht. Das Spiel ist ein Action-Plattformer, ihr steuert also Hulk durch die Level. Mit einem Knopf könnt ihr schlagen, mit einem weiteren springen und mit dem dritten Sachen aufheben. Ja, ihr merkt schon, die Steuerung wird hier unnötig verkompliziert. Ihr könnt eigentlich nur positive Power-Ups und so weiter aufsammeln. Also, wieso muss man jedes Mal einen bestimmten Button drücken? Wieso kann man nicht einfach darüber laufen und schon hat man es? Aber okay, ihr merkt, ich bin jetzt schon etwas angenervt. Die Steuerung ist eben etwas aufwendiger als nötig. Gut, stimmt denn der Rest? Im Prinzip spielen sich die einzelnen Abschnitte alle gleich. Ihr lauft Korridore entlang und vermöbelt Gegner. Das Verwamsen an sich läuft dabei relativ simpel ab. Je nachdem, wie eure Position zum Gegner ist, führt der Hulk den Schlag auch etwas anders aus. Kniet ihr zum Beispiel, gibt es einen Uppercut. Steht ihr direkt neben dem Fiesling, greift er euch hin und gibt ihm eine Kopfnuss. Das klingt jetzt aber alles spektakulärer, als es wirklich ist. Das wird alles schnell langweilig und ist nicht sehr abwechslungsreich. Apropos abwechslungsreich, genau das sind die Gegner nicht. Immer dieselben Fressen begegnen euch auf den Streifzügen durch die Level. Und sogar in den verschiedenen Abschnitten gibt es nicht einmal wieder einzigartige Gegner. Wieso? Das wird dann noch eintöniger, als es sonst schon ist. Am Ende erwartet euch dann natürlich immer ein Boss. Zur Abwechslung sind hier und da auch mal kleinere Rätsel zu lösen. Wobei hier das Wort Rätsel schon fast zu viel ist. Hier muss man eine Wand einschlagen und da muss ein Schalter umgelegt werden. Also ganz normale Hausmannskost dieses Spielegenres eben. Was jetzt jedoch nicht verzeihlich ist, es gibt kein Passwort oder sogar Speichersystem. Und das 1994. Wieso? Die Grafik an sich ist ganz in Ordnung umgesetzt, aber irgendwie gefällt mir dieser Stil nicht so ganz. Irgendwie will der Hulk nicht in die Hintergründe passen. Auch die Animationen hätten hier und da vielleicht ein paar Zwischenstufen mehr gebraucht. Ansonsten geht die Grafik in Ordnung, reißt jetzt aber keine Bäume aus. Der Sound allerdings, eieieiei, ich habe den relativ schnell auf stumm geschaltet. Schont eure Gehörgänge und tut es mir gleich. Was taugt The Incredible Hulk für das Super Nintendo also heute noch? Ja, was soll man sagen? Das Spiel ist gerade noch so erträglich, hat aber schon derbe Schwächen. Allen voran die umständliche Steuerung kombiniert mit der Eintönigkeit des Spielablaufs. Wenn ihr Hardcore-Hulk-Fans seid, geht das in Ordnung. Ansonsten gibt es wesentlich bessere Titel in dem Genre auf dem System. Dream Park habe ich ursprünglich auf meinen 386er stundenlang gespielt. Auf die Pommes ordentlich Salz packen, damit die Leute den Cola-Stand daneben besuchen und dort natürlich die Menge an Eiswürfeln erhöhen. Ach, das war ein Spaß. Von Theme Park gab es diverse Portierungen auf die damals gängigen Systeme und so auch auf der Super Nintendo. Ist der Port gelungen? Wie sieht es mit der Steuerung aus? Was taugt Theme Park für das Super Nintendo heute noch? Theme Park wurde 1994 von dem englischen Entwickler Bullfrog programmiert und von Electronic Arts veröffentlicht. Es war das erste Spiel der Theme-Serie, welche viele Ableger hervorbrachte, wie zum Beispiel das launige Theme Hospital. Worum geht es in diesem Spiel? Eine Story an sich gibt es nicht, da es ein klassisches Aufbauspiel ist, gepaart mit einer Wirtschaftssimulation. Ihr müsst einen Freizeitpark aufbauen und verwalten. Wie spielt sich also das Ganze? Ihr startet mit einem unbebauten Stück Land und errichtet dort Wege, Fahrgeschäfte, Imbestände, Geschenkartikelläden und Servicegebäude wie zum Beispiel Toiletten. Dabei solltet ihr immer auf eure Kundschaft achten, denn diese geben nur dann viel Geld aus, wenn sie auch zufrieden sind. Euer Berater gibt euch dabei Tipps, wenn ihr zum Beispiel die Eintrittspreise zu niedrig sind. Ziel ist es dabei, den Wert des Parkes so sehr in die Höhe zu treiben, dass ihr euren Park gewinnbringend verkaufen könnt, um damit ein neues Stück Land zu erwerben. Dort startet ihr dann von neuem. Auf diesen neuen Grundstücken erwarten euch dann andere Landschaften, wie zum Beispiel Wüstenlandschaften. Am Jahresende erhaltet ihr immer eine Einschätzung eurer Leistung im Vergleich zu euren Computerkollegen.
Es gibt viele Arten von Fahrgeschäften. Die einfachen sind günstig in der Anschaffung, bieten für die Besucher allerdings auch kein besonderes Erlebnis. Beispiele sind dabei zum Beispiel die Hüpfburg oder das Baumhaus. Später werden diese immer aufwendiger und ihr könnt natürlich auch Achterbahnen oder Wasserbahnen bauen. Errichten könnt ihr die Attraktion relativ simpel. Ihr setzt diese auf die Landkarte, legt den Ausgang fest, platziert die Warteschlange und fertig seid ihr. Ihr könnt die Attraktion bei der Platzierung leider nicht drehen und auch nicht den Eingang festlegen. Die optische Gestaltung eures Parks soll dabei natürlich auch nicht fehlen. Bequem könnt ihr per Menü zum Beispiel Teiche und Bäume platzieren. Natürlich braucht ihr auch Hilfe für die Aufgaben in eurem Freizeitpark. Dazu könnt ihr drei verschiedene Kategorien von Angestellten einstellen. Der Mechaniker kümmert sich um die Wartungsarbeiten eurer Fahrgeschäfte, die Aushilfe sorgt dafür, dass alles schön sauber bleibt und der Animateur verbreitet unter euren Besuchern eine gute Stimmung. Dabei müsst ihr immer darauf achten, nicht zu viele oder nicht zu wenig Bedienstete angestellt zu haben. Eure Besucher haben alle ihren eigenen Willen und verschiedene Faktoren spielen bei der Zufriedenheit eine Rolle. Wenn zu viel Dreck rumliegt, der Eintrittspreis zu hoch ist oder ihr zu wenig Attraktionen habt, kommen weniger Besucher. Im Bereich Finanzen habt ihr einen Überblick, über eure Finanzen. Ihr könnt den Eintrittspreis festlegen, einen Kredit aufnehmen, Geld in die Forschung für neue Geschäfte und Attraktionen investieren und euch mit diversen Graphen einen Überblick über die einzelnen Aspekte verschaffen. Auch Einzelheiten der verschiedenen Buden könnt ihr im Feintuning anpassen. So könnt ihr zum Beispiel in der Pommesbude mehr Salz auf die Pommes tun, damit die Gäste mehr Durst haben und in der Cola-Bude nebenan für mehr Umsatz sorgen. Steuerung mit dem Gamepad ist im Vergleich zu der Maussteuerung des PCs natürlich etwas fummeliger. Insgesamt ist sie aber gut gelungen, man darf eben nur keine Wunder erwarten. Die Grafik wirkt im Vergleich wesentlich detailarmer und nicht so farbenfroh wie andere Portierungen des Spieles. Auch die Besucher sind nicht ganz so wuselig wie woanders. Hier mussten anscheinend Kompromisse eingegangen werden. Das heißt jetzt nicht, dass das Spiel hässlich wäre, ich würde die grafische Qualität aber eher im Mittelfeld ansiedeln. Der Sound hingegen ist etwas besser gelungen. Die Sounds und die musikalische Untermalung begleiten euch bei euren Verwaltungstätigkeiten passend. Eine richtige Begleitmusik im klassischen Sinne gibt es allerdings leider nicht. Ihr bekommt immer Musiksamples passend zu den Attraktionen eingespielt. Was taugt also Theme Park für das Super Nintendo? Ich kann das Spiel leider nur bedingt empfehlen. Dieses liegt wohl vor allem daran, dass ich zuerst die PC-Version gespielt habe, welche klar die überlegene Portierung ist. Sie ist in allen Belangen besser und daher auch unterhaltsamer. Wer jedoch eine Aufbau- und Wirtschaftssimulation auf den Super Nintendo spielen will, hat nicht viel Auswahl. Daher kann man hier getrost zugreifen, allen anderen würde ich die PC-Version wärmstens ans Herz legen. Bei meiner Suche nach neuen Spielen für meine Sammlung schaue ich mir ganz gerne einfach nur mal das Cover und Titel von Spielen an. Da bin ich natürlich schnell bei diesem Prachtexemplar hängen geblieben. Total Carnage, auf Deutsch also totales Gemetzel. Boah, und dann noch diese Coverart. Schnell war das Ding in meinem virtuellen Einkaufswagen. Also, lasst uns mal zusammen herausfinden, was hinter diesem markigen Namen und Cover steckt. Was taugt Total Carnage für Super Nintendo also heute noch? Wie so viele Actionspiele erschienen ist zuerst 1992 als Spiel nach einem Automat und wurde von Midway programmiert und veröffentlicht. Danach wurde das Spiel auf diverse Plattformen portiert und erschien auf dem Super Nintendo ein Jahr später 1993. Der Port wurde dabei von Black Pearl gemacht und Malibu hat es veröffentlicht. Der General Egg Boob hatte im Mittleren Osten eine Terrorherrschaft errichtet und eine Armee von Mutanten und chemischen Waffen aufgebaut. Außerdem hält er diverse amerikanische Reporter und andere Zivilisten als Geisel. Das geht natürlich gar nicht. Also wird das Doomsday Squad mit seinen beiden Mitgliedern Captain Carnage und Major Mayhem entsendet. Wie die Story es schon vermuten lässt, ist das Gameplay relativ simpel gestrickt. Ihr steuert euren Charakter per Draufsicht durch die drei sehr großen Level und ballert auf alles, was sich bewegt. Natürlich gibt es auch einiges zum Einsammeln. Neben den normalen Waffenverbesserungen gibt es auch teilweise Gegenstände, die den ganzen Bildschirm für euch abräumen oder auch Schilde. Die Upgrades braucht ihr auch, denn die Gegnerschreien sind quasi unendlich. Da ist der General Egg Boob anscheinend fleißig dabei, die Soldaten zu klonen. Ab und zu trefft ihr dann noch auf die angesprochenen Geiseln, die ihr dann für extra Punkte befreien könnt. Am Ende der drei Level erwartet euch natürlich ein knackiger Boss. Lasst euch aber nicht von der geringen Anzahl abschrecken, diese sind wirklich sehr, sehr groß und auch abwechslungsreich gestaltet. Etwas gewöhnungsbedürftig ist bei dem Ganzen die Steuerung. Mit dem Steuerkreuz bewegt ihr euren Charakter in den vier verschiedenen Himmelsrichtungen. Soweit, klar und logisch. Schießen tut ihr dann aber mit den vier Buttons, wobei die nicht einfach andere Waffenarten abfeuern. Mit diesen Tasten bestimmt ihr dann die Richtung, in die ihr schießt. Ihr fragt euch sicherlich, warum die Steuerung so seltsam umgesetzt wurde. Ganz
einfach. Der Spielhallenautomat besaß zwei Joysticks zur Steuerung. Also einen für die Laufrichtung und einer für die Schießrichtung. Dieses wurde versucht auf den Super Nintendo Controller ähnlich abzubilden. Das ist etwas ungewöhnlich und braucht etwas Übung. Danach geht das Ganze aber relativ flott von der Hand. Beim Schwierigkeitsgrad merkt man in dem Spiel eindeutig seine Wurzeln in der Spielhalle an. Will heißen, es ist wirklich bockschwer und ihr werdet sehr, sehr oft sterben. Für meinen Geschmack ist es ehrlich gesagt etwas zu schwer. Aber hey, ihr habt immerhin zwei Continues. Sucht ihr allerdings Herausforderungen, ist das euer Spiel. Eine gute Nachricht jedoch, ihr könnt das Spiel auch zu zweit spielen. Logisch, immerhin besteht das Doomsday Squad ja auch aus zwei Mitgliedern. Ein kleiner Funfact am Rande. So brutal wie der Titel es vermuten lässt, ist das Spiel bei der Portierung natürlich nicht geworden. Rotes Blut ist in gewohnter Manie einfach in grün umgefärbt worden und es werden hier auch keine Körperteile abgesprengt. Die Grafik geht durchaus in Ordnung. Alles läuft flüssig und das, obwohl es teilweise echt viele Gegner auf dem Bildschirm sind und überall Projektile herumfliegen. Klar, dass deswegen etwas am Detailgrad geschraubt werden musste. Der Sound geht in Ordnung. Das Wichtigste bei solchen Spielen sind ja die Waffensounds und die sind durchaus ordentlich. Die Musik ist jedoch nichts Besonderes und dudelt unauffällig im Hintergrund vor sich her. Was taugt Total Carnage für das Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist bockschwer, aber durchaus in Ordnung. Es macht auf jeden Fall Spaß, sich durch die Massen zu ballern. Allerdings müsst ihr sehr frustresistent sein und euch erst einmal an die ungewöhnliche Steuerung gewöhnen. Toy Story war eines dieser ersten großen Filmhits, die komplett aus computergenerierten Grafiken bestanden. Wie jeder große Disney-Film musste es natürlich auch ein Spiel zur weiteren Vermarktung geben. Lizenzspiele sind ja mal top, mal flop. Wie sieht es hier aus? Was taugt Toy Story für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Traveller's Tales entwickelt und natürlich von den Disney Interactive Studios selbst bei uns 1996 veröffentlicht. Im Jahr zuvor erschien es in den USA. Neben den Super Nintendo bekam auch der Mega Drive, der Game Boy und sogar Windows PCs ihren Ableger spendiert. Bei dem Verlauf des Spiels orientiert es sich sogar an dem Film, der sich um die beiden Spielzeuge Woody und Buzz dreht. Der Verlauf der Geschichte wird zwischen den Leveln per Text schön erklärt. Das Spiel startet am Anfang wenig überraschend. Nach einer stimmigen Einführung mit Text sieht es erstmal aus wie so ein normaler Plattformer, wie es viele gibt. Der Stil der Filmvorlage wurde gut eingefangen, Steuerung geht in Ordnung und weiter ist nichts Auffälliges, was heraussticht. Ihr steuert den Cowboy Woody. Als Surfer habt ihr ein Jojo und müsst im Kinderzimmer Aufgaben erledigen. Allerlei Gefahren weichen natürlich aus und Gegner könnt ihr mit dem Jojo kurzzeitig fesseln und so ungefährlich machen. Oben links habt ihr eine Lebensenergie als Zahl dargestellt. Das mag zwar nicht so intuitiv wie Herzchen sein, aber passt thematisch gut zum Spiel. Außerdem gibt es natürlich etwas Einsammelbares. Die Sternchen. Wenn ihr genügend eingesammelt habt, könnt ihr ein Minispielchen absolvieren und dann natürlich das übliche verdienen. Habt ihr euch also auf einer dieser guten, aber nicht super Plattformen eingestellt, werdet ihr überrascht. Im zweiten Level fährt ihr im besten Micro Machines Manny durch einen Kurs und müsst Bass herumkicken, wenn das mal keine Überraschung ist. Auch wenn hier die Steuerung gut ist, aber lange nicht perfekt. So spielt sich jeder Level immer etwas anders und das macht das Spiel auch aus. Ob ihr in Sidescroller-Manie Essen ausweicht oder mit Bass und Woody fliegend Autos ausweicht, so schnell wird euch nicht langweilig. Jedoch hat diese Vielfalt natürlich auch einen kleinen Nachteil. Richtig, richtig gut umgesetzt ist keines dieser Bestandteile. Da wäre es vielleicht besser gewesen, sich ein Prinzip herauszugreifen und dieses dann auch zu optimieren. Aber das ist jetzt Meckern auf höherem Niveau. Grundsätzlich sind die Level alle solide umgesetzt, aber es fehlt an den kleinen Sachen im Detail. Den Schwierigkeitsgrad habe ich als relativ knackig empfunden. Manchmal wird man einfach mit so vielen Hindernissen und Gefahren zugebombt, dass man kaum ausweichen kann. Auch ist leider nicht immer klar, wo man jetzt lang kann und wo nicht. Im ersten Level konnte ich nicht immer sofort sehen, was jetzt Hintergrund ist und was Plattform sein soll. Immerhin gibt es ein Passwortsystem und das schätze ich ja immer sehr. Bei der Grafik wurde der Stil der Filmvorlage durch den Einsatz von vorgerenderten Sprites sehr gut eingefangen. Die Animationen sehen zwar etwas hölzern aus, aber alles im allen ist das Spiel immer noch sehr ansehnlich. Ebenso sieht es mit dem Sound aus. Es gibt definitiv Spiele, die schlechter technisch gealtert sind.
Was taugt Toy Story für Super Nintendo also heute noch? Es ist ein guter Titel, der einiges an Abwechslung bietet. Da hätte man den Film wesentlich schlimmer verwursten können. Es ist zwar kein perfektes Spiel, aber ein gutes, das vor allem durch seine Abwechslung punkten kann. Wie ist der Hersteller nur auf so eine verrückte Idee gekommen? Ich kann mir genau die Brainstorming-Phase vorstellen. Wir brauchen eine Idee für ein neues Spiel. Ja genau, ein Rennspiel. Die laufen momentan gut. Ja, aber Autos sind langweilig. Also lass mal was ohne Motor machen. Also Fahrräder? Nee, auch zu langweilig. Wir brauchen etwas Einzigartiges. Und zack, wurde ein Rennspiel mit Einrädern und Stunts gemacht. Damals konnten Entwickler einfach kreativer sein. Was taugt Unirally für den Super Nintendo also heute noch? Das Spiel erschien bei uns in Europa 1995 und wurde von DMA Design entwickelt und von Nintendo veröffentlicht. Das ist das Entwicklerstudio, das später Rockstar North werden wird und dort die berühmte GTA-Serie entwickelt. Es erschien ein Jahr früher in Nordamerika unter dem Namen Uniracers. Warum das Spiel für Europa jetzt unbedingt umbenannt werden musste, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Das Spiel erschien bisher nicht auf irgendeiner virtuellen Konsole oder ähnlichem und wird es wohl auch leider auch nicht. Grund ist Pixar. Ja genau, die Filmfirma Pixar. Die haben nämlich DMA Designs nach Veröffentlichung des Spiels verklagt, da die Einräder einem Kurzfilm von 1987 zu ähnlich aussahen. Naja, okay. Unirally ist ein 2D-Rennspiel, in dem ein Einrad steuert. Ein besonderer Fokus steht dabei auf das Ausüben diverser Stunts. Das müsst ihr machen, damit euer Gefährt schneller wird. Die Stunts sind dabei aber eher kleinere Aktionen, die auch immer wieder schnell abgeschlossen werden können. Im Prinzip ist das Rennspiel also darauf ausgelegt, immer wieder einen kurzen Luftsprung zu machen und so weiter. Ziel ist es natürlich, immer möglichst Erster zu werden. Euch erwarten 3 unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, 9 verschiedene Rennserien, von denen jede 5 verschiedene Strecken beinhaltet. Diese bestehen dann aus verschiedenen Rennmodi, wie einfach Rennstrecken, Stuntrennen und Rundkurse. Für Abwechslung ist also auf jeden Fall gesorgt. Die Rennen sind eigentlich immer relativ kurz und so müsst ihr aufpassen. Ein kleiner Fehler kann euch schon den Sieg kosten. Dafür aber kommt es bei dem Spiel nur auf euren Skill an. Es gibt keine unfairen Power-Ups oder sonstige Vor- und Nachteile. Bei eurer Gefährtauswahl könnt ihr aus Einrädern mit verschiedenen Farben auswählen und auch den Namen anpassen. Es fahren sich jedoch alle gleich und symbolisieren nur jeweils einen eigenen Speicherstand. Schade, hier wären verschiedene Varianten echt nicht verkehrt gewesen. Ihr könnt das Spiel auch zu zweit spielen, was natürlich immer gut ist und der Modus macht hier Spaß. Die Steuerung ist gut umgesetzt und macht immer das, was er von ihr verlangt. Allgemein ist das Spielgefühl fantastisch und ihr seid schnell in einer noch eine Runde Suchtspirale gefangen. Lasst euch aber nicht von der lockeren Optik täuschen. Es wird relativ schnell, recht schwer, aber nie unfair. Ich habe mich doch sehr oft ertappt, wie fest ich den Controller doch umgriffen habe. Spannung ist also garantiert. Lustiges Detail am Rande, wenn ihr den Highscores als Namen Sonic oder Sega eingeben möchtet, erscheint die Meldung nicht cool genug. Auf dem Höhepunkt des Konsolenkrieges zwischen Nintendo und Sega konnte man anscheinend nicht auf Seitenhiebe verzichten. Die Grafik, naja, die ist nicht gerade übermäßig detailliert. Da ginge auf jeden Fall, denke ich, mehr, vor allem weil das Spiel recht spät im Lebenszyklus des Super Nintendo erschienen ist. Ich meine, es ist aber alles klar erkennbar und das Geschwindigkeitsgefühl wird prima umgesetzt. Der Sound ist wunderbar gelungen. Die Musik geht in eine so leicht rockige Richtung und die Soundeffekte sind eher zurückhaltend gestaltet, was für ein Rennspiel aber voll in Ordnung geht. Was taugt Unirally auf den Super Nintendo also heute noch? Meiner Meinung nach ist das Spiel eine Art von Hidden Gem. Über das Spiel wird normalerweise nicht allzu viel geredet und das wird dem Spiel echt nicht gerecht. Das Spiel ist ein klasse, ungewöhnliches Rennspiel und ich kann das Spiel jedem, der eine launige und unkomplizierte Runde drehen will, nur ans Herz legen. Vor allem, weil ihr das Spiel echt günstig kaufen könnt. Ein Spiel vom Publisher LJN. Da hat man ja schon fast sofort ein komisches Bauchgefühl. Und dann dieser generische Name. Warlock. Was soll das denn heißen? Immerhin sieht das Cover auch recht interessant aus und verbreitet schon einen düsteren Charme. Was steckt für ein Spiel also dahinter? Was taugt Warlock für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde vom Entwicklerstudio Realtime Associates entwickelt und wie angesprochen von LJN 1994 bei uns veröffentlicht. In den USA und Japan erschien es ein Jahr später. Das Spiel basiert auf einer kleinen Horrorserie, welche 1989 erschien. Die Hintergrundgeschichte ist dementsprechend mystisch aufgebaut.
alle 1000 Jahre stehen die Mond und die Sonne in einem besonderen Verhältnis und das Böse schickt seinen Sohn auf die Erde, um 6 alte Runensteine zu sammeln. Ihr seid ein moderner Druide und müsst dieses natürlich verhindern. Das Spiel ist im Kern ein Action-Plattformer. Aus der Seitenperspektive steuert ihr den Helden durch die verschiedenen Level, erledigt allerlei Gefahren und müsst die Runensteine einsammeln. Dabei könnt ihr natürlich springen, als Standardangriff eine Art magischen Blitz abschießen und einen magischen Orb um euch schweben lassen. Damit erledigt ihr dann zum Beispiel Gegner, die sich über euch befinden. Und natürlich dann auch Magie benutzen. Beim letzten Aspekt gibt es viele verschiedene Arten von Sprüchen, die zum Beispiel ein Schild entstehen lassen. Es gibt insgesamt 7 verschiedene, welche natürlich eine begrenzte Anwendung haben. Der Kampf gegen die zahlreichen Kreaturen kann bei der ganzen Geschichte aber schon etwas sehr fummelig werden. Euer Standardangriff schießt leider nur seitwärts und der Orb für eure sonstigen Angriffe zu nutzen, ist leider etwas fummeliger als es nötig wäre. Ansonsten sind Levelabschnitte aber schön dynamisch gestaltet. So erscheint immer wieder euer Widersacher und zerstört zum Beispiel Brücken vor euren Füßen. Auch die Levelübergänge sind mit schönen Grafiken gestaltet. Klingt alles gut soweit, oder? Perfekt ist das Spiel leider aber nicht. Das Spiel hat teilweise echt knifflige Stellen. Besonders die Sprungpassagen sind meistens sehr komisch umgesetzt, da ihr wirklich sehr, sehr genau über die Abgründe springen müsst und ihr dieses oft nicht ganz genau sehen könnt. Außerdem ist dieses Magiesystem einfach viel zu kompliziert zu bedienen. Der Kerngedanke ist natürlich super, aber manchmal ist einfach weniger mehr. Immerhin gibt es ein Passwortsystem zum späteren Einsteigen und das ist schließlich nie verkehrt. Die Grafik sieht super aus. Ich mag diesen ganz eigenen Stil, der sehr düster ist und etwas so an Dracula-Filme erinnert. Hier wurde auf jeden Fall mal eine ganz andere Optik versucht und das muss man auch anerkennen. Die Umgebungen sind dabei detailreich gestaltet und die Animationen sehen gut aus. Was will man mehr? Das Sound steht bei dem Ganzen der Grafik in nichts nach. Das Spielgeschehen wird immer mit passender, schaurig schöner Musik untermalt und die Effekte sind, naja, passend, aber jetzt nichts Besonderes. Aber ganz ehrlich, was will man auch groß an besonderen Effekten einbauen? Was taugt Warlock für Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist nicht so schlecht, wie es mit dem Blick auf das LJN-Logo vermuten lässt. Ich finde es sehr schön, dass hier mal bei einem Action-Plattformer etwas anders probiert wurde und mir gefällt einfach dieser düstere Stil. Perfekt ist das Spiel natürlich nicht, aber durchaus mal einen Blick wert. Wenn euch auch dieser Stil wie mir gefällt, könnt ihr hier auch auf jeden Fall mal reinspielen. Wobei ihr euch etwas einarbeiten müsst. Warlock ist ein solides Spiel. Ach ja, das Spiel habe ich schon lange auf meiner To-Do-Liste. Neulich konnte ich endlich das Modul zu einem vernünftigen Preis erwerben und habe jetzt keine Entschuldigung mehr. Allgemein gilt es als ein Spitzenspiel. Stimmt das auch? Lass es uns zusammen überprüfen. Was taugt Zombies Ate My Neighbor für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde vom legendären Entwickler LucasArts programmiert und von Konami 1994 bei uns veröffentlicht. Eine interessante Kombination, wie ich finde. Neben dem Super Nintendo erschien es auch auf dem Mega Drive. Der Nachfolger Ghoul Patrol erschien kurze Zeit später. Das Spiel ist 2009 auf der virtuellen Konsole der Wii erschienen. Die Hintergrundgeschichte ist wie gewohnt sehr oberflächlich und eigentlich nicht relevant. Ihr schlüpft in die Rolle von einem von 2 Teenagern und eure Aufgabe ist es, euren Nachbarn von der wütenden Zombie- und Monsterhorde zu schützen. Grundsätzlich wird Zombies in einer isometrischen Draufsicht gespielt. Das Ziel ist dabei in jedem Level eigentlich relativ einfach. Erkundet das Gebiet und sammelt alle Zivilisten ein. Klingt jetzt natürlich relativ einfach, aber ist es natürlich nicht. Zuerst einmal solltet ihr euch nämlich beeilen. Die Abschnitte sind nämlich voll von diversen Monstertypen gestopft und sie haben natürlich eure Nachbarn zum Fressen gern. Also müsst ihr logischerweise vor ihnen da sein. Um die Menschen zu retten, reicht es jedoch ganz einfach, diese einzusammeln. Je nachdem, welchen Nachbarn ihr gerettet habt, bekommt ihr sogar unterschiedliche Punkte. Die populäre Cheerleaderin bringt natürlich wesentlich mehr ein als die miefende alte Lehrerin. Ist ja klar. Wenn ihr auf Punkte spielt, solltet ihr das also im Hinterkopf behalten und eventuell die Prioritäten entsprechend setzen. Zum Glück seid ihr aber nicht wehrlos. Ihr könnt zwar nicht auf Knopfdruck springen, aber dafür gibt es so einige Wumm und ähnliches. Ihr startet mit einer normalen Wasserpistole, die mit heiligem Wasser gefüllt ist. Die hilft zwar recht gut gegen die einfachen Zombies, aber gewinnt euch später keinen Blumentopf. Dafür gibt es dann aber Raketenwerfer, Dynamitstangen und ähnliches. Leider sind die natürlich alle in ihrer Anwendungsanzahl begrenzt und so solltet ihr die nur mit Bedacht einsetzen.
Neben den Waffen könnt ihr aber auch diverse Hilfsgegenstände einsammeln. Neben den klassischen Erste-Hilfe-Kasten, welcher euch natürlich heilt, gibt es auch noch andere interessante Sachen, wie zum Beispiel einen Trank, der euch kurzzeitig in ein mächtiges, nahkampfstarkes Monster verwandelt. Apropos Monster, hier gibt es eine gute Vielfalt. Von den einfachen, langsamen Zombies bis zu kettensägenschwingenden Irren ist so einiges dabei. Beim Gegnerdesign und der allgemeinen Aufmachung liegt auch der besondere Charme des Spieles. Es nimmt sich nämlich nicht selber zu ernst. Schon alleine die Leveltitel versprühen einen herrlichen B-Movie-Horrorfilm-Charme. Herrlich passend. Diese Anmutung zieht sich dann auch durch das ganze Spiel. Mit das Beste habe ich allerdings noch gar nicht erwähnt. Ihr könnt das Spiel sogar zu zweit im Koop spielen und so macht das Spiel natürlich noch mehr Spaß. Für das spätere Einsteigen in bestimmte Level gibt es auch ein Passwortsystem. Das ist sehr willkommen, da das Spiel für seine Zeit recht umfangreich ist. Grafisch steht das Spiel wunderbar da. Es hat seinen ganz eigenen Stil, der einfach nur herrlich zu diesem B-Movie-Setting passt. Die Gegenden sind liebevoll gestaltet und als einzigen Kritikpunkt habe ich die vielleicht etwas mangelnde Abwechslung der Level-Thematik anzusprechen. 2 bis 3 mehr Varianten wären durchaus willkommen gewesen. Der Sound, der legt da noch eine Schippe drauf und ist vielleicht sogar das Highlight des Spieles für mich. Herrlich passende Untermalung. Besser geht es nicht. Was taugt Zombies Ate My Neighbors für Super Nintendo also heute noch? Es ist wahrlich ein fantastisches Spiel und trägt diesen guten Ruf zurecht. Die allgemeine Atmosphäre ist einfach nur super geraten und das Gameplay flutscht gut von der Hand. Ich kann das Spiel nur wärmstens empfehlen. Zool, Ninja of the Nth Dimension. Wow, was für ein Titel und repräsentiert perfekt die 90er Plattformer-Maskottchenwelle. Auch hier wurde versucht, seinen eigenen Mario oder wenigstens Sonic zu kreieren. Klappt das in diesem Fall? Ich meine, immerhin ist es ein Ninja. Ich habe es zumindest in meiner Erinnerung auf dem PC sehr gerne gespielt. Was taugt Zool für die Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Gremlin Interactive programmiert und auch 1994 veröffentlicht. In Nordamerika und in Japan erschien das Spiel im selben Jahr. Das Spiel wurde ursprünglich für den neuen Amiga 1200 entwickelt und später dann auf alles portiert, was damals gängig war, darunter auch der Game Boy und der Game Gear. Zool wurde dabei als Konkurrent zu Sonic entwickelt. Es wurden sogar 2 Jugendromane 1995 veröffentlicht. Man versuchte also wirklich alles. Das Spiel ist natürlich ein Plattformer. Ihr spielt den angesprochenen Zool. Einen Ninja. Der hat natürlich auch ein entsprechendes Bewegungsspektrum. Er kann natürlich springen, laufen, schießen und sich an Wänden festkrallen. Um Gegner zu erledigen, könnt ihr dann entweder mit der Kugel draufschießen oder klassisch auf den Kopf springen. Schießen ist jetzt aber relativ. Ein richtiges Dauerfeuer wie in Probotector dürft ihr natürlich nicht erwarten. Das Spiel an sich ist sehr bunt aufgebaut und das mag auch an seinem Werbepartner liegen. Ein Lolli-Produzent ist überall mit seinem Logo in der ersten Welt vertreten, die wenig überraschend auch mit Süßigkeiten gestaltet ist. Auch die anderen Welten sind alle sehr bunt und abwechslungsreich gestaltet, leider etwas zu bunt nach meinem Geschmack. Die Lesbarkeit der Level ist oft leider nicht wirklich die beste. Was ist Hindernis und was ist nur Deko? Das ist teilweise echt nicht leicht zu erkennen. Und dann leidet das Spiel auch noch sehr stark an einem Faktor. Man sieht nicht weit und das ist im Leveldesign nicht berücksichtigt. Ihr müsst also verdammt oft ins Leere springen oder lauft ungesehen in irgendwelche Hindernisse. Da versuchte man sich schon an Sonic zu bedienen und hat eine relativ hohe Geschwindigkeit eingebaut, bestraft es dann jedoch, wenn man sich schnell bewegt. Sehr seltsame Designentscheidung meiner Meinung nach. Die Entscheidung der Schnelligkeit in den Vordergrund zu stellen spiegelt sich dann auch in der Kontrollierbarkeit wieder. Irgendwie fühlt sich alles nicht so responsiv an und die Tastenbelegung ist auch irgendwie komisch. Es kommt mir fast vor, als wäre das Amiga-Spiel nur halbherzig portiert worden. Aber naja, was gibt es sonst zu diesem Wegwerf-Plattformer zu sagen? Klar, es gibt Sachen einzusammeln. Die meisten geben euch Punkte und hier und da gibt es auch die üblichen Extra-Leben und Power-Ups. Ist jetzt aber alles nichts spektakulär Neues und hat man so auch in vielen anderen verschiedenen Spielen dieser Art gesehen. Bei der Grafik sieht man auf jeden Fall die Amiga-Vergangenheit. Es ist in diesem typischen Heimcomputer-Stil gehalten. Den kann man jetzt mögen, muss man aber natürlich nicht. Allgemein ist meiner Ansicht nach aber die technische Qualität nicht super, aber durchaus okay. Alles ist immer bunt und abwechslungsreich gestaltet. Der Sound steht da meiner Ansicht nach leider nicht ganz so gut da. Er stört jetzt auch nicht, aber bleibt auch nicht wirklich im Ohr.
Was taugt Zul für das Super Nintendo also heute noch? Mein Fazit, kann man, muss man aber nicht gespielt haben. Es ist einfach einer dieser vielen seelenlosen Maskottchen-Plattformer, die es damals einfach zuhauf gab. Auf dem PC habe ich das damals echt gerne gespielt, aber das lag dann vielleicht doch daran, dass die Auswahl nicht sehr groß war und man halt gespielt hat, was man bekam. Wenn ihr das Modul günstig kriegt, ist das okay, aber es ist kein Überfliegertitel.